Sind dir die Füße eingeschlafen? Oh, mein Hintern! Ein Hintern? Meine Füße sind ja warm. Oh. Kriegen wir das irgendwie Was so? Chips? Moment. Oh, ja, geil. Sind noch welche da? Ja, ja. So. Ja. Ich hätte mir vielleicht ein, zwei Notizen machen sollen. Nö. Sonst, ja. Also aus mach meiner mal, Sicht. Mach mal. Genau, mach Imp, mal. Imp ist halt. Also, ne, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt der the Battle of the Centuries oder sowas sein muss. Ja, sonst hat Imp sicher praktisch durchgehend. Also, der kam ja nichts. Das ist ja. Da saß er halt einfach und hat halt unermüdlich Fragen von dir beantwortet. Praktisch. Ja. Hm. Ja, ich habe auch irgendwie mit mehr Gegenfeuer gerechnet, ne? Also ich habe schon damit gerechnet, dass er irgendwie sich irgendwas vorher überlegt hat, womit er mich irgendwie kritisieren kann oder so, aber kam gar nichts so. Es war schon irgendwie ein bisschen. Ja, also den einzigen Part, den ich halt irgendwie vermutet hatte, war, ja, guck mal, deine Freunde sind ja auch böse, irgendwie dekadent oder sowas, aber das ja, war ja auch hast am du Ende, das gehört? Der hat Sinan einen Hurensohn genannt. Also, keine Ahnung, da hätte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr drunter vorstellen können, was man da irgendwie raus... Aber gut, okay, am Ende des Tages habt ihr aus meiner Sicht ein cooles Gespräch geführt. Ist jetzt nichts, wo man jetzt... Also, wie gesagt, Imp ist halt am Ende ist ein Troll, okay. Der hat ein paar von mir aus schwierige Ansichten, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie... ist nicht Hitler. Genau, er ist tatsächlich nicht Hitler und er ist jetzt nicht der Schwierigste da draußen. Da gibt es definitiv wesentlich Schlimmere und ich quatsch halt auch ganz gerne mit Imp halt irgendwie mal über Discord, über irgendwas und dann darfst du auch mal fetzig zugehen. Und wenn ich jetzt irgendwie Hass empfinden möchte, dann wäre jetzt eben nicht dabei. Also, ne, deswegen, also er scheint ja sehr angegriffen davon zu sein, wenn man halt ihn mal ein paar Halbsätzen im Stream erwähnt. Aber muss er nicht. Also, das ist halt immer so ein Ding, das ist keine Ahnung, was die machen. Also, er hat halt bestimmt 5, 6 Videos oder so auf seinem Kanal. Über dich, ne? Über mich, wo es um irgendwas geht, irgendwelche Kuchen-TV-Reactions oder jetzt, oder hier und da habe ich halt ihn mal in 4, 5 Halbsätzen erwähnt. Und ich lade jetzt sowas nicht über Imp hoch. Also, es ist halt einfach aus meiner Sicht dafür dann zu läppsch wäre. Ja. Gar kein Ton gerade. Und da muss man halt sagen, dass die da, ich sag mal, ein bisschen sehr empfindlich sind. Also, meinem Gefühl nach. Du meinst so Imp, Proletopia und so, oder was? Ja, also das ist ja wirklich. Wenn man die kritisiert. Genau, das geht ja, also wirklich, wenn man mal bedenkt, also du, die machen, die hegen ja diesen Groll ja teilweise bis, oder zumindest ein Proletopia, ein Imp. Der ist da auch nochmal, ich sag mal, wesentlich gefasster und ist nicht so, hat noch mehr Impulskontrolle. Immerhin hat er nicht gesagt, dass ich gehirnamputiert bin. Richtig. Ne, so, und das hat man ja gemerkt, also der bleibt ja wesentlich gechillter am Ende des Tages, auch wenn er da in Bedrängnis ist, auch wenn er sich da, wenn er hier und da, dann er fängt halt an, wie ein Kind zu lachen, okay, ist halt sein Reflex. Beim Proletopia, der regt sich halt massiv aus und auf und dann beleidigt er halt irgendwann. Aber am Ende des Tages, Proletopia hat halt für immer einen Groll. Ne? Also da und bildet sich halt die wildesten Sachen ein. Irgendwie vom Chat verdeckt. Ja, das ist okay. Kann sich auch rauscutten. Das heißt, mach keine Ahnung was. Ja. Gut. Ja, sonst, wie hast du dich gefühlt? Wir machen das jetzt wie so ein Sport. Ja, weiß ich nicht. Meine Fäuste tun weh, aber mein Kinn irgendwie ist immer noch. Ja, wir haben Sport gemacht. Die anderen haben schlechter Sport gemacht als wir. Wir haben gut Sport gemacht. Ich hoffe, beim nächsten Mal können wir genauso gut Sport machen und dann damit besser Sport machen, als die anderen Sport machen. Woran hat's die Lehen? Ja. Woran hat's eigentlich die Lehen? Ja, sonst aus meiner Sicht eigentlich, also genau das ist halt so ein Ding, bei Imp muss man halt ihm zugute halten, der ist halt nie komplett abgerutscht. Also das ist ja, er hat eine ganze Zeit lang dümpelte da dort bei mit sehr wenig Zuschauern rum und so. Hat nicht irgendwie ist dann zu Honigwabe oder so gegangen und hat sich dann denen angeschlossen, sondern... Ja, der hat nie mit den Nazis so richtig rumgekuschelt. Genau, ne? Genau, blieb da und hat da auch einen Proletopia dafür kritisiert tatsächlich und gesagt, so, und wirklich auch eine Zeit lang, soweit ich mich erinnere, kann ich auch falsch liegen,
gesagt, ich rede jetzt nicht mehr mit dem Polotopia, aber das hat er dann irgendwann wieder angefangen, weil... Wobei ich gehört habe, dass der so vor 5, 6 Jahren schon auch irgendwie so ein bisschen mit so Faschos ganz gerne mal das, ja, auch cool geredet hat. Ja, also ich war halt früher ja nicht so drin im Politik-Game auf YouTube und habe trotzdem natürlich immer mal wieder mitbekommen, was da auf YouTube so los ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich bei vielen von diesen Faschos man das nicht so ganz wahrhaben wollte, beziehungsweise die damals halt auch noch wesentlich kodierter waren als heute. Und jetzt, wo die AfD bei über 20% ist, da hauen die mal viel eher sowas raus wie, ja, irgendwer ist ein Rassenverräter oder sowas, was die vielleicht früher nicht gemacht haben. Aber ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie großartig entschuldigen oder sonst was. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will nur das auch in den Raum stellen, dass das natürlich immer eine Möglichkeit sein kann. Aber trotzdem, heute macht er es nicht mehr. Ja. Und das muss man ihm halt zugute halten. Und er hat dann da seine andere Freunde gefunden. In der Zeit, wo Erwin so richtig drin war in der Fascho-Bubble, hat Imp zwar mit Erwin einen Podcast gemacht, aber der hat sich trotzdem sehr von den Faschos ferngehalten, so ja, in meiner Wahrnehmung. Genau. Da hat er halt immer eine Grenze gezogen. Und ja, aber die Grenze ist ja trotzdem dann nicht so ganz da, wenn er dann mit jemandem, der eben in dieser Bubble auf cool mit denen abchillt, mit denen zusammen einen Podcast macht. Ja, aber das ist halt genauso etwas, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil die Idee von einem Imp, jetzt Good Faith gesprochen, genauso wie übrigens von Sinan, mit dem ich mich ja auch auf der Gamescom unterhalten habe und der mir schon recht interessante Sachen halt eben erzählt hat, die ich gleich erzählen kann. Da ist die Idee eben, indem ich mit dem... Ich habe Sinans Großprojekt gegeben. Ja. Mich schlecht. Oh nein. Ach so, oh stimmt. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ich wurde ja auch angeschrieben deswegen. Aber das Ding ist halt, da bin ich, also das wäre ja, Abgabe wäre ja heute oder so gewesen. Deswegen habe ich das sowieso verpasst. Ich hab hier das hier im Moment. Ja. Ich habe nur das hier gemacht. Ja. Guck mal. Ach so. Ja. liegt mir jetzt nicht, aber das ist, ich sag mal, der Sinan hat sich halt so einen Jahresabschlussgruß gewünscht, Entschuldigung, wenn wir das jetzt hier verraten haben, das Ding ist halt, meine Befürchtung wäre, dass ich dann in einer Reihe dann plötzlich komme in einem Video mit Schlomo und der Fischbiologin und das ist dann so, sorry, aber das ist halt, also jetzt demokratischer Diskurs hin oder her, das ist halt irgendwo ein bisschen so meine Befürchtung, deswegen gib mir vorher eine Liste und dann gucke ich mir die an und dann so irgendwo. Nee, aber ich will ganz generell nicht irgendwie auf unkritischen Hasen auf dem Sinans Woche-Kanal vorkommen. Unsere Maxime. Ja. Sinan halte ich. 0_Morrigan, danke für die Unterstützung mit 5 Euronen. Also das ist halt jemand. Danke für den Tobtransreiz an Jungen Rex. Das ist halt einer. Das ist halt am Ende sind da beides irgendwo Token. Also das ist ja wirklich. So ein Imp ist halt für Rechte ist der halt ein linker Token. Da können die sich hinstellen und guck mal, sogar ein Linker sagt das und das über die bösen Woken. Das ist halt ähnlich wie mit irgendwie Persia X, die dann Token ist für transfeindliche Menschen, die dann sagen können, guck mal, betroffene Person, die ist halt auch, sagt auch das, was wir sagen. Mhm. Jetzt mal Good Faith gesprochen, bei einem Imp und Sinan ist halt eben die Idee, solange ich Leute im Gespräch halte, sorge ich dafür, dass die irgendwie noch Teilhabe haben und sorge dafür, dass die nicht weiter abdriften. Das ist Good Faith gesprochen, daran ist, ich sag mal, ob die es jetzt meinen oder nicht, ist da was dran. Und deshalb bin ich da auch ein großer Freund dafür, von, dass wir halt ab und zu mal diese Diskussionen, Debatten haben und dass man da auch mal mit einem Imp debattiert, weil es halt eben auf der einen Seite ist es natürlich Unterhaltung, auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo bildend und eben auch etwas, was Aufmerksamkeit erzeugt und was vielleicht halt auch eben einen bildenden Charakter hat. Natürlich hilft das auch einem Imp, aber das hilft halt eben auch uns und es wird halt eben der Diskurs geführt. Und deshalb kann ich auch einen Imp verstehen, der da gesagt hat, okay, ein Polotopia, den halte ich über das Gespräch noch so bei mir, auch wenn er nicht mit ihm debattiert hat. Oder so. Ne? Ja. Nee, er hat eigentlich immer nur so auf einen Kumpel mit dem gesprochen. Ja, ja. Aber, ja. Sonst, was der Sinan mir mal erzählt hatte, war, dass auf der Gamescom, was ich sehr interessant fand, war, dass er, als dann zum Beispiel ein Karl gegen ihn gegangen ist, dass dann er direkt Anfragen bekommen hat aus sehr verschwörungsideologischen Gefilden, so im Sinne von tritt doch mal bei uns auf, so Fair Talk zum Beispiel, falls man das kennt, das ist halt auch so aus der Querdenker-Szene entstanden, wo halt auch ständig rechtsextreme Dullis auftreten, genauso wie halt eben von rechtsextremer Seite, die dann gesagt haben, guck mal, wir haben ja gesagt, wie die sind, jetzt kommt zu uns.
Und ein Sinan, muss man fairerweise sagen, hat das dann eben auch ausgeschlagen und gesagt, nee, mache ich nicht. Auch wenn das natürlich, ich sag mal, als Karrierechance ist das etwas, was valide ist. Ne? Also, ja, du kannst mit so rechtem Shit, kannst du, also sieht man ja an den ganzen, naja, ich finde immer mehr davon, die einfach zigtausende Klicks machen mit Minimum Effort und dann einfach auf YouTube komplett steil gehen, nur weil die irgendeinen rechtspopulistischen. Ja, das Ja, ist da schon müssen sehr wir uns natürlich auffällig. was einfallen lassen. Aber Also. nur weil Sinan jetzt immer noch jemand ist, der Schwurbler und Rechtsextreme jetzt schon ablehnt, wobei er auch gleichzeitig sagt, mit AfDlern sollte man befreundet sein, weil sie sich so nicht dann zusammen für mich. Aber er bringt halt so wilde Takes einfach, dass ich da auch, und er ist auch so null kritikfähig, das ist auch bei Ja. Sinan halt immer so ein Ding, dass er halt wirklich, wenn es dann darum geht, dass sein dummer Unsinn irgendwie die Bank wird und man dann irgendwie ihn kritisiert für irgendwas, dass er dann halt einfach total wie so ein Kleinkind so um sich schlägt und überhaupt nicht, auch diese Sache mit dem Holocaust-Vergleich, ne, zum Beispiel, was ich da erzählt habe jetzt im Talk mit dem Imp, Ja. dass er diese AfD-Wähler in diesem Landkreis Sonneberg mit Holocaust-Opfern vergleicht und so. Und das habe ich auf Twitter gepostet und Sinan hat das auch gesehen und hat darauf reagiert und er hat es aber null Einsicht gehabt, so 0,0 gar nicht. So, dabei war das fucking offensichtlich, was er da gesagt Ja. Ja, deswegen, das ist ja die ganze Idee, Ich ist soll ein ja neues Geld, Moment. nett zu den AfDlern sein. Und dann gewinnt man die, weil indem man die bekämpft, dadurch treibt man die Menschen sozusagen nur dahin. Und das, was die auch wieder Good Faith gesprochen sind sozusagen eine Abbiegung. Das heißt, wir greifen die bösen AfDler an, weil wir so empfindlich sind, oder Menschen an, weil sie aus unserer irrationalen Sicht irgendwie rassistisch sind oder sowas. Und dann laufen die Menschen den Rechten entgegen und dann kommen, stellen sich halt Sinan und Imp und Protopia stellen sich halt hin und sind dann sozusagen eine Abbiegung. Guck mal, ihr müsst nicht zu den Rechten gehen, kommt zu uns. Und dann hoffen sie, dass die Menschen da sozusagen, okay, gut, dann seid ihr halt eben hier, wir fangen euch an. Guck mal, wir sind nicht alle so wie diese Ja, aber peinlichen Mokis. Aber das ist ja genau die Vorgehensweise der CDU. ja, Und genau. man sieht ja überall, dass es nicht funktioniert. Richtig. Und dass Rechte dann nicht hingehen und sagen, ja gut, dann werde ich jetzt halt Moderator, weil eine moderatere Seite mich ja auch meine Sorgen ernst nimmt, sondern die sehen, oh, eine moderatere Seite nimmt meine Sorgen ernst, also sind die halt wirklich berechtigt und dann sehe ich mich noch mehr darin bestätigt, das Original zu wählen. Ja. So funktioniert es ja. Ja, im Endeffekt im Internet vor allem funktioniert es eben so, dass linke Politik attraktiv ist, dass man da, und deswegen ist natürlich auch wichtig, was wir in letzter Zeit besser hinbekommen haben, dass wir halt eine stärkere Community bilden, dass wir wieder auch nach außen hintragen. So, hier ist eine coole Spaßveranstaltung, wir sind hier auch, wir laden die Leute besser ein und so weiter. Da mussten wir uns natürlich da auch selbst reflektieren. Ne, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja klar, ne, wenn wir natürlich da immer sagen, ja, die Rechten, mit denen redest du besser gar nicht, dann stellen wir die als so cool dar, wie es gar nicht anders geht. Da ist schon, ich sag mal, was dran, dass man da Leute verjagt hat und dadurch sich auch unbeliebt gemacht hat und linke Politik unattraktiv wurde. Aber was auf gar keinen Fall funktioniert und was immer nach hinten losgeht, ist so dieses, ja, aber die Rechten haben ja auch ein paar Punkten recht. Und hier wenigstens seid ihr mal bitte für einen höheren Mindestlohn oder so. Ja, also weil das bestätigt die immer nur. Davor haben die keine Angst. Die Rechten, wovor die Angst haben, kann man immer gut daran sehen, was die Rechten selbst bekämpfen. Und wenn die halt auf einen Imp nie draufgehen oder eben auf einen Sinan oder so, dann weiß man, okay, dann die machen denen keine Angst. Die haben keine Angst davor, dass die dadurch Anhänger verlieren, dass die auf der Plattform existieren. Wen die aber angreifen, sind halt Leute wie ein Karl, natürlich an oberster Stelle, aber eben dann auch uns. Aber auch Erwin. Ja, auf Erwin neuerdings, weil Wegen Sarah BSW. Wagenknecht. Ja, wegen So, da haben sie BSW, halt weil sie gemerkt, das. okay, jetzt ist er Jetzt ist er eine gefährlich. Gefahr, ja. Jetzt ist, so, und dann greifen wir ihn an. Davor nicht. Ja. So, ne, wenn Sarah Wagenknecht nicht diese Ankündigung gemacht hätte, wäre Erwin für die kein Problem. Ja, der war Ja, ja 1,5 Jahre für die kein Problem. Im genau. Gegenteil, die haben Genau. ja komplett miteinander abgechillt, ne? Ja. Und sich auch gegenseitig cool gefunden. Ne? Und jetzt kam halt Bündnis Sahra Wagenknecht, eine ernsthafte Konkurrenz für die AfD, wo halt viele Ja. AfDler sagen, okay, ich kann jetzt meine rassistischen Ressentiments wählen und gleichzeitig aber den
jetzt nicht Björn Höcke unterstützen, der einfach fucking ja. Hitler ja, auch in Thüringen zum Beispiel total unbeliebt ist. Also das ist halt der so, und dann kann ich die wählen und kann trotzdem Ausländer raussagen und so. Und das sehen die natürlich als krasse Gefahr, ne? Klar. Ja, klar. Genau. Ja, na, also bleibt natürlich abzuwarten. Also ich bin da, ne, wenn es um Sarah Wagenknecht geht und so weiter, da glaube ich, kann man die Rechten beruhigen. Ich glaube nicht, dass das da die große Gefahr wird. Aber, aber die fühlen sich erstmal jetzt bedroht und dann war halt direkt. Wie meinst du denn, wie das entwickelt mit Sarah Wagenknecht? Das Ding ist halt, sie hat nun mal lange Zeit geschwurbelt, damit eben die, also immer wieder Andeutungen gemacht über Schwurbeln, damit die Rechten gewonnen und die auf ihre Seite gezogen, dort Fans bekommen. Diese Fans wollten aber immer, dass sie zur AfD geht. Sie wollten nicht, dass sie eine eigene Partei gründet. Natürlich gibt es auch ein paar, die wünschen sich die Partei von Sarah Wagenknecht. Das Ding ist, die Leute, die sie vorgestellt hat bei ihrer Pressekonferenz, sind eben nicht aus dem ganzen Schwurbelmilieu unbedingt. So, das sind halt Leute, die sind alle teilweise in Ordnung. Klar, kann man an jedem das aussetzen, aber aus meiner Sicht teilweise in Ordnung, größtenteils. So, und seriöse Menschen am Ende des Tages, so in der Realpolitik verhaftet. Und das sind nicht die Leute, auf die die Schwurbler gehofft haben. Das sind, aber die Idee von Sarah Wagenknecht ist eben, also beispielsweise ein Imp oder Proletopia, die wären wahrscheinlich in der Partei von ihr da am Ende nicht willkommen. So, weil die, meinst du? Ja, glaube ich schon. Also gerade Imp vielleicht schon, Proletopia mit dem, was er da im Internet veranstaltet, wahrscheinlich eher nicht. Aber wahrscheinlich auch ein Imp will sie da nicht haben, weil das ihr zu wack ist. Sie will halt eine seriöse, professionell wirkende Partei. Die hat auch gar nicht mehr, seitdem die das angekündigt hat, so diese ganzen rassistische Scheiße von sich gegeben. Ne? Hat die gar nicht mehr gemacht. Nö. Da sagt sie, okay, gut, wir müssen halt jetzt die Einwanderung einschränken, weil das ist, die Kommunen sind überlastet, ja. Aber sie kommt nicht irgendwie an mit die Kriminalität, die Kultur, Identität, sie alles nicht. Macht sie nicht mehr, ne? Sondern ist es halt alles und da wird auch nicht mehr so viel rumgeschwurbelt oder sowas, sondern das ist halt alles am Ende recht seriös verpackt und man merkt, dass dieser ganze Aufbau, wie sie das Ganze macht über diesen Verein und die Parteigründung, die kommt erst später und so weiter. Das macht sie ja alles, weil sie ganz genau kontrollieren möchte, wer in die Partei kommt und wer nicht. Weil sie eben wahrscheinlich mal einen Stream geschaut hat und weiß, dass dort die Schwurbler versuchen, als erstes reinzukommen. Und dann... Sarah Wagenknecht, guck deinen Stream. Quatsch. politische Strategie. Wäre vernünftig von dir. Ja, wer weiß, vielleicht flüstert ihr da so irgendwer zu. Ey, pass auf, ich habe da jemanden gesehen, der sagt, der hat eigentlich eine ganz gute Theorie aufgestellt, wie das unter der Partei laufen würde. Das soll es verhindern. Nein, Quatsch. Aber es ist halt einfach so, dass die Schwurbler natürlich versuchen werden, als erstes da reinzugehen, weil, ich sag mal, die seriösen Leute aus der Mitte, die einfach wirklich nur bessere Sozialsysteme wollen, dass man sich endlich mal darauf konzentriert, die gibt es halt eigentlich nicht so wirklich, beziehungsweise das sind jetzt auch nicht die Leute, die so motiviert sind, dass sie da als erstes hinstürmen. Das werden wahrscheinlich sogar die sein, die erstmal abwarten und gucken, wie das Ganze sich so entwickelt und dann erst reingehen werden. Mhm. Und das, was ich mir denken könnte, ist, entweder sie lädt die Schwurbler ein, dann ist die Partei 0,0 voller Leute, die plötzlich, weil sie kann das ja super gut kommunizieren. Sie kann sich hinstellen und sagen, irgendwie, sie stellt sich hin und sagt, George Soros kontrolliert irgendwie die Welt oder sowas, sondern sie stellt sich hin und sagt, der Frieden muss endlich verhandelt werden. Ja, ja. Warum macht die Regierung das nicht? Das ist ja auch Schwurbelei. Genau, zwischen den Zeilen kommuniziert sie da, die Regierung könnte Frieden machen, will sie aber nicht. Wir werden hier in den Krieg getrieben. Das kommuniziert sie also. Aber sie drückt es so gut aus, dass sie noch bei Markus Lanz auftreten könnte. So, aber die ganzen Fans von ihr, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn die dann halt vor der Kamera erscheinen würden, weil die interviewt werden bei der ersten Mitgliederversammlung irgendwo in einem Kreisverband. Die hauen dann die übelste Scheiße raus, was natürlich dann für die Partei nicht so gut aussieht und wodurch die halt eben ganz schnell in der Versenkung verschwinden können, weil das halt für viele abschreckend wirkt. So, oder wie gesagt, sie baut die Partei seriös auf, sie guckt, dass die Leute alle draußen bleiben, die dort problematisch sind, dann hat sie aber keine Mitglieder und dann versinkt sie halt auch irgendwo. Naja. Ne? So, sind die beiden Entwicklungen. Mhm. Kann natürlich sein, dass ich mich irre, aber das ist halt, wie ich es vermute. Könnte auch sein, dass sie so eine AfD-Entwicklung hinlegt. Ne? Am Anfang einfach so eine Professorenpartei, die super krassen neoliberalen, eurofeindlich gewesen ist. Ja. Und dann einfach Stück für Stück immer weiter. Genau. Deswegen hat sich ja die AfD verfestigt. So, deswegen hat die NPD das nie geschafft, weil die NPD von Anfang an Kacke war. So, die AfD hat am Anfang war sie rechtsliberal und ist dann immer weiter nach rechts gerückt. Und hätte sie nicht diesen Weg, wäre sie nicht diesen Weg gegangen, hätte sie diesen Anfang nie geschafft.
So, und natürlich kann Sarah Wagenknecht versuchen, das Gleiche zu machen. Kann sein. Kann aber auch sein, dass Sarah Wagenknecht wirklich von Anfang an sich gedacht hat, so, ich versuche die Leute mitzunehmen, indem ich so zwischen den Zeilen schwurble, aber am Ende will ich eigentlich seriöse Politik machen. Mhm. Aber sie wird halt auch merken, dass am Ende des Tages wir nicht irgendwie bessere, sozialere Politik machen, weil wir reden zu viel übers Gendern, sondern weil die Bild-Zeitung krass gegen sie schießen wird, wenn sie höhere Steuern für Reiche verlangen wird. Ja. Ja, Karl schreibt gerade auch, dass die BSW sehr viele stabile Linke drin hat. Mhm. Ich habe mich da gar nicht so genau mit beschäftigt, wer da alles mit drin ist. Ja. Ich habe nur auf jeden Fall festgestellt, dass sie Moderator geworden ist, seitdem sie das angekündigt hat. Genau, aber das tut sie halt eben auch, weil sie im Verband agiert mit eben jetzt seriösen Leuten, die dann eben auch Bundestagsabgeordnete sind. Die haben ja direkt dann eine Gruppe, ne? So wie die Linken dann im Bundestag. So, und da sind dann zum Beispiel Leute dabei wie Amira Mohamed Ali. Das ist eine, am Ende des Tages ist das keine Schwurblerin. Mhm. Außer da raus ist mit der auch nicht zu machen. Ne? Also sie jetzt sagt sie halt, okay, wir müssen halt schon die Ängste der Menschen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist das noch irgendwo in einem, also da würde ich nicht hingehen und sagen, das ist das Gleiche wie bei der AfD. Sondern das ist, ich finde es scheiße, ich finde es falsch, aber es ist trotzdem jetzt, ne, so, sie ist da, sie ist, wie gesagt, sie ist nicht so wie die Sarah Wagenknecht am Anfang. Früher, da war aber eine Amira Mohamed Ali, die war, die hätte sowas nicht gesagt, jetzt wie jetzt. Ne? Die war da noch Linker. So, und dann gibt es zum Beispiel Leute wie den einen Unternehmer von TaxMeNow, der halt selber Millionär ist und sich eben dafür einsetzt, dass die Reichen besser besteuert werden. Das ist halt auch am Ende ein seriöser Typ, genauso wie viele andere. Natürlich ist auch ein Klaus Ernst dabei, aber den haben sie offensichtlich in den Hintergrund gestellt oder Dieter Dehm oder so. Mhm. So, offensichtlich, weil sie wissen, okay, diese Leute, ja, die nehme ich halt mit, weil mit denen habe ich ja immer zu tun gehabt, aber am Ende des Tages will ich die halt eigentlich nicht nach vorne stellen. Stimmt das eigentlich, dass Dieter Bohlen da dabei ist? Das habe ich bisher nicht gehört. Das wäre der Wahnsinn. Ja, da würde ich die auch wählen. Ich habe, warte mal, ich habe dieses Meme gesehen. Da würde ich den beitreten. Oh, man wusste das Meme. Sorry, aber mit Modern Talking. Nein, aber das. Ich kann kurz ein bisschen hochscrollen hier. Hier. Kultur, die da. Nee, ich glaube, das ist halt Quatsch. So, warte, ich mach mal kurz. Und der Hodentöter ist auch. Kann man das sehen? Oh, dieses Meme habe ich halt gesehen. Okay, ich dachte, ey, ist Dieter Bohlen wirklich da mit dabei? Nein, also Totenhöfer ist ja auch nicht dabei. Also der könnte sich ja niemals der Sarah Wagenknecht unterordnen. Also wenn, dann muss die, also die Partei muss schon irgendwie nach ihm benannt sein. Ich weiß nicht, in den Niederlanden haben sie ja auch so eine Ein-Mann-Partei. Das ist ja hier die rechtspopulistische Partei von dem Geert Wilders. Ja. Hat ja nur ein Mitglied, was viele nicht wissen. Und das ist Geert Wilders. Das und sonst alle anderen, die mitmachen, sind Freiwillige. Ist ja auch vernünftig. Ja. Also daran erkennt man überhaupt nicht irgendeine totalitäre Ideologie oder so. Weil dann auf gar keinen Fall möchte, dass dort irgendwie Demokratie herrschen könnte. Ja. Sonst Alice Schwarzer hätte ich mir eher als Familienministerin gewünscht. Alice Schwarzer, ich wünsche mir, dass Alice Schwarzer einfach einsieht, dass sie mit der heutigen Zeit nicht mehr mithalten kann, und sich zurückzieht und sagt, ich halte mich jetzt einfach raus aus den Dingen. Ich bin einfach zu alt und zu verwirrt. Hier wird noch gesagt, Titel noch ändern, weil sonst glauben die Leute, ich wäre Imp. Ach so. Und Imp ist halt eigentlich eine super coole linke Socke und nicht eine uncoole linke Socke. Talk mit Dara. Das zieht die Leute an, glaub mir. Talk mit Sarah. Ja, das ist, ja, jetzt haben wir gleich bestimmt. Talk mit Dara über Sarah. Talk mit Dara über Sarah. Ja. Meinst du denn, Imp konnte irgendwas mitnehmen aus dem Gespräch? Nö, das ist halt, am Ende des Tages sind wir halt alle Opfer des Kapitalismus und auch Imp sitzt halt da und wird den Teufel tun, irgendwie was an seinem Rezept ändern, weil das halt einfach, weil man muss nur denken, so der macht halt mit seinem Reaction-Kanal, macht er mehr Klicks als Karl. Mm. Ne? Und bei YouTube... Auf YouTube, ja. Ja, auf YouTube, da gibt's halt das große Geld am Ende. Ne? Also du? Ja, also AdSense, wenn du dort halt einen krassen Reaction-Kanal hast. Aber das ist doch kein Content, der super krass monetarisierbar ist, den der Imp macht. Ja, wenn du, also die Klickzahlen sind. Ja, aber du musst ja auch, wie heißt das, CPM haben. So. Und wenn der halt nur, wenn der nur so SIF-Zeug macht, dann ist ja nicht so gut. Ja, also meiner Karl Erfahrung auch nach. Gerade YouTube machst du nicht das große Geld. Ja, also das war, ich habe mich da halt schon da mal reingearbeitet und das ist halt schon, ne, auch, also wenn du dort einen Kanal hast, wo du jeden Tag
eins bis zwei Videos hochlädst und die haben 20.000 bis 60.000 Klicks teilweise, dann ist da schon ordentlich was da zusammenkommt. Weil wenn du dann auf die 2 Millionen Klicks oder so im Monat kommst, was dann schnell mal passieren kann, dann sind das schon. Aber das schaffen die ja bei weitem nicht. So ich weiß halt echt nicht, wie das, weil. Ich kenne die CPMs, die sind nicht mit Twitch vergleichbar, schreibt Karl. Ich glaube, der müsste es wissen. Ja. wie gesagt, werde da jetzt nicht irgendwie die Zahlen auspacken, die ich da mal erfragt habe von dem einen oder anderen, aber das kann aber auch krass schwanken. Ich kann mir vorstellen, Karl. Ich glaube, der wird schon ganz gut damit ganz, dem wird es ganz gut gehen. Ne? Ich glaube, das ist der große Problem. Weil, wenn der da auf, der hat ja einen Hauptkanal, wo er die Sachen hochlädt, wo dann so ein Video, dann jede Woche ein Video rauskommt oder sowas, was dann halt die 50.000 bis 100.000 knackt. Hat der? Und dann hat er, das ist ja der Hauptkanal. So, ja, diese, ne, so, ja, okay, diese, tatsächlich. Da sind die halt schon ordentlich. Das, früher war das. Aber es sind wenige Videos. So. Guck mal, das ist so vor 6 Tagen, dann vor 2 Wochen. Genau, habe ich ja gesagt, so alle jede Woche so ein Video. So, jede Woche ein Video ist auch nicht so. Genau, und dann hat er halt noch seinen Reaction-Kanal. Und am Ende des Tages sind dann wahrscheinlich, also würde ich jetzt schätzen, sind das dann schon die 5.000 bis 9.000 Euro, dass das so da in den Dreh schwanken wird. Ja, vielleicht auch in dem einen Monat mal mehr. Die du da an Umsatz machst, natürlich. Das ist nicht netto. Ja, Umsatz. Ja. Aber das ist ja. Ist eine wirtschaftliche Entscheidung, diesen Content zu machen. Ja, ja, klar so. Ne? Das ist, wenn er jetzt natürlich sich um 180 Grad ändern würde, dann würde er natürlich heftige finanzielle Einbußen haben, klar. Zehntel hat er dann noch bei dem Klicks. Ich habe die Hoffnung, dass er wenigstens verstanden hat, weil er die ganze Zeit so drauf hinaus wollte, dass diese Leute, die er kritisiert, damit meint er ja dann auch unter anderem uns, dass er die ganze Zeit darauf hinaus wollte, dass wir alles so schwarz-weiß sehen. Ne, dass wir alles so, entweder du bist komplett verbrannt und ein komplett schlimmer Mensch, oder du bist ultra-basiert und genau vertrittst genau das, was wir vertreten. So, das war ja so ein bisschen der Tenor. Und dass er verstanden hat, dass da durchaus erstens diese Bubble, die er immer als diese woke Bubble bezeichnet, erstens gar nicht so homogen ist, wie er das glaubt. Und zweitens auch da durchaus differenziert Leute bewertet werden, ohne sofort irgendwie nur zu sagen, der ist zu 100% verbrannt und ne, so, dass das einfach etwas ist, was so ein bisschen in seiner Wahrnehmung passiert, weil er irgendwie in so einem Film drin ist, aber der Realität jetzt nur wirklich gar nicht so viel damit zu tun hat. Ja, es ist halt immer so ein sehr einfacher Move, einfach irgendwem das Böseste zu unterstellen. Also auch so, das macht jemand nur für Klicks oder das macht jemand nur, weil er jetzt mit Shoyoka schlafen möchte oder so. Es ist ein bisschen, ja, also recht. Würde ich auch eben nicht unterstellen, dass das nur für Klicks macht. Nee, das ist ja das Ding. Du kannst es niemals wissen. Du siehst erstmal, die machen das und dann, es gibt Leute da wirklich, da kannst du sagen, okay, das sind halt beinharte Opportunisten. Ja. So, die findest du dann aber meistens nicht im politischen Segment, sondern die findest du in der Meinungsblogger-Szene, wo es dann um alles Mögliche geht. Mhm. Und die steigen dann auf alles rein und die wechseln halt ihre politische Meinung, wenn es mal um Politik geht, wenn es halt gerade die Klicks bringt. Ja. Und natürlich ist Imp auch Meinungsblogger, aber du kannst davon ausgehen, so der ist halt mehr Politik als Meinungsblogger. Mhm. Und ist es halt immer natürlich auch etwas, was sehr vereinfacht. Ja, da ist halt die eine Bubble, die sind halt alle gleich. Und egal, selbst wahrscheinlich nach dem 15. Gespräch wird es immer noch heißen, ja, die wollen halt nie mit mir reden und canceln mich halt immer. Ja. Und das Ding ist, was will er denn? Wie will er denn die Leute kritisieren? Auch diese Idee, ja, die rotten sich da zusammen und gehen dann gegen einen. Ja, aber das ist, aber keine Ahnung, das ist halt so, als würde ich halt irgendwie kritisieren, dass halt Wasser vom Himmel fällt. So, natürlich kann man irgendwie kritisieren, wie das passiert, aber du kannst es halt immer sehen. Also was passiert denn da mit Shoyoka? Also rotten da sich nicht Leute zusammen und gegen dann gehen. Das sind halt die Dynamiken im Internet. Ja. Natürlich kann man dann kritisieren, gegen wen es geht zum Beispiel, aber wie sollen wir denn jetzt zum Beispiel eine Marie-Louise Vollbrecht kritisieren, ihn kritisieren, Sinan kritisieren, ohne dass er sich hinstellt und sagt, ihr rottet euch da alle zusammen und wollt jemanden quercanceln. Also, keine Ahnung, dann gibt uns eine Anleitung. Das ist ja auch immer dieses Messen mit komischen zweierlei Maß, dass es halt einerseits
dann dieses Zusammenrotten gegen eine Shoyoka dann irgendwie vollkommen cool ist. Ja. Und weil die wollen es ja auch so. Weil die ja auch so schlimm provoziert hat, wo ich mir denke, so, wo, ne? Wo, ja. wo ist fucking die. Und dann Verhältnismäßigkeit, die Evidenz dafür. Ja. Und so, und da gibt es eine richtig krasse, und ich bin wirklich vorsichtig mit dem Begriff Mobbing, aber es gibt eine richtig krasse Mobbing-Dynamik da. Das weißt du auch, ne? Ich bin wirklich, benutze das nicht leichtfertig und das ist eine ganz... Ja, wir sind Pädagogen und wir haben beide Mobbing in der Schule selbst erlebt. So, ja. das ist so, so. So, aber das ist eine glasklare Mobbing-Dynamik, die da stattfindet. Und sie hat monatelang nichts mehr dazu gesagt, sie hat es nur ignoriert und die haben immer weiter und weiter und weiter und weiter gemacht. Ja. Weil Kritik... Und dann, ist das aber in Ordnung irgendwie. Das ist okay. Und dann wird aber Shoyoka kritisiert, wenn sie dann nach Monaten auf einmal ihren Mund aufmacht. Ja, ja. Und aber gleichzeitig, wenn dann irgendwie ein Karl mich raidet, wenn ich mit Erwin rede, dann ist das auf einmal ein Zusammenrotten und irgendwie eine, weiß ich nicht, ne? So ein. Ja. Aber ja, also klar hat man Leute, mit denen man irgendwie politisch ziemlich gut übereinstimmt und dann ist doch cool, wenn man dann auch irgendwie sich gegenseitig unterstützt. Ja. Das ist ja einfach nur... Ja, gut, ne, man muss halt natürlich eben zugute halten und dann auch sagen, die ganzen Drachen-Hater, die waren ja auch auf der Seite von Shoyoka gegen Kuchen-TV. Ne? Ach, Moment mal, stimmt ja gar nicht. Die haben sie ja auch alle dort auf den, wie heißt es, den Körper von einem gewissen Rainer Winkler gefotoshoppt und so. Merkwürdig, ne, dass die plötzlich mit einem Kuchen-TV gegen Shoyoka gehen, obwohl auch Kuchen-TV gemobbt wurde. Also, keine Ahnung, das ist halt komplett weltfremd. Und am Ende des Tages ist es halt auch duckmäuserig, ne, weil ein Imp denkt sich, ne, Kuchen-TV ist halt oben, der hat die 1 Million Abonnenten. Und deshalb werde ich... Er macht ja so Videos, Kuchen-TV macht Shoyoka platt und so. Und am Ende des Tages ist das halt auch politisch das, was er will. Ne? So, okay, so Bad Faith gesprochen, ich will halt Sozialismus, aber die Frau bleibt bitte an ihrem angestammten Platz. Ja, weiß ich nicht, ob das, sondern es ist eher so, ich will halt Sozialismus, ich will aber nichts dafür tun. Ich will die mir auf dem Weg eventuell helfen könnten, stattdessen torpedieren, weil die einfache Ziele sind, mir Klicks geben. Ich will halt irgendwie der Helfer. Der hat auch, glaube ich, wirklich auch teilweise auch wirklich ein Problem mit, und da gibt es ja auch Sachen zu kritisieren. Ja. Ne? Es gibt ja Leute, die einfach auch zu weit gehen und Dinge behaupten und sagen, die absurd sind. Und das gibt es ja dann auch zu kritisieren. Aber das als kompletten Fokus zu machen, das ist halt so. Und man sieht das bei ihm auch so. Er war ja in diesem Drachen-Game drin, volle Kanne. Und dann ist er aber da so Stück für Stück raus. Aber er will trotzdem, das sieht man zum Beispiel daran, dass er einfach Zentralrat der Kufa, der einfach immer noch dieses Drachen-Game-Scheiße macht, dass er den einfach immer noch so freundlich begrüßt, wenn er reinzappt und so weiter. Und dass er immer noch diese Leute in seinem Chat duldet, weil er irgendwie gleich, also er hat irgendwie gemerkt, das ist scheiße und das sollte man nicht machen und ist hat sich daraus zurückgezogen, will aber auch gleichzeitig die Leute nicht verschrecken, denen er früher irgendwie gemeinsame Sache gemacht hat. So, man merkt irgendwie, er macht Fortschritte in seinem Denken, er will aber auch gleichzeitig immer noch so die Leute pleasen, die Crowd pleasen. Ja, es ist halt die, ne, Mobbing-Dynamik. Ne? Es ist halt, wie funktioniert denn Mobbing beispielsweise in der Schule? Also, du hast halt eben eine Gruppe in der Regel, den Mob, der geht gegen eine Person. Ja, das ist so. Ja, schon eine Einzelperson, kann da nicht mobben. Genau, in der Regel. Einzelperson, weil das steckt ja schon im Wort drin. Genau, ne, so, okay, so, klar, im Internet, da haben wir immer Communities, ne, theoretisch gesehen kann ein Influencer zusammen mit seiner Community kann halt auf jemanden gehen, aber jetzt, ne, so in so einem Schulkontext, was halt so the basics sind, hast du eben die eine Gruppe, die geht gegen eine andere Person und dann hast du eben die Leute, die draußen, die von außen das Ganze betrachten und die haben natürlich die Entscheidung, so stelle ich mich jetzt auf die Seite der gemobbten Person, krieg aber eventuell selber was ab. Und Mitläufer. Ne, so, oder ich halte mich da raus, kriege nichts ab, bin in Sicherheit oder ich mache sogar bei den Mobbern mit, damit ich auf gar keinen Fall was abbekomme und vielleicht sogar von denen belohnt werde. Und am Ende des Tages ist halt Mobbing immer so ein Ding, womit man versucht, dadurch, dass man auf jemanden eingeht, dass also der Mobber selbst denkt sozusagen, okay, ich mobbe lieber jetzt diese Person, bevor irgendwer anderes hier mich mobben könnte. Und genauso funktioniert das halt eben auch im Internet. So, da hat halt jeder die Entscheidung. Ja, aber da kommen ja noch andere Faktoren dazu. Ja. Also monetäres Interesse. Genau, also. Genau. Und jeder hat halt die Entscheidung, okay, entweder ich krieg's halt selber ab, wenn ich mich da auf die eine Seite stelle, oder ich gehe halt raus, weil ich halt auch nichts abbekommen möchte, oder ich stelle mich auf die Seite der Mobber und profitiere dann wie die davon. Na, weiß ich nicht. Also ich habe ja auch mich sehr weitestgehend rausgehalten, immer aus dem Ganzen.
Ja. Ja, man muss halt sagen, Shuyoka macht es halt auch sehr schwer, sich für sie einzusetzen. In mancher Hinsicht. Ja, gut, aber das waren so verschiedene Faktoren, wo ich einfach gesagt habe, ja gut, ich sehe da einfach nicht so wirklich, wie ich mich da solidarmäßig gut positionieren kann. Also womit ich übrigens nicht meine, dass sie irgendwie so problematisch ist, sondern sie sagt eben, sie möchte nicht, dass man, genau, oder sie hat lange Zeit gesagt. Sie sagt, sie will das nicht. Genau, sie möchte mittlerweile das. Mittlerweile halt sieht sie es, glaube ich, anders. Das meine ich natürlich. Und mittlerweile sieht sie es ein bisschen anders und sagt irgendwie so von wegen, ja, wo ist die Soli, von den, gerade von den Männern, da beschwert sie mich, von den Männern nichts kommt und so. Ja. Deswegen habe ich das auch jetzt bei Erwin und auch bei ihm zum Thema gemacht, weil die eben genau mitgemacht haben bei diesem ekelhaften Scheiß. Ja. Und man das eben einfach mit linken Werten ist das nicht zu vereinbaren. Das geht nicht. So, du kannst nicht mit dich irgendwie so linke Werte vertreten und gleichzeitig irgendwie bei diese Machtdynamik nicht erkennen und diese Mobbing-Dynamik nicht erkennen und dann auch noch wirklich auf diese richtig sexistische Schiene da irgendwie so reingehen. Das geht nicht. Ja, als Linker gehst du gerade vor allem oder stellst dich auf die Seite der Unterdrückten, gerade wenn es schwierig ist. Ja, ja. Und gerade wenn es irgendwie gegen die Mehrheitsgesellschaft ist. Und man merkt halt immer wieder, die versuchen das irgendwie so rumzutricksen, so Mental Gymnastics zu machen, um am Ende zu sagen, nö, eigentlich helfen wir hier den Betroffenen dadurch, dass wir auf sie einhacken, weil deren Aktivismus schadet denen ja selbst. Mhm. Was halt am Ende für sie sozusagen diese kognitive Dissonanz löst. Ja, ich bin ja links, aber ich setze mich irgendwie nie großartig für unterdrückte Menschen ein. Und dann sage ich halt zwischendurch mal, dass ich ja mich für die Ärmsten in der Gesellschaft einsetze, aber dann auch nur, um gegen andere, gegen die Woken zu gehen, weil wenn die Woken ja nicht mehr da sind, ja, dann wird den Armen endlich geholfen, was ja total viel Sinn ergibt. Irgendwie aber großartig selbst sich darum kümmern, dass irgendwie die Leute wirtschaftliche Bildung oder sowas erfahren oder dass die sich mehr in Gewerkschaften einsetzen sollen, das passiert dann halt auch nicht viel. Ja, das ist, Erwin geht ja sogar gegen Gewerkschaften. Richtig, so, einfach nur seinen Stream schauen. Ich habe ja einen Talk mit ihm. Er beschwert sich über Demonstrationen. Demonstrationen würden halt auch nichts bringen, oder? Ich habe ja gegen Demonstrationen. Ich habe auch einen Talk mit ihm, war das ja auch. Da hat ging es darum, wie so ein Rundfunkrat zusammengesetzt ist. Ne? Ja. Und dass da eben auch Gewerkschaften drin sitzen. Ja. Und sagt, ja, du glaubst doch wohl nicht, dass die Gewerkschaften. Ach, stimmt, stimmt. Ja, du glaubst ja wohl nicht, dass die nicht von den Konzernen beeinflusst sind und bla bla bla. Oder das wieder. Oder. Ja, aber das ist halt. Ja, die haben halt auch letztens mit einer Regenbogenflagge geworben. Das heißt, die sind mit der Wokeness und so weiter. Ja, kann mir erklären, so auch ihm konnte das nicht, so inwiefern denn jetzt das gefährlich ist, was die Woken machen. Ja, das ist halt eben, die Idee ist halt, guck mal, da gibt es halt Menschen auf der anderen Seite. Also das ist ja die Idee, so, ich will halt irgendwie einen Weg finden, dass diese Rechten nicht mehr, also jetzt gut Faith gesprochen, die Rechten nicht mehr rechts sind. Ja, ja, ja. Okay, und dann gebe ich halt den Woken die Schuld und sage halt den Rechten, guck mal, aber ihr könnt ja so wie ich sein. Und am Ende des Tages ändern die trotzdem nie ihre Meinung. Aber wie siehst du das? Braucht man solche Bindeglieder? Also so Leute, die so Antikapitalismus vertreten, aber gleichzeitig auch rassistisch sind? Oder Ausländer rausrufen. Nee, das ist immer kontraproduktiv. Das ist halt, also es gab es ja tatsächlich damals in der Weimarer Republik. Ja. Also die Kommunistische Partei, die ist dann so einen Weg gegangen. Ne? Genau, und dann gab es halt so den linken Flügel in der NSDAP. Also ich will jetzt natürlich überhaupt nicht Imp oder Proletopia jetzt großartig mit denen vergleichen oder so. Aber die waren halt eben auch, die Kapitalisten sind das Problem und der Imperialismus. Und dann halt eben ging das sehr krass in dieses Verschwörungsideologische, dass halt der Kapitalismus nicht mehr wirklich ein System ist und man sich nicht für Demokratie im Unternehmen oder Demokratisierung der Wirtschaft einsetzt, sondern eben einfach gegen die Kapitalisten als Gruppe ging. Aber die NSDAP und auch dieser linke Flügel haben halt mit den Industriellen in Deutschland zusammengearbeitet, weil die sind ja cool. Mhm. Und hat dann auch gesagt, so, ja, okay, da gibt es halt diese degenerierten Werte, die werden halt von den Kapitalisten gestreut, um die Arbeiterklasse zu spalten. Und am Ende, in unserem Sozialismus, hat jeder eine gehorsame Hausfrau und irgendwie einen Sklaven aus Osteuropa. Und am Ende des Tages haben die halt eben genau diesen linken Sprech gemacht sind gegen andere Linke gegangen, vor allem die SPD damals. Die waren sozusagen dann wie heute die Grünen. Und nach der Machtergreifung wurden die halt als Erste umgebracht. Das war halt dann der Röhmputsch und das war halt dann einfach die die Säuberung von dem sogenannten Strasser-Flügel. Strasser-Flügel. Der Strasser, der war derjenige, der sozusagen für die stand. Und
Ja, man merkt das ja heute auch, ne? Die Rechten machen ja genau das. Also auch die AfD macht das. Ja. Wenn ihnen irgendwas nutzt, dann machen sie sich auch mit den Leuten, die holen sie dann auch in die Partei, die sie eigentlich tot sehen wollen. Das, richtig, das ist ja Tokenism. Das ist ja das, worum es auch bei Persia X ging. Wobei jetzt bei Ali Utlu hat man gesehen, mittlerweile ist die AfD so weit durchradikalisiert, dass wenn dann so ein Ali Utlu sagt, ich würde gerne euer Token sein, lasst mich bitte euer Token sein, dass ihr gar nicht so schlimme Rassisten seid. Und dann sagen die, ey, wir wollen dich aber abschieben. Ne? Und hacken. Haben die ihm auch gesagt. So. Und dann hat er sogar seinen Antrag da zurückgezogen. Ne? Ja, muss man überlegen. Ja. Also, der wird wahrscheinlich noch Sachen abbekommen haben, die hat er gar nicht veröffentlicht. Er hat ja dann auch geschrieben auf Twitter, Zitat, ihr müsst euch überlegen, ob es um die Sache geht oder ob ihr die Partei reinhalten wollt. Ja. Also er weiß schon, dass er in dieses rassistische Weltbild der AfD überhaupt nicht reinpasst und letzten Endes, wenn die AfD freie Fahrt hätte, er wahrscheinlich getötet wäre. Das weiß er schon, aber trotzdem, aus irgendeiner Verletztheit raus oder einem ich weiß es nicht. Ja, er will halt nicht, dass die Woken recht haben. Das Ding ist ja, dass er wahrscheinlich dann sehr lange in diesem Wahn war, die sind gar nicht rechtsextrem oder sowas. Das ist nur das, was die Woken erzählen, weil die so übersensibel sind. Das werde ich jetzt beweisen. Ich gehe jetzt da rein, ups, okay, ich kriege Nachrichten, dass ich gehängt werden soll und dass ich abgeschoben werden soll. Ich weiß nicht, welcher Reihenfolge. Und plötzlich vor allem die junge Alternative. Ja, und dann sitzt er da, okay, könnte sein, dass die Woken einen Punkt hatten. So, nee, das macht er nicht. Da denkt er sich, aber ne, das ist ja das, was er sich, was ich ihm raten könnte. So. Lulli fände das ja immer noch. Ja, genau. Ich habe mir letztens einen Talk angeguckt, wo er halt immer noch da sitzt und sagt, ja, also wird er jetzt halt nicht Mitglied werden, aber letzten Endes ist das ja eigentlich schon vernünftig, was die vertreten und die Woken sind viel gefährlicher und so weiter und so fort. Da sitzt er und macht das immer noch, obwohl er einfach so krass rassistisch angegangen ist aus der AfD. Ja. Es ist halt komplett. Da kracht es einfach komplett im Kopf. Ja, aber das ist ja der Stolz zu groß, um zu sagen, so nach all der, was für viele gilt, also ganz viele AfDler, genauso wie CDUler, sind vor allem dadurch motiviert, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass die Grünen und dass die Linken von damals in der 68er-Bewegung und so weiter, dass die doch recht hatten mit vielem. Wenn es irgendwie eine Sumione, danke für die Unterstützung mit 5 Euro. Nicht mehr Rechte für irgendwen erkämpft hat, dann war das immer so, dass irgendwer gesagt hat, nee, da bin ich dagegen, das hat keine Zukunft, das ist verrückt. Mhm. Wenn dann irgendwie Apartheid in Südafrika oder so abgeschafft wird. Und dann muss man denken, die CDU war damals die Pro-Apartheidspartei. Mhm. So, und da gibt es natürlich viele, die das vertreten haben. Und plötzlich ist Nelson Mandela irgendwie ein Held der Freiheit, eine Ikone der Freiheit weltweit. Und die müssen halt irgendwie damit klarkommen, dass sie damals falsch gelegen haben. Es und das halt können die dann jahrzehntelang nicht. So, und dann kommt die AfD und dann sagen sie, boah, die AfD kann für uns endlich die Gelegenheit haben zu sagen, ey, wir hatten doch damals recht. Weißt du, dass ein AfD-Verbotsantrag jetzt demnächst von der CDU kommen wird? Ja, ich weiß, dass da, also das hätte ja sogar dann, also wenn die CDU dafür wäre, dann hätte das ja sogar eine Zukunft. Marco Wanderwitz. Genau, aber wenn die CDU halt selbst dagegen ist, wenn die meisten in der Partei dagegen sind, dann ist das ja auch wieder gegessen, das ist halt eine Blamage. Der braucht ja nur 36 Leute für den Verbotsantrag. Und ja gut, das Verfahren dann eingeleitet wird, dann Die hat er sich im Bundestag zusammengesucht und die hat er schon. Ja. Und der wartet jetzt irgendwie noch so ein Gerichtsurteil ab und dann will der einen Verbotsantrag gegen die AfD stellen. Ja. So, und jetzt kann man so, wieso? Warte mal, ist doch ein CDU da, wie kann das denn sein? Naja, aber der hat halt als Ostbeauftragter in der CDU einfach sich angeguckt, was passiert im Osten und hat gesagt, da sind sehr viele Nazis. Ja. So, und dann ist er heftig angefeindet worden. Ja, dann mit zwei Möglichkeiten, AfD-Verbote, die Mauer wieder auf. Und ist richtig krass rassistisch angegangen worden und hat Morddrohungen bekommen und alles Mögliche an. Und man hat sich über ihn in diesen ganzen rechten Bubbles ohne Ende lustig gemacht. Ne? Auch dieser Name Wanderwitz und so, das war ständig überall. Und der hat dann einfach verstanden, okay, Moment mal. Erstmal hat er verstanden, wie die ticken. Und zweitens ist jetzt bei ihm aber auch so eine berechtigte innere Verletztheit, ne, dass er trotz der Position der CDU, die sich insgesamt gegen ein AfD-Verbot positioniert, sagt, ich werde das aber durchziehen. Ja. Weil Menschen eben meistens aus solchen Motiven heraus handeln und gar nicht aus irgendwelchen größeren weltbildlichen Überzeugungen. Ja, also wir dürfen gespannt sein. Also, und natürlich, wie das im Chat angemerkt wurde, das dauert halt lange. Also das ist halt etwas, wo jahrelang Beweise in einem gerichtlichen Verfahren gesammelt werden.
Und am Ende des Tages kann es da zu einer Entscheidung kommen oder eben nicht. Das Ding ist, also wir haben ja das Verbotsverfahren aus guten Gründen und das wäre irgendwie ein bisschen, also ich bin halt, also ich bin mir der, ich sag mal, Nachteil, die das Ganze bringt, bin ich mir dessen bewusst, aber wir haben halt eben das Verfahren und sollte das auch angewendet werden für das, was und die Konsequenzen, die das dann mit sich bringt, ja, damit müssen wir dann halt irgendwie fertig werden als Gesellschaft. Ja, ja. Also wenn die Partei dann verboten würden, dann bilden sich halt erstmal 5 neue AfDs und eine setzt sich dann vielleicht mit der Zeit durch. Können ja gar oder, nicht, Nachfolgeorganisationen sind auch verboten. Genau, ne, so, aber ne, so, die können ja irgendwas machen. Ne, so, NPD gab es ja auch, ja, obwohl es eigentliche Nachfolger. Ja, die würden dann, ja, die würden dann wahrscheinlich außer Parlament, also die würden dann einfach das so framen, so von wegen, ja, ne, das, ja, seht ihr, dass das System ist wirklich korrupt und wir sind die Außerparlamentarische und würden dann wahrscheinlich da versuchen, irgendwie so eine Revolution zu starten. Genau, und dann gibt es halt vielleicht Leute, die werden dann irgendwie anfangen, mit ihren Klappmacheten dann den Bürgerkrieg starten zu wollen. Aber dann kannst du halt auch gegen die vorgehen. Was halt, ne? Dann können sie halt eben, und dann, natürlich kann das halt echt zu großen Problemen führen, aber die kannst du dann wieder rechtsstaatlich beziehungsweise mit dem Gewaltmonopol lösen. Das ist ja genau das gleiche Argument, was Leute dagegen vorbringen, nämlich immer dieses so, ja, aber wenn wir jetzt ein AfD-Verbot anstrengen, dann wird die AfD erst recht stark. So, das ist immer das gleiche Argument. Wenn wir was gegen Nazis machen, werden die Nazis erst recht stark. Ja, genau. Das ist und das ist ja auch das Argument, was Erwin und Imp immer gegen diese Woken vorbringt, weil diese Woken ja linke Dinge machen und dann teilweise auch vielleicht auch übertrieben sind in ihren Ansichten, in Einzelfällen. Ne, das sind dann immer die Einzelfälle, diese Extremfälle, wie ich es im Talk genannt habe, die dann rausgenommen werden. Und das führt dazu, dass überhaupt erst diese Rechten so stark werden. Nein, das brauchen wir nicht. Es ist halt einfach nur. Weil wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das ja, wir müssen alle quasi aufhören, links zu sein. Und dann wird es auch keine Rechten mehr geben. Dann haben wir nur noch Mitte. Wie in Russland. Nur wie in Russland. Ja, in Russland, da gibt es keine Woke und dann gibt es auch keinen Faschismus. LGBTQ ist eine kriminelle Vereinigung, kommst in den Knast, wenn du so eine Fahne aufhängst, dann gibt es das nicht mehr. Ne? Ja, und Martin Luther King damals, der hat halt auch, als er da seine soziale Bewegung angeführt hat, ne, so. Ja, das hat er falsch gemacht. Also der. Ne? Ja, das ist so das Beispiel, was Imp angeführt hat. Ist, also, ist Martin Luther King, der ja sogar so verhasst, also erstmal war der 29 Mal im Gefängnis und der war so verhasst, dass der erschossen worden ist. Richtig. So. Ja. Ja, aber das war halt ein Woker. So. Heute würde man den als Woke bezeichnen. Der wurde rein zufällig auf einer Gewerkschaftsveranstaltung wurde er erschossen. Merkwürdig, was er da verloren hat. Das war als Woke. Ich hasse der hasst ja Woke, ne? Das ist natürlich, so ein bescheuerter, dummer Fall. Deswegen habe ich am Anfang auch direkt gesagt, ey, pass mal auf, das sind einfach Linke, die andere Fokus und die alle, die der unter Woke zusammenfassen, wo er sagt, das sind Woke, das sind alles komplett unterschiedliche Menschen, die komplett unterschiedliche Ziele in ihrem Aktivismus haben und die packt er einfach in eine Gruppe und gleichzeitig stellt er sich dann hin und sagt so, ja, wir dürfen Menschen nicht in Gruppen einteilen, während es einfach schwarze und weiße Nummer gibt. Ne? So, ja. Aber die Woken, die er Woke nennt, sind also schwarz und weiß gibt es ja wegen super. Rassisten. So, das ist ja das Problem, wenn du Rassisten hast, die sagen, hey, die Schwarzen, die wollen wir nicht und dann gehst du und dann sagen die Schwarzen, ey, wir brauchen Hilfe, liebe Mehrheitsgesellschaft, und dann sagst du, sorry, aber wir sind gegen Rassismus. Ja, Imp sagt immer, ich sehe nur Individuen, außer bei den Woken, das ist dann immer so eine homogene Gruppe bei ihm. Ja. Das ist, obwohl das gerade bescheuert ist, weil gerade sind halt Linke und Linke sind immer in dem homogen. Ja, immer. Ja, das ist immer verstritten. Man muss ja bedenken, so, das bricht ja alles zusammen, wenn es hier gegen die Rechten, nicht gegen die Rechten gehen. Das ist total doof, das treibt die nur noch weiter nach rechts und das ist keine Lösung. Aber dann halt den ganzen Tag auf die Woken einkloppen. Also es wäre halt irgendwie glaubwürdig, wenn er dann auch immer konsequent freundlich gegenüber den Woken sein würde und versuchen würde, da das Gespräch zu suchen, nicht irgendwie beleidigend wird, nicht irgendwie die mit Wörtern belegt, nicht irgendwie die überhaupt als Woke oder so bezeichnet, genauso wie, weil man darf ja auch die Rechten nicht als Rechte oder als Rechtsextrem oder als Nazi oder so beschimpfen, das ist ja auch etwas, was die abschreckt. Also irgendwie bei den Woken, da gilt das halt alles nicht. Da muss man draufkloppen, die muss man mobben. Da lade ich ein Video hoch, oh ja, endlich mit dem Titel so ungefähr, oh ja, Kuchen-TV geht endlich wieder auf Shoyoka los. Alles total okay, aber bei den Rechten, da macht man das nicht. Ne, merkwürdiger doppelter Standard. Ne, so, aber vielleicht verstehe ich den auch einfach nicht.
aber bewältigen. Ach, Scheiße. Das war Reinblue, danke für die Unterstützung mit 135 Euro. Übrigens auch vielen Dank. Bitte an Weiterreichung an Mods in diesem Stream, Zählung 23 Uhr. Kamrade unterstrich Marke Karl Dent Hops der Zitronenfalte, Robotador, Nike Nikes, Nilea, Blumen, Potmuff, dem Schubladentrollen jeweils 15 Euro und 15 für Neitan. Danke für eure Arbeit. Ah, guck mal hier, das geht an Karl, 15 Euro, 15 Euro an Marv, an oh Gott, muss das jetzt aufgeteilt werden. Nike und, ach du liebes. Ja, ich war natürlich nicht dabei, die, aber ist okay. Wieso? Dara kriegt nix, ne? Ja, wenigstens Spritgeld könntet ihr mir. Ja. Ja, nee, also Karl, kriegst 15 Taler von mir, ne? Ja. Weiß Bescheid. Mach doch ein 2 vs. 2 Tag Team Battle. Nee, nix da Tag Team. Das wird einfach zu viert, wird einfach komplett die ganze Zeit durcheinander geredet. Karl, nee, das ist nicht viel. Das ist nicht der Rede. Ich bin da bei Marx. Lohnarbeit ist Sklaverei und deswegen bekommen die Mods nichts. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Richtig. Die sollen dich dafür bezahlen, dass du hier die überhaupt moderieren lässt. Ja, dann behalt es. Nee, du kriegst die 15 Euro von mir. Nee, du kriegst die 15 Euro. Du auch mal weißt, wie das ist. Du bist auch. Ja. Ja, es ist. Nee, also am Ende des Tages, ne, wie gesagt, so das, was dafür sorgt, dass Linke gewinnen und Rechte verlieren, ist nun mal, wenn die Rechten. Wenn es wirklich unattraktiv ist, bei denen zu sein. So, leider funktioniert es so. Leider funktioniert das nun mal auch irgendwo über Mobber-Mobben und darüber, dass die halt auch mal blamiert werden, dass man die auflaufen lässt. Und leider wirkt da vieles bei rein. Gerade, wir als Pädagogen wissen das, gerade leider im Internet, da haben wir es vor allem mit vielen jungen Menschen zu tun, die ihre politische Identität vor allem darüber aussuchen, ob die politische Identität cool ist. Mhm. Und deshalb ist ja auch die Strategie von den Rechten, einfach die Linken möglichst immer lächerlich so darzustellen. Arschmäßig darzustellen. Ja, so, oh ja, die wollen immer alles verbieten, die sind nicht cool, die sind nicht, guck mal, wir beleidigen uns gegenseitig so keckig und so. Und wir quatschen auch mit jedem. Deswegen nennen die sich auch immer Kasper und Clown. Genau, so. Wir machen ja auch, wir können auch über uns selber lachen und wir sind ja auch so, weiß nicht, natürlich sind das alles Fluffies am Ende. Natürlich sind die halt selber von allem getriggert, aber das kann man ja irgendwie gegenseitig wegreden und wir können uns ja alle darauf einigen, dass wir eigentlich alle im Recht sind, auch wenn unsere Argumente halt völliger Murk sind. Und klar, also da müssen wir uns natürlich was einfallen lassen, um das auch wieder immer wieder rauszustellen. Aber links sein ist verdammt. Wenn du da mal zuguckst bei denen, die haben ja gar keine Argumente. Die sitzen dann da und lachen, die sind Kinder. Die sind nur am draufkloppen und sagen, die Linken und so weiter, so die und gehen nur ad hominem und ohne irgendwelchen Inhalt. Du findest kaum Inhalt. Es gibt so gut wie keinen Inhalt, weil wenn die, ne, so, ich rede jetzt über die Nazi-Kanäle auf Twitch, ne, nicht über so, sondern wirklich die, und die bringen halt wirklich gar nichts, weil wenn die Inhalt machen würden, dann wäre halt ziemlich schnell offensichtlich, was die eigentlich wollten. Nö, geht dann immer auf das Schwächste, was sie finden. Gehen sie immer nur drauf. Guck mal, hier ist ein Clip, wo jemand mit bunt gefärbten Haaren und... Er sagt, er ist ein Fuchs oder so. Ja, okay, wow, guck mal, so sind die Woken drauf. Das ist, ich sag dir nicht, was du davon ableiten solltest, aber das ist schon merkwürdig, ne, übrigens, ne, so, das ist schon irgendwie abnormal, oder? Ja, und damit fluten sie halt eben die Plattformen und das ist halt eben natürlich irgendwo... Weil, ich habe letztens gesehen, da haben die so eine AfD-Rede sich angeguckt. Und statt dass die über die Inhalte von dem Kra war das, und die haben einfach nur gesagt, krass, ein stabiler Typ und so, sind aber gar nicht auf die Inhalte eingegangen und haben stattdessen sich das Publikum angeguckt und haben gesagt, wer von denen ist wohl tauglich für einen Krieg und wer nicht. So, ne, und dann sagen die, okay, diese ganzen alten Leute, die da sitzen, die kannst du gar nicht gebrauchen in einem Krieg und so. Ja, ich dachte, die sind für Frieden. So. Die sind auch für Frieden, das sagen die doch bei der Ukraine immer. Ja. Wie für Krieg und für, hä? Also deswegen sagt Björn Höcke ja auch, dass wir in einem Vorbürgerkrieg sind, weil wir für Frieden sind. Richtig, ja, der demokratische Dialog, der hier stattfinden soll. Ja. Ne, so, ja, aber nein, dann kannst du keinen Krieg gewinnen, kein Wunder, dass der passiert. keine Ahnung, was ich glaube, Neitan läuft einfach geradeaus und wird eine riesige Blutspur hinter sich herziehen, die dann durch alle Leute, durch die er durchgerannt ist, überrandet. Wie 110 Kilo. Richtig, einfach
Ich glaube, wenn Imp mich Huckepack nehmen würde, der würde einfach komplett zusammenbrechen. Ja. Ich flickflacke die alle tot und deshalb ist so easy. Deshalb aus großer Kraft voll große Verantwortung und deshalb können die froh sein, dass wir halt die fluffigen Woken Linken sind. Ne? Ja, ja. Ja, aber das ist ja das, gerade natürlich im Internet, wo du viele junge Leute hast, da müssen wir Linken halt irgendwo auch Wege finden. Ja. So blöd ist es, nicht nur mit Inhalten zu glänzen, sondern eben auch, dass die Leute wissen, okay, da gibt's diese Community im Internet, da gibt's diese Community auf Twitch von coolen linken Leuten, die halt einfach, weiß nicht was, wo man nun mal, also ne, weil es ist halt tatsächlich ein bisschen bescheuert. Wo man bescheuert, auch mal was Blödes in Chat schreiben kann und so, dann also nicht sofort irgendwie. Wenn du nur mal sagst, irgendwie dummes ableistisch, ja, ich kann es nachvollziehen, aber sorry, das ist so okay, da halt mal die Kirche im Dorf. So, ist leider Unsinn. So, ja. Es ist, so, wir müssen halt, also. Ja, das ist dann wieder so das, wo dann Leute auch sagen, so, ich kein Bock mehr drauf. Ja, und wir müssen halt in die Konfrontation müssen wir halt gehen und dann. Aber ich halte so diesen Take, den ja auch Erwin und Imp bringen und den die neuen Rechten auch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen, dieses Linke sind dafür verantwortlich, dass Leute rechter werden. Hm. Das halte ich für den gefährlichsten und effektivsten Take der neuen Rechten, weil es für viele Leute sofort irgendwie so Sinn ergibt. Ne? Die denken sich, die nerven so, die Linken, ne, die nerven so. Ja. Und die Leute, dann kleben die sich auf die Straße. Ja. Und natürlich werden Leute dann sind genervt davon, dass diese Linke so diese Positionierung vorbringen, dass man irgendwie die Welt besser machen sollte. Und gleichzeitig wollen die aber einfach. Ich mach den Fernseher aus, ist ja gut. Ja, geht weiter. Den mal noch an. Ja. Ne? Und dass die Welt irgendwie besser und dann nerven die so rum und dann werde ich halt rechter. Ne? Und dann werde ich halt erst recht irgendwie. Wenn ich vorher SPD gewählt habe, dann werde ich jetzt CDU. Und wenn ich vorher CDU gewählt habe, dann werde ich jetzt AfD und so. Während das in der Protestforschung überhaupt nirgendwo abgebildet ist. Nö. Also es gibt ja Protestforschung, wo man sich angucken kann, was passiert denn, wenn jetzt, sagen wir mal, so konservative Menschen irgendwie mit progressiven Positionierungen konfrontiert werden. Oder auch wenn die einfach in einem Stau stehen wegen der letzten Generation. Ja. Ändern die danach ihre Ansichten? Nein, tun sie nicht. Nö. Machen die nicht. Nö. Das ist ja, also, das funktioniert auch aus irgendeinem Grund immer nur nach rechts, ne? Ja, also, das ja. ist ja, nie, also, keiner, wann sagt mal jemand, ja, guck mal, diese Rechten, die sind so übertrieben mit ihrem ganzen komischen, die Ausländer raus und so weiter. Die ist ja und nur dass sie Angst haben vor Gendern. Und damit treiben sie die Leute nach links. Passiert nicht. Ja, aber, ne? aber es ist super perfide und gefährlich. Ja, genau. Und das ist ja das Ding, dass das ja am Ende dazu führt, dass die Rechten nur gewinnen können. Weil entweder du bist halt einer von den Linken, der auch den Rechten zustimmt, wodurch die Rechten halt Legitimität bekommen und wodurch dann die Leute sagen, ja gut, wenn der Linke das sagt, dass ja Tokenism ist. Die sind ja wirklich Token für Recht. Wie du es machst, die, ne, so, die können halt sagen, guck mal, selbst die Linken sind gegen die Woken. Und dann hast du auf der anderen Seite, hast du dann, okay, wenn du dich als Linker konsequent für linke Werte einsetzt, ja, dann gewinnen die Rechten auch. Weil du dann Woker bist. Ja, weil du dann halt eben die Leute... Dann bist du halt ein Woker. Ja, genau. So, entweder du stimmst den Rechten zu, wodurch die Rechten legitimierst, die Leute, den Leuten sagst, guck mal, rechts sein ist ja eigentlich total in Ordnung und eine vernünftige Ansicht. Oder du treibst die Leute nach rechts. So, also wie gewinnst du dann noch? Ja. Ne, so, und, aber keine Ahnung, wahrscheinlich gar nicht mehr gewinnen. Beim nächsten coolen Gespräch mit Schlomo wird der bestimmt alle seine Ansichten über Bord werfen und endlich irgendwie Demokrat werden. Aber das ist ja das Ding, was müssen die Rechten ja so machen? Also die müssen ja auf diese komplett inhaltsbefreite Ebene gehen und da einfach solche Bauchi-Bauchi-Narrative aufmachen, weil die ja, wenn die wirklich mal ihre Inhalte vertreten würden, das ja jetzt super easy wäre, das komplett zu zerlegen und zu sagen, das ist ja Unsinn, was du da erzählst. Ne? Ja. Also es gibt keine Menschenrassen. Ne? Grenzen sind halt willkürlich. Nationalstaaten haben keinen wirklichen inhärenten Mehrwert. So, und das kann man ja alles begründen und herleiten und kann ihnen das erklären, dass das alles kompletter Unsinn ist. Ne? Und so, und das ist halt einfach kompletter Zufall, wo du geboren worden bist. Und daraus leiten sich keine besonderen Rechte ab und so. Und das kann man, das können die nicht verteidigen. Nee, so, du kannst sie nicht überzeugen und du kannst sie halt echt dumm dastehen lassen. Das ist halt echt nicht so schwer. Natürlich brauchst du eine gewisse Medienmacht. Ja, aber das ist das Problem, wenn du jetzt hier Schlomo reden würdest oder so. Du kannst ihn komplett zerlegen, ne? Du würdest ihn komplett auseinandernehmen, du würdest jeden einzelnen Punkt, den der vorbringt, auseinandernehmen, kaputt machen, das als Schwurbelei und dummes Zeug entlarven. Am Ende würde er trotzdem profitieren, weil er einfach, weil einfach sein Zielpublikum das überhaupt nicht reflektiert.
und denen das auch egal ist und der dann trotzdem von seinem Publikum abgefeiert wird und die Leute, die vielleicht so da stehen und sagen, vielleicht ist er doch irgendwie gerade, vielleicht hat er doch irgendwie keine besonders vernünftigen Takes, die sehen dann die ganze restliche Community, die sagen, boah, Schlomo, richtig geiler, der ist richtig zerlegt und so weiter und so fort. Und dann denken sie, ja, okay, vielleicht habe ich das auch einfach. Und dann sind, und dann wird er wieder Leute dazu gewinnen. So, deswegen, so, wird jetzt auch profitiert haben von dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben. Ja, da wird es ein paar mehr Follower wird es geben. Punkt machen konnte inhaltlich. Wird er davon profitiert haben. Der wird davon. Aber das Ding ist halt, es gibt halt immer wieder. Aber er ist halt kein Nazi und deswegen kann man mit dem reden. Ja, aber das ist ja, also bei einem Schlomo würde ich halt sagen, also erstmal. Einfach, der zeigt nicht mal sein Gesicht. Also, ne, das ist halt schon mal so das Feigeste, was du tun kannst. Es ist halt echt dämlich, wenn du selbst dein Gesicht in die Kamera hältst. Er würde das dann doch verlieren, wenn er dann. Genau, also, ja gut, der würde halt, die Polizei würde sich dann, ja gut, jetzt können wir eine Fahndung aus. Jetzt können wir mal. Der Name ist ja bekannt von dem und so. Also. Ich meine, ja, kann sein, dass sie den ganzen Namen irgendwie kennen, aber das heißt ja, glaube ich, also ich glaube, da brauchen die mehr Anhalt. Ich glaube, die Polizei, wenn die wollte, könnte die den easy finden, aber der hat ja nichts so gemacht, um den jetzt irgendwie einzusperren. Ja, ne, weiß ich nicht. Ja, aber also ich glaube, der Björn Höcke läuft auch mal frei rum, ne? Also. Ja, gut, ne, da ist das halt immer, ich sag mal, von der Machtposition her ein bisschen schwierig. Ich glaube, am Ende Schlomo ist halt eine Internetpersönlichkeit, aber das war's halt. Ja, aber jetzt, aber das Ding ist halt, dass so aus meiner Sicht Hauptargument irgendwie mit so jemand nicht zu reden, ist halt einfach, weil er sein Gesicht nicht in die Kamera hält. Das ist halt eben sonst, also sind das ja am Ende lächerliche Persönlichkeiten, ich finde das immer super ulkig, wenn die sich hinter irgendwelchen Anime-Katzen verstecken und dann über das Aussehen von Leuten. Ich würde auch mit dem Feroskar nicht reden, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Was ein fucking Nazi ist, der dann davon reichweitenmäßig profitieren würde. Ja. Also ich glaube, die Reichweite haben die schon. Das Ding ist, ich glaube, man kann denen sehr viel Macht nehmen, indem man, weil ich glaube, sehr viel von dieser Reichweite. Du kannst Rechte nicht entzaubern. Nee, nicht entzaubern, sondern du, es ist nun mal, ich glaube, dass viel von dieser Macht entsteht, indem, oder viel von dieser Attraktivität entsteht, gerade dadurch, dass wir sagen, boah, Persona non grata, boah, mit dem ins Gespräch gehen. Man kann ja über den reden und dann kann man das ja auch aus dem Zerlegen, ne, so. Und klar, aber ich sag der auch, hier ist immer sehr krass. Mit dem Talk mit Imp jetzt, obwohl Imp jetzt keinen einzigen Punkt machen kann, wird jetzt seine Community ihn trotzdem dafür abfeiern und werden wahrscheinlich sagen, dass ich halt so ein oberlehrerhafter Linker gewesen bin. Der die drehen sich das immer so. Aber das der ist, jetzt irgendwie versucht hat, Imp zu erklären, wie er zu sein hat und was er für einen Content zu machen hat und so weiter und so fort. Und dass ich voll übergriffig bin und dass ich ja auch so ein schlimmer Woker bin. Und so wird das dann jetzt dann in deren Wahrnehmung ankommen. Und genauso ist es, wenn du mit, und das ist aber nicht so schlimm, weil so, wir jetzt auch davon profitiert haben, wahrscheinlich vielleicht sogar mehr als. Es gibt auch nicht unendlich viele Menschen nur so, ne? Also die man da irgendwie, also es ist nicht so, dass so, da halt. Und diese Dinge müssen einfach ausgehandelt werden. Und Imp ist jetzt kein, ne, aber wenn mit einem fucking Nazi mit Reichweiteninteresse, du kannst doch nicht verantworten, dem irgendwie dann mehr Leute so zu spielen. Auch wenn du am Ende vielleicht als glorreicher Sieger aus der Debatte rausgehst, was seine Community eh null interessiert. Ja, also das, was man natürlich irgendwo braucht, ist halt am Ende die Reichweite, um eben eine Macht zu sein auf Twitch. Ne? So was halt eben mit Hogwarts Legacy, der Zeit, wo wir da den Boykott und so weiter hatten, mit Grabenkampf und so weiter, da hatten wir das halt. Und da, das ist halt am Ende das, also wenn es so dieses mit den mit diesen Gesprächen, da hast du, also ne, wenn du einen Dekadent-Raid bekommst und normalerweise sind dann erstmal der Großteil weg und dann bleiben halt irgendwie 800 Leute übrig, ne, die dann halt eventuell dir zuschauen, nach zwei Stunden sind es halt 600 Leute. So, noch 1080. Genau. Das heißt, das ist halt, wie es normalerweise läuft und, aber wenn du dann eben das Gespräch führst, dann bleiben halt da die ganze Zeit eigentlich 1700 Leute und eventuell bist du dann halt oben auf der, bist du dann irgendwie auf der Startseite oder du wirst halt bei den Suchergebnissen wirst du halt vorgeschlagen oder du bist halt weiter oben und dann kommen halt mehr Leute, die dich überhaupt noch nicht kannten, die noch nichts mit Politik am Hut hatten, die kommen eventuell rein, sehen, oh ja, das ist ja sehr krass, boah, gut, dass der wieder argumentiert, wow, der argumentiert ja sogar für so linksradikale Werte, von denen ich bisher noch nichts gehalten habe, ja gut, hier bleibe ich vielleicht mal und hier folge ich mal rein. So, das ist meine Hoffnung vor allem. Ja. Also, und dass das eben das Resultat ist von eben solchen Gesprächen. Aus meiner Wahrnehmung kannst du nicht verantworten, wenn du selber davon profitierst, trotzdem dem Nazi Leute zuzuspielen. Das geht nicht so. Ich sehe Wege, dass das halt eben auch für die mit
einer, mit gewisser Zeit, dass das eben auch nach hinten losgehen kann. Weil das auch, dass die am Ende einen viel Appeal verlieren, dass dafür die dumm dastehen, dafür müsstest du die ja entzaubern können und das funktioniert nachweislich nicht. Guck mal, so ein fucking Coutré saß bei Lanz und hat sich bis auf die Unterhose blamiert. Der hat sich blamiert bis auf die Knochen, hat ausgesehen wie ein dummer Schuljunge und die AfD hat trotzdem danach dazu gewonnen und die haben den abgefeiert. So, ja. Wie willst du denn noch mehr entzaubern als Coutré bei Markus Lanz? Also ich glaube, wenn, ich sag mal so. Es war wirklich eine öffentliche Hinrichtung, was der da von sich gegeben hat. Also ich finde, am Ende des Tages war halt Markus Lanz stand ihm gegenüber. Das ist jetzt, ne, und ich glaube, es braucht halt auch immer eine politische Person auf der anderen Seite, die stattdessen die Anhänger einsammeln kann, weil Markus Lanz tritt jetzt nicht bei Wahlen an. Und am Ende des Tages ist er halt irgendwo ein Moderator, der halt ein Interview führt. Und der Appeal ist halt dann sozusagen von außen, ja gut, er eigentlich sollte eine neutrale Position haben. Und eigentlich ist er jetzt nicht derjenige, der gegen den anderen argumentiert, sondern der halt einfach jemanden interviewt. Und ja, ich glaube, es braucht eben Klimaforscher da gewesen und so. Aber. Ja, aber auch die treten nicht zur Wahl. Meiner Meinung nach braucht es halt, wenn, ich kann mir gut vorstellen. Also meinst du, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der braucht's Gregor halt Gysi gesessen hätte, dann hätte das der Linkspartei genutzt, oder wie? Ja, glaube ich, weil Gregor Gysi ist halt eben dadurch sozusagen berühmt und meinst bekannt geworden, Leute, dass er eben in so Diskussionen und so weiter immer wieder auftrat. Meinst du, dann werden Leute von der AfD zur Linkspartei gewechselt, wenn Gregor Gysi gegen Coutré diskutiert hätte? Ich glaube halt zum Beispiel Nichtwähler oder Leute von anderen Parteien zum Beispiel, dass die am ehesten dann zu den Linken gehen, weil sie sagen, boah, cool, ne, so, da ist ja einer, der hat es ja richtig drauf. Und ich glaube, dass die Linken vor allem davon profitiert hatten in der Vergangenheit, dass Gregor Gysi. Der Punkt ist ja, dass jede Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn du Nazis Plattforms, mit denen halt redest, dann nutzt das ihnen immer. Ja, genau. Egal, wie krass du die in die Tonne klopfst. Ja, wenn ich einen Knopf drücken könnte und ich könnte dafür sorgen, dass Social Media die alle von den Plattformen verbannt, weil am Ende des Tages ist ja die AfD dadurch überhaupt in Erscheinung getreten mit Social Media. Also es gab es ja früher nicht. Ja, also die AfD, wenn man sich das bei politischen Parteien anguckt, die AfD hat Social Media komplett Monopol. Also die sind da. So, die anderen Parteien kommen nicht vor auf Social Media. Richtig. Deswegen gibt es da, solange es erstmal, also meine Hoffnung ist, deswegen finden die ja auch Volksentscheide so geil. Genau, klar. Ne? Aber durch Konfrontation, dass du halt auch eben die Situation zur Eskalation bringen kannst. Ne? So, dass irgendwie die deplattformt werden, weil die halt immer weitergetrieben werden oder weil dort Sachen rausrutschen oder sowas. Ne? So wie Karl das mal mit diesem einen veganen Germanen da geschafft hat. Ne? So, dass der da halt die übelsten Sachen rausgehauen und dann halt eben von Twitch verbannt wurde und auch aus YouTube weg war. Aber ne, das sind halt natürlich so Sachen da, das sind so Glücksfälle, sage ich mal, natürlich insgesamt. Aber, ja, aber der ist ja auch einfach spektakulär blöd gewesen. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn du mit so einem neuen Rechten redest, die wissen ja, bis wohin die gehen können. Wenn ich einen Knopf habe, wo ich sagen kann, okay, die ganzen Leute werden von den Plattformen verbannt, ja, dann sehr gerne. Ja, weil eben nur durch Social Media, und ich bin fest davon überzeugt, dass nur durch Social Media haben wir überhaupt die AfD. Ich glaube, wir werden sogar gesellschaftlich weiter ohne Social Media. Ja, auch wenn es natürlich auch ein Sprachrohr ist für marginalisierte Gruppen und so weiter. Natürlich ist es das, aber ich glaube, es wird immer mehr eins für die Rechten sein. So, und solange wir diesen Knopf jetzt gerade nicht drücken können, solange müssen wir aber halt irgendwo überlegen, also warum ist denn das so, dass die Rechten immer von Social Media sehr viel mehr profitieren als Linke? Warum? Ja, weil sie, weil der Kapital, also ne, das ist halt am Ende das kapitalistische System, ne, das halt natürlich profitorientiert ist und da ist es nun mal so, dass dann natürlich Konfrontation und eben Werte, die dem Kapitalismus für den Kapitalismus förderlich sind, also Wettbewerb und halt gegeneinander gehen, dass das eben etwas ist, was natürlich von den Rechten halt auch sehr gut genutzt werden kann, beziehungsweise denen in die Hände spielt. Und da können die sich halt einfach dann sehr gut einigen. Und am Ende des Tages ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich Lügen sich wesentlich schneller erfinden lassen und verbreiten lassen als die Wahrheit. Mhm. So, Lügen, die kann ich halt krass aufbauschen. Ich kann die phänomenal, sensationell darstellen und dann. Aber es geht ja gar nicht nur um die Lügen, sondern auch einfach, weil das. Ne, so dieses zig Faktoren sind das. Dieses Linke machen Rechte zum Beispiel und so. So Leute, die halt wirklich nur ganz, ganz oberflächlich sich mit Politik beschäftigen, für die ist das viel, viel verfänglicher und viel, viel, also sehr viel. Die gucken, die denken, die hören sich so eine rechte Positionierung an, denken sich, ja, das ergibt Sinn. Und dann hast du so einen Linken da sitzen, der dir irgendwie versucht, was über das Finanzsystem und die MMT zu erzählen. Und dann denken die sich, ja, was ist das? Ja. Was da? Also, ja, und das ist halt am Ende nicht spannend, weil die Realität ist. Der will mir sagen, Schulden sind gut. Ist der bescheuert, oder was? Ja.
und schaltet halt wieder weg. Ne? So. Ja, ich habe jetzt schon wieder einen Kanal gefunden, so jedes Video 200 bis 300.000 Klicks, ne? So wirklich wie Kuchen-TV praktisch, von den Klickern. Ne? Jeden Tag wird ein Video hochgeladen und jedes Mal sind es einfach nur irgendwelche Ausschnitte aus Talkshows oder Interviews. Wir könnten nicht mal dagegen gehen, weil es halt nicht mal in irgendeiner Form eine Person ist oder sowas, mit der wir uns auseinandersetzen könnten, sondern du siehst nur irgendwie Clips und die werden dann so geschnitten, dass am Ende irgendwie Annalena Baerbock ist. Das ist halt komplett das Affenhirn. So. Das nur die, die nur das Affenhirn. Nur so. So Leute, die halt wirklich nur so. Ja. Und das ist halt eben etwas, wo dann, ne, und wir kennen das ja auch, Linke sind ja immer die, die als erstes gehen, wenn die Rechten in der Regel zu viele werden. Das ist ja auch ein Phänomen. Entschuldigung, was alle Affen da draußen, ne? Ja, was das ist ja ein Phänomen, was wir immer wieder sehen. So, weswegen dann natürlich, sobald du halt Rechte irgendwo oder ne, zumindest sehr weit rechts stehende Leute irgendwo tolerierst, in irgendeinem Bereich, dann ist der halt immer voll irgendwann davon. Wir sehen das auf Twitter. Das ist ja nicht so, dass Twitter irgendwie, da wird die Meinungsfreiheit jetzt endlich mal erweitert und dann ist der ganze Laden voller Linker und die Rechten denken sich, boah, ne, hier von Linken beleidigt zu werden, will ich nicht. Weil da stoßen natürlich verschiedene einfach Weltanschauung aufeinander und da sind Linke nun mal eher auf Kooperation bedacht, auf respektvollen Umgang, auf demokratischen Diskurs und die Rechten sind halt volle Kanne, so, wir hauen halt drauf und dann sind die Linken ganz schnell weg, weil sie halt dann auch sagen, boah, ich will halt auch nicht den ganzen Tag mich damit beschäftigen müssen. Aber die Rechten leben halt auch im Wahn, die sind halt dann dadurch viel motivierter, die glauben, in 2 Wochen ist der Blackout und in 3 Wochen wird meine Frau von einem Syrer vergewaltigt und 4 Wochen werde ich halt irgendwie zerfleischt und Robert Habeck weiß nicht, was. Das ist ja auch, ne? Das, was Imp gesagt hat. Ne? Wir müssen ja diese Ängste irgendwie vor Transmenschen zum Beispiel, die müssen wir ja ernst nehmen. So, ich mir dann denke, ja, aber was kann denn, also wenn wir diese Ängste, ja, Ängste generell sollte man erstmal ernst nehmen, aber dann kann doch nicht die Lösung sein, hinzugehen und zu sagen, ja, ja, stimmt schon, Transmenschen sind schon echt gefährlich, ne? Und die könnten auch in eine Frauensauna gehen und dann da auch vergewaltigen oder so. Nee, dann muss doch also wenn es irrationale Ängste gibt, dann müssen wir doch hingehen und darüber aufklären. Ja. Auch wenn das wieder dann anstrengend ist für Leute, die zugucken. Ja, wenn da jetzt jemand ist und der hat tierische Angst vor Ausländern, was macht er denn dann mit dem? Also sagt er dem einfach nur, ja, berechtigt. Das habe ich ihm auch gesagt. Versucht er ihn dann aufzuklären. Nee, dann ist er so. Habe ich gesagt, so, es gibt ja Leute, die haben auch einfach irrationale Angst vor Ausländern. Sollen wir dann alle abschieben oder was? Ja. So, aber was macht er denn dann mit dem? Also was ist jetzt seine, so der hat da jetzt in seinem Umfeld, weil er redet ja sehr gerne über so ein Umfeld, dass, ne, so da hat er jetzt jemanden, der sagt, boah, das sind jetzt alles zu viele Ausländer, müssen wir mal mehr abschieben. Wenn ich ihn gefragt habe, was er macht, dann ist er ausgewichen. Ja. Dann hat er so rumgelabert halt. So, wie geht er mit dem? Wird er niemals, weil er sagt dann, ja, man muss ja die Ängste ernst nehmen. Ja, und dann? Nimmst du dem auch die Angst oder sagst du einfach, ja gut, er ist deine Ängste fertig? Mit dem Thema kulturelle Aneignung. Ich dann sage so, okay, wenn du doch jetzt verstanden hast, also ich habe dir doch gerade erklärt, worum es dabei geht und es gibt Leute, die verstehen es nicht und verstehen es auf eine dumme Art und Weise und wenn du dich mit dem Thema doch beschäftigst, dann klär die doch auf. Und dann sagt er, ist das jetzt meine Aufgabe, Leute aufzuklären? Ja, fucking, das ist ein Thema, vielleicht dann ja schon. Ja, aber er geht halt gegen die anderen Linken, so, das ist halt, nee, am Ende des Tages, ja, ich sammle halt die Klicks ein. So, okay, gut, ne, so, das, wenn ich halt genug von den Woken besiegt habe, das ist dann so die Idee, dann wird der Kapitalismus irgendwie plötzlich enden. Und das ist natürlich, ich sag mal, klar, so wie gesagt, damals in der Weimarer Republik gab es halt eben auch solche Leute, die dann eben gesagt haben, so okay, wir haben jetzt hier die Weimarer Republik, da haben wir auf der einen Seite Kapitalismus, auf der anderen Seite haben wir aber liberale Werte wie Frauenrechte und wir haben queere Rechte und so. Also muss das irgendwie zusammen sein. Also irgendwie, okay, wenn die Kapitalisten jetzt Regenbogenflaggen auf irgendwas packen, dann scheint das ja ein Ding zu sein. Das heißt, wenn ich gegen die Kapitalisten gehen will, dann muss ich auch gegen queere Themen und so weiter gehen, weil das ist ja anscheinend ein Ding. Und irrerweise, also wenn man sich mal damit befasst, was zum Beispiel ein Assad oder bestimmte nach der Logik, ne, so Kapitalisten gehen auch hin und machen Charity-Organisationen, um gegen Kinderarmut was zu tun. So, es gab ja jetzt auch dieses Ein-Herz-für-Kinder-Ding und da steht halt einfach ein Christian Lindner mit so einem Ein-Herz-für-Kinder-Ding und hält das in die Kamera, während der gleichzeitig eine Politik macht, die Kinder einfach nur maximal ärmer macht. Ja. Und gegen alles vorgeht, was die Situation für Kinder verbessert. Und dann müsste man ja rein logisch gesehen sagen, okay, Moment mal, wenn Kapitalisten auch solche Veranstaltungen machen, die einfach in die Richtung gehen, so ja, wir müssen Kinderarmut bekämpfen, dann ist ja Kinderarmut bekämpfen auch böse.
Weil Kapitalisten das ja auch für sich nutzen, um sich irgendwie reinzuwaschen, um irgendwie dazustehen, als hätten sie irgendwie moralische Überzeugungen oder so. Ja. Dann müsste man ja auch sagen, ja gut, dann bekämpfe ich jetzt auch keine Kinderarmut mehr. So, weil es Kapitalisten gibt, die das für sie nutzen. Guck aber mal, das wiederum tut man dann nicht, sondern man tut das nur bei den... Bei den Themen, die Antidiskriminierung betreffen. Genau, es gibt halt Unternehmen, die bezahlen dir mehr als den Mindestlohn. So, welcher kapitalistische Plot hängt denn da? Also der anscheinend scheinen Unternehmen höhere Löhne zu pushen. So, da müssen wir wohl jetzt auch gegen höhere Löhne sein. So, kommt vor, dass das halt manchmal hier und da gemacht wird. Oder dass halt irgendwie aber die Angestellten... Machen, also da fairerweise machen die das aber nur, weil die... Also höhere Löhne bezahlen die nur dann, wenn sie müssen. Ja, aber das ist ja bei Antidiskriminierung bei denen genauso. Ne, so, die wissen halt, okay, gut, wir müssen unseren Arbeitsplatz attraktiv machen, also zahlen wir höhere Löhne und wir sorgen dafür, dass hier alle willkommen sind. Mhm. Ne, so, und dass wir gegen Diskriminierung vorgehen. So, das machen die ja auch nicht irgendwie, weil aus the goodness of their hearts oder so. Und wenn es halt, also ich habe mir zum Beispiel mal eine Rede angehört von so einem Assad, weißt du, so Diktator von Syrien. So, der redet dann auch den ganzen Tag über den Neoliberalismus. Und dann geht es aber überhaupt nicht um Wirtschaft, sondern halt eben um die Homosexualität und die und wie halt der Feminismus oder die komischen Ideen von Frauenrechten und so, dass die gepusht werden irgendwie aus dem Westen und hier rüberschwappen nach Syrien. Mhm. Und dann weißt du, okay, cool, krass, ne? So, da gibt es anscheinend auch innerhalb dieser ganzen Diktatorenriege auch es sind ja letzten Endes Ablenkungsdebatten. Querfrontding, sage ich. Das sind ja Ablenkungsdebatten. Ja, guck mal, das ist ja letzten Endes, wenn man es mal unterm Strich betrachtet, so ein Erwin, wenn er die ganze Zeit gegen die Woken geht, dann nutzt er ja den Kapitalisten sogar, weil er bei diesen Ablenkungsdebatten, um ein neues Feindbild zu schaffen und abzulenken davon, wer eigentlich das Land ausplündert und wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es so viele arme Menschen gibt, man lenkt ab auf eine andere Zielgruppe, die man dann hassen kann. Und dann steht auch jeder Kapitalist da, jeder Milliardär steht da, reibt sich die Hände und sagt so, ja, solange die sich mit Transmenschen beschäftigen und sagen, bei Transmenschen gibt es irgendwie Probleme, die könnten in Frauensaunen gehen, auch wenn das vollkommen irre ist, diese Behauptung, aber so, dann reiben die sich die Hände und sagen, ja, dann sollen die sich doch da, das sind doch so einfach nur Ablenkungsschauplätze, Nebenkriegsschauplätze, die man extra so hat und dann freut sich doch fucking jeder Kapitalist darüber, dass es gerade eben nicht darum geht, dass es in Deutschland 200 Milliarden Euro Steuerhinterziehung jedes Jahr gibt. Ja, so, wovor haben Kapitalisten denn Angst? Also davor, dass mehr Diskriminierung herrscht, oder was für ein Schwachsinn. Die haben Angst, wenn sich da Leute zu Gewerkschaften und so weiter zusammenrotten. So, was, wie löst man das? Man setzt sich dann dafür ein, dass mehr Menschen in Gewerkschaften eintreten. Die sind ja auch woke. Ja, die sind ja auch woke und so weiter. Also, ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten überall mehr Löhne und mehr Boni und so weiter für alle rausgehandelt. Mein Krafttier ist ja Klaus Wieselski. Ne? Ja, natürlich. Das ist halt hier der... Einfach unser Arbeiterführer der modernen Zeit und mit ihm bis zum Kommunismus, würde ich sagen. Ne? Der ist ja auch sowieso so ein Genie, weil er hat ja so eine taktische CDU-Mitgliedschaft, die ihn ja davor schützt, dass die CDU ihn kritisiert. Ne? Das ist halt auch so einfach so ein Genie, der Mann. Also, wirklich. Ey, ne? Der sitzt dann da so, okay, wie sorge ich dafür, dass die blöden die CDU und die FDP mich nicht angreifen? Ich trete einfach der CDU bei. Ja, aber er fordert eine Pauschallohnerhöhung, was ist eine super linke Positionierung ist. Wenn du sagst, ich fordere keine prozentuale Erhöhung, was wieder den hohen Einkommen am meisten nutzt, sondern ich sage, jeder kriegt das gleiche mehr, ist doch super stabil. Ja, klar. So. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. So, wenn er sich dann hinsetzt und sagt so, ja, ich hätte schon längst Vorstand werden können, aber dann wäre ich ja ein Klassenverräter, wäre das auch ziemlich stabil. Ja, ja, ja. So, der ist da seit Jahren dabei, seine ganzen Genossinnen und Genossen aus der Gewerkschaft, die vertrauen anscheinend seiner Expertise und der holt ja auch immer wieder was raus und dann go for it. Ne? Ja. So, immer für alle Gewerkschaften, bis auf die Polizeigewerkschaft. Aber der ist sowieso der Wokeste von allen. Ja. So, das ist, ja, genau. So, das ist halt, also am Ende des Tages kannst du, so, der wird von mir aus irgendwelche konservativen Werte oder sowas haben, wenn er halt ein älterer Herr ist. Also, kann sein. Aber am Ende des Tages tritt er damit nicht in Erscheinung. Mhm. Also, eine Marie-Louise Vollbrecht dagegen kann total linke Werte, aber wenn ich sie nie damit irgendwie präsentiert sehe, wenn ich nur sehe... Spielt aber auch keine Rolle. Wenn sie bei Julian Reichelt auftritt oder mit oder was weiß ich, für die junge Freiheit ein Interview gibt, dann bringt... Also, so, das ist doch... spielt doch einfach gar keine Rolle, was sie da für linke Werte hat, weil offensichtlich... kämpft sie nie dafür. So, die kann sie ja gerne haben, aber das haut ja immer nur auf dann Transmenschen drauf. Ja, aber selbst wenn sie diese enorme Transfeindlichkeit verbreiten würde und ansonsten stabile linke Werte hätte, dann würde ich ja trotzdem, ne, so,
also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht sozusagen sie als mein Ziel aussuchen oder so, aber dann interessiert mich gar nicht so richtig, was die für sonstige linke Werte vertritt. So, die soll erstmal aufhören mit diesem transfeindlichen Unsinn. Ja, wenn man selber Nazi ist und man haut auf Transmenschen drauf, dann ist so eine Marie-Luise Vollbrecht, kommt einem da genau recht, weil die haut ja nur auf. Deswegen, da muss ich ja keine Angst haben vor ihren linken Werten, weil die vertritt sie ja nicht. Ja. Und das Ding ist ja, dass sie ja gerade, also das ist ja auffällig, dass gerade, also in Australien gibt es halt auch eben so eine Marie-Luise Vollbrecht und dann internationaler Ebene gibt es dann noch J.K. Rowling. Die ist sozusagen die Galionsfigur der Transfeindlichkeit. So, und wie ergibt das denn? Ja, weil die Rechten irgendwann gemerkt haben, okay, sich hinter irgend so einen Vollfascho zu stellen, der dann die Transfeindlichkeit bis zum Erbrechen vertritt, das ist taktisch unklug. Lieber irgendeine Feministin finden, eine Frau, hinter der können wir uns verstecken, die können wir als Token verwenden. Und wenn dann auf die gekloppt wird, dann sagen wir, boah, das ist aber gemein. Also die arme Frau, boah, wie ihr dagegen die geht. Ne, so. Und das ist halt genau das, was halt auch ein Imp dann gemacht hat. Ja, guck mal, wie der Jan Böhmermann sich an der abgearbeitet hat und so weiter. Und jetzt, wie sie in Gefahr gebracht hat. Ist ja genau die Strategie dann. Ja. So, mit irgend so einem Vollfascho, der da halt die Transfeindlichkeit vertritt oder so, kannst du das halt nicht machen. So, den kannst du nicht verteidigen. Da. Also ich verstehe auch nicht, wieso dann so ein Imp sich hinsetzt und von linker Einheitsfront redet, während er die ganze Zeit spaltet auf unnötige Art und Weise. Weil So. eine linke Einheitsfront kann doch nur dann funktionieren, wenn wir wenigstens das Bare Minimum machen, nämlich Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ne? So andere Menschen, wenn sie nicht sozusagen unserem Verständnis von irgendwas entsprechen und wir aber trotzdem verstehen, okay, wir haben stabile linke Werte. Jemand sagt so, ich bin ein Fuchs, meinetwegen. So, ja, ey, dann bist du halt ein Fuchs, so, mein Gott. So, und dann machen wir Einheitsfront. Und Beim dann stelle ich Drachenfest, da tun die Leute so, als so, wären sie Orks. So, ja, wen juckt's? so, dann bist du halt ein Fuchs. Who cares? So, Hauptsache, du stehst fucking neben mir. So, und wenn du aber die ganze Zeit dich lustig machst über Leute, die eventuell abweichende Lebenskonzepte haben oder so von der Norm abweichende Personen einfach sind, aufgrund irgendwelcher Umstände, dann wirst du keine Einheitsfront hinbekommen. So, das geht halt nur mit Toleranz. Und ohne Toleranz funktioniert das nicht. Und das ist was Imp, glaube ich, entweder nicht kapieren will oder vielleicht auch einfach dafür zu dumm ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ne, so am Ende des Tages, also ich habe die ja alle kennenlernen dürfen. Ne? Das war ja von Skurrus über KuchenTV, über Tobias Huch, über und so weiter, ne, im Proletopia. Das sind ja am Ende, sind die ja sehr, sehr, sehr zart alle. Ja. Und also, aber ne, Einheitsfront geht nur mit Menschenrechten. Wenn du ja. Menschenrechte musst du Ja, akzeptieren. wofür mache ich denn den ganzen Kack mit den linken Dings? Also am Ende des Tages, keine Ahnung, was bringt das der marginalisierten Person irgendwie jetzt super höhere Löhne zu haben? Und wenn sie dann aber jeden Tag irgendwie angefeindet, diskriminiert wird, wenn sie bei der Ja. Jobsuche diskriminiert wird, wenn sie bei der Wohnungssuche diskriminiert wird und so, dann muss ich ja auch dagegen vorgehen, weil am Ende des Tages mache ich ja auch nicht irgendwie gegen die Kapitalisten oder sowas einfach für den Selbstzweck, sondern weil Ja. ich Freiheit Und möchte. wieso soll eine Transfrau neben dir marschieren in der Einheitsfront, wenn du Ja. gleichzeitig sagst, so, ja, aber deine Neovagina ist gar keine richtige Vagina. Richtig. So, wieso soll er das machen? Ja. So, du bist halt einfach ein dummer Bastard dann in dem Fall, der unnötigerweise übergriffig dumm ist. Ja, das gab's schon früher also in der zur Zeit von Bürgerrechtsbewegungen und so weiter, aber auch mit den ersten Gewerkschaften in den USA. Da haben sie halt auch erstmal natürlich die Schwarzen diskriminiert, bis sie dann irgendwann gecheckt haben, okay, gar nicht so eine kluge Idee, weil eventuell brauchen wir auch, weil wenn die jetzt keine höheren Löhne bekommen, dann können die mal genutzt werden, um uns zu ersetzen, um eben die Löhne runterzudrücken. Und übrigens auch Transrechte stärken am Ende die Arbeiterklasse, genauso wie queere Rechte, genauso Ja. wie Feminismus Ja. und Frauenrechte, weil eine Frau mit mehr Rechten, die dann in eine Gehaltsverhandlung geht, ist übrigens stärker in der Gehaltsverhandlung und sorgt dafür, dass eben sozusagen der Basiswert von Gehältern nicht noch weiter abgesenkt werden kann, sondern stattdessen sogar steigt. Und da gab es dann auch mal einen Milliardär, dessen Namen ich vergessen habe, so ein großer Konzerneigentümer in den USA, der hat irgendwann ziemlich viel aus dem Nähkästchen geplaudert und hat halt erzählt, wie er hat halt überall Filialen gehabt oder Fabriken oder sowas in den USA, in allen möglichen Bundesstaaten. Und hat dann gesagt, so dort wo in den Bundesstaaten, wo Frauen zum Beispiel weniger Rechte haben, in den Südstaaten, da konnte er die auch in den Löhnen
niedriger drücken. Weil wenn du irgendwie alleinerziehende Mutter bist und du konntest nicht die Schwangerschaft abbrechen, du musstest irgendwie, du hattest jetzt auch keine, nicht so den Zugang zu Frauenhäusern, nicht so den Schutz gehabt, du hattest einen Ehemann oder sowas, von dem du dich lossagen musstest, sehr schwer, dann bist du halt eben auch viel abhängiger von deinem Job und bist dann natürlich auch nicht so selbstbewusst in der Gehaltsverhandlung und kannst dann im Lohn viel krasser gedrückt werden. Mhm. Und dann, und er hielt nicht viel von so christlichem Fundamentalismus, aber er wusste einfach, indem ich denen Geld spende, sorgt das dafür, dass die sich darum kümmern, dass ich meine Angestellten besser im Lohn drücken kann, weil die sich eben gegen queere Rechte und gegen Feminismus und so weiter einsetzen. Mhm. Und ja, und so vollkommen logisch, eigentlich jeder, der Antikapitalist ist, muss sich natürlich auch dafür einsetzen, dass ich Bürgerrechte genieße, damit ich auch in der Gehaltsverhandlung stärker bin. Es ist ja eigentlich recht logisch. Schreibt, wem geht's überhaupt was an, was wer für eine Vagina hat? Ja, fucking, das ist ja der Punkt. So, dass sich darauf konzentriert wird und dass das überhaupt zu einem Thema gemacht wird und dass Chromosomen zu einem Thema gemacht werden und dass irgendwie Geschlechtsteile oder irgendwie Geschlechtsangleichung und so weiter, dass das zu einem Politikum gemacht wird und so weiter, obwohl es ja einfach nur darum geht, dass Menschen einfach so sein wollen, wie sie sind. Das ist ja genau der Punkt, wo man sagen kann, das ist einfach fucking Spaltung. Das wird, wenn man das weiter vertritt, wird das nie dazu führen, dass die Linke irgendwie geschlossen steht. Ja, so du gewinnst ja auch die Leute dann für deine Bewegung. Hey, guck mal, schließt euch uns an, wir kämpfen für höhere Löhne, wir kämpfen gegen den Kapitalismus, aber wir kämpfen auch dafür, dass du deine Bürgerrechte bekommst und dass du hier generell in Freiheit leben kannst. Ja. So, und in den USA, da haben sie ja dann auch in dem einen oder anderen republikanisch regierten Staat, da haben sie ja, da ist das Ganze mit dem Transhass ja so weit gegangen, dass dann bei Sportevents... Meinst du Florida? Ich weiß nicht, ob es Florida war, aber ne, kann auch Alabama oder sonst was gewesen sein, wo sie dann bei Sportevents haben sie dann, müssen dann die Mädchen die Hose runterlassen zeigen, was sie in der Hose haben, damit auch ja kein Junge sich da irgendwie reingeschlichen hat, halt total übergriffig ist und was natürlich zu immensen Problemen führt und eigentlich irgendwie nicht Sinn der Sache war, glaube ich, aber die sind halt so im Wahn, dass sie dann so, okay, gut, ne, so, wir müssen jetzt unbedingt dazu sorgen, dass hier ne, alles seinen Platz hat. Wie lösen wir das? Ich glaube, letzten Endes geht es dabei nur darum, dass Männer Angst vor Penissen haben. Ja. Im Kern. Ja. Männer haben einfach Angst davor, dass sie irgendwo auf einer Dating-Seite, das hat Imp ja auch so, aber dann halt mit den Lesben und so, so dass die auch. Stell dir mal vor, du bist die daten. Ich kann jetzt ein Fake-Profil machen. Und dann trifft man sich mit der Frau und dann geht man so nach Hause und dann zieht die Hose runter und oh, ein Penis. Und dann haben die panische Angst vor. Das macht denen richtig, da kacken die sich aber richtig im Strahl ein, wenn die daran denken, dass das passieren könnte. Ja, völliger Schwachsinn. Weil ich denke, ey, du kannst doch kommunizieren. Ja. Hat er mal von Knuddels gehört oder sowas? auf Knuddels, da haben sich dann die 13-jährige Tina hat sich mit der 14-jährigen Maya getroffen und wer begegnet sich? Zwei Wolfgangs, 40 Jahre alt Fernfahrer. So, das ist ne, so, deswegen, so, das ist auch ohne Selbstbestimmungsgesetz möglich. Das geht auch, ja. Also, völliger Schwachsinn. Ich habe auch, als ich noch gedatet habe, da habe ich dann auch mich mit Frauen getroffen, die in ihrer Beschreibung wirklich zu 100% anders gewesen sind, als sie dann in der tatsächlichen Realität gewesen sind. Ne? So, wo dann auch in den Fotos völlig rumgeschoppt wird und so. Ja, gut. Aber letzten Endes, das ist ja nicht das Problem, was die haben. Die haben das Problem, dass sie einfach so fragile Weicheier sind, dass sie Angst haben vor Penissen. Ja. Und selbst wenn es überhaupt gar keine reale Gefahr gibt, allein nur die potenzielle Möglichkeit, in irgendeinem Universum, dass das passieren könnte, macht denen so große Angst, dass die... Übrigens, wenn ihr eine Frau datet und die passt nicht zu euch und ihr findet die nicht attraktiv, dann dürft ihr auch sagen, sorry, passt nicht. Dürft ihr auch sagen, passt nicht. Das könnt ihr respektvoll sagen. Und gut ist, und dann geht ihr nach Hause. So. Ihr habt dieses mit Kommunikation. Ja, also euch zu zwingen, dann trotzdem irgendwie dort euch zu opfern für die Toleranz, ist halt auch Quatsch. Weil letzten Endes, wenn man sich das anguckt, ne, wenn so ein Trans... Rechte gehen und darum, wenn es um diese ganze Debatte geht, so, dann hat man ja immer, es gibt ja immer jede Menge verschiedene Faktoren, die Geschlecht bestimmen. Das habe ich ja auch versucht, eben zu erklären. Ne? So alles mögliche. Manches ist soziales Geschlecht, manches ist biologisches Geschlecht. Beides ist fluent und je nachdem stellt man sozusagen aus diesen ganzen verschiedenen Dingen, bildet sich dann sozusagen die Geschlechtsidentität. Und das ist bei jedem Menschen anders.
Entwickelt sich ja auch. Es entwickelt sich auch. Im Laufe deines Lebens. Oder? Ja. und wo ist das scheiß Problem? So. Ich kann es ja auch einfach akzeptieren. Das also tut mir halt nicht weh. Aber nein, die natürliche Ordnung darf nicht angetastet werden. Das wird biologisch und das wird nicht hinterfragt. Aber da steckt auch sehr viel Angst dahinter. So, okay, wenn das jetzt plötzlich nicht mehr feststeht, oh Gott, was ist dann die Wahrheit? So, und das macht halt Menschen auch Angst. Ja, und da merkt man also, instant verliert man sich halt immer in so verschwörungstheoretischen Geschichten, wo dann, ne, so, das hat, ja, das, instant. Ne, so, und dann hast du jemanden, der hat eine Vagina. Die hat Brüste, die hat eine hohe Stimme, die hat lange Haare, die macht Dinge, die Frauen gerne machen und so weiter und so fort. Aber die hat XY-Chromosomen. Und dann gehen Leute hin und sagen, du bist aber keine richtige Frau wegen XY-Chromosomen. Ja. So, warum? So, am letzten Endes bleibt dann immer am Ende übrig, ja, ich lehne die Person ab, weil sie trans ist. Ja. Also, es hat keine körperlichen Gründe, es hat keine sozialen Gründe, keine, die haben auch diese, ne, sondern es geht einfach nur darum, die ist trans und deswegen lehne ich das ab. Und ich habe nämlich Angst davor, dass ich irgendwie irgendwo mal einen Penis zu sehen bekomme. Ne? Ja. Ja, und das sind auch, ihr hattet ja auch über die Rollenbilder und ihr habt über gesellschaftliche Erwartungen und so weiter gesprochen, ja, auch total in Widersprüche verwickelt. So, auf der einen Seite haben wir halt Persia X, die halt akzeptiert wird, weil sie auch sich so super weiblich gibt und so weiter, was ja verständlich ist häufig für, ne, weil gerade dann tatsächlich wird man als Transfrau am ehesten akzeptiert von den Rechten, von den Transfeinden, wenn man möglichst eine weibliche Rolle einnimmt und die dann halt auch eben performt, sehr stark. Und dann gleichzeitig sind aber Transmenschen als Ganzes dann plötzlich dafür schuld, dass sich Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen verfestigen. Ja. Also so, da das muss war man ja aber wild, ey, dass Imt dann einfach so behauptet hat, dass Transmenschen irgendwie dafür verantwortlich sind, dass die irgendwie so Frauenrechte zurückgehen oder allgemein immer mehr. Erkennt man ja auch daran, dass die Rechte, die sind also, ja auch immer alle für so, Transrechte, weil sie damit die Frauenrechte untergraben. Seine Positionierung war ja irgendwie so die Rollenbilder verfestigen sich wieder dadurch, dass es Transmenschen gibt. Ja. Weil früher waren ja irgendwie, alle konnten ja machen, was sie wollten und es gab ja gar keine Rollenbilder und auf einmal gibt es Transmenschen, auf einmal gibt es dann wieder Rollenerwartungen an Leute, weil Transmenschen ja immer so extra besonders feminin sein wollen oder so. Ja. Das ist doch kompletter Unsinn, ey. Wo es ja auch sowas kommen kann, ey. Ja, das ist ja. Ich meine, du arbeitest ja auch im Kindergarten, habe ich ja dann gesagt, so wenn man da, wenn Juna jetzt in die Kita kommt, dann wird sie da auf Mädchen treffen, die eben mit Puppen spielen und die Vater, Mutter, Kind machen und die Jungs, die dann eben sich mit irgendwelchen Pistolen um die Büsche jagen. Was auch vollkommen in Ordnung ist übrigens, ne? Aus pädagogischer Sicht. Ist das, können die Kinder, also kann man die Kinder einfach machen lassen, wenn das Mädchen Prinzessin sein möchte, dann will die halt Prinzessin sein, probiert die das aus. Und manchmal ist ja, es aber auch so, dass der Punkt ist ja der, dass die Rollenbilder und Rollenerwartungen immer noch gibt. Genau. Und nicht so wie eben sagt, dass die gar nicht mehr irgendwie so, ne? Nee, die gibt's an jeder Ecke. Also nee, die gibt's, keine Ahnung, du gehst halt du gehst in ein DM rein und siehst dann eben Shampoo für Jungs, Shampoo für Mädchen, beziehungsweise Shampoo für Männer, Shampoo für Frauen. Warum? Die für Männer sind immer so schwarz mit Gold. Immer so schwarz mit Gold. So warum? Also, for man. So, okay, keine Ahnung, das da ist ein männlicher Duft. Ja? Warum? Okay, warum sind die Erdbeeren jetzt irgendwie weiblich? Also, ergibt keinen Sinn, hat man uns einfach so beigebracht. Findet man an jeder Ecke. Und auch Säuglinge lernen das schon sehr schnell. Ich kaufe und mir, erfahren ich das sehr schnell. Ich mache übrigens eine Manscape-Partnerschaft. Geil. Ich glaube, dass wir einfach Rasierer, man braucht Rasierer, die extra für die Eier sind. Ja. Und dem muss man dann so einen krassen, nackten, schwitzigen Mann drauf machen, damit Männer sich trauen, Rasierer an ihre Eier zu halten. Ja, für den Weil mit normalen Rasierern geht das nämlich nicht. Da werden die Eier sofort zerfetzt in alle Himmelsrichtungen. Richtig. Richtig. Also, aus meiner Sicht, ein echter Mann rasiert sich die Eier mit einem krummen Säbel. Ne? Das ist nur meine Meinung. Ja? So, aber ihr könnt auch, und das ist vollkommen okay, auch natürlich Manscaped-Produkte finden. Dieser Stream wird hier übrigens noch nicht gesponsert, aber anscheinend ist das hier ein Angebot. Ich arbeite daran. Ich versuche auch Gönnergy zu bekommen, aber hat noch nicht geklappt. Ja, nee, aber das ist, beispielsweise, natürlich kriegen Kinder schon sehr früh irgendwelche Rollenvorstellungen und so weiter mit und probieren die dann auch aus. Die wollen auch wissen, wie das ist. Ja. Und beispielsweise, wenn da vielleicht das Mädchen in der Kita sich als Prinzessin verkleidet hat und da das Elsa-Kostüm irgendwie mitgebracht hat und so weiter, dann kann es halt auch sein, dass die nach 3 Monaten sich so denkt,
eigentlich ziemlich am Murks, habe ich jetzt ausprobiert. Und dann findet sie eben irgendwo eine moderate Rolle oder probiert mal wieder andere Sachen aus und lehnt das vielleicht auch irgendwann mal ab. Ich bin mal voll gespannt, so was Juna machen würde. Ja. Und deswegen ist es total in Ordnung, wenn man die Kinder ausprobieren lässt und wenn sie halt eben auch diese Geschlechterrollen mal ausprobieren dürfen, weil die sind immer noch da, die haben immer noch eine Wertigkeit in unserer Gesellschaft, aber natürlich kann man die mit der Zeit dekonstruieren und man kann die, und die entwickeln sich ja auch immer weiter, also wenn man sich dann irgendwie anschaut, was dann starke Männer im 18. Jahrhundert waren mit so Perücken und halt so geilen Kleidern und hohen Absätzen und so weiter. Ne, ja, so Männer so früher und dann so, tada, der französische Adel. Richtig rote Backen und so geschminkt. Ja, und das, aber, deswegen, das ist, ja, ja und ne, so, keine Ahnung, was auch wir tragen Bart und wir, und natürlich machen wir aber dann mal die Fingernägel, lackiert man sich mal. Oder, ich habe schon Bart getragen, da war das oder, noch gar nicht cool. Ne? Ja, genau, ne, so, oder man trägt halt die einfachen Kartoffeln gegen den Faschismus. Natürlich, ne, so von mir aus, aber das sind so Sachen, aber trotzdem fühle ich mich zum Beispiel in meiner Rolle als Mann in der Gesellschaft sehr wohl, ich habe da kein Problem mit, aber das wünsche ich mir halt für jeden, dass jeder sich halt wohlfühlen kann, so wie er ist. Und ich habe schon auch ein Problem mit meiner Rolle als Mann in der Gesellschaft, weil einfach ständig diese Erwartungshaltung an dich herangetragen werden, dass du der Ernährer sein musst und so. Und dass du, ja klar, so einen Druck will ich halt auch nicht auf mir dass haben. Du die Karriere machen musst und dass du irgendwie, wo ich mir denke, so was also an Marina gar nicht rangetragen wird, aber an mich halt. Ja, aber ne, so für mich, klar, ich wehre mich natürlich auch gegen diese Rollenerwartungen und deshalb bin ich auch ein großer Freund von Queerfeminismus, weil das eben mir so viel Freiheit gegeben hat. Also nur so als Beispiel, so früher in der Öffentlichkeit irgendwie tanzen oder ich mache Parkour, so wenn ich jetzt als erwachsener Mann auf irgendeinem Baum rumkletter oder an irgendwelchen Stangen im Park rumturne, da gab es eine Zeit, da hätte man mich als Kind abgestempelt, als Verrückten und so weiter. Mhm. Natürlich gab es immer irgendwelchen Rahmen in der Gesellschaft, wo Leute das mal machen können oder so. Aber auch durch eben feministische Bewegungen, auch die sexuelle Revolution und so weiter, können wir heute, ich weiß halt, mein Vater denkt bis heute, weil er halt eben noch so erzogen wurde, dass zum Beispiel Computerspiele was für Kinder sind. Ja, mein Vater auch. Ja, und das ist, ne, das der ist sagt das auch immer so, dass mit, der ist auch Tabuthema, darf ich dir gar nicht. Der sagt, das ist für kleine Kinder und Zeitverschwendung und so weiter. Ne? Genau, genau. So, und, so, aber das da ist so. Direkt hier, ja, und voller heute offen. Sind wir. Also die Vorstellung, dass jetzt irgendwie junger Mensch in unserem Alter oder sowas so denken würde, komplett abstrus. Und das liegt halt daran, dass sich das weiterentwickelt hat, dass die Menschen toleranter dem gegenüber geworden sind. Mhm. Und deshalb leben wir heute auch haben wir heute sehr viele Freiheiten als Mann, als Männer gewonnen, wegen Feminismus. Und deswegen ist das halt auch irgendwo ein Selbstzweck für uns. Natürlich. Und das kann gerne weitergehen. Das verstehen auch viele nicht. Ja, und die stellen sich dann hin und sagen, ich glaube, Imp macht das, hat das mal gemacht, weiß nicht, ob es immer noch macht, dass er dann sagt, so, er fordert einen Männerismus oder sowas oder Maskulinismus oder irgendwie sowas als Gegenwegen zum Feminismus für Männerrechte. Und die beste Männerrechtsbewegung, die es jemals gab, war der Feminismus. Und dann sagen sie, ja, also, weißt du eigentlich, dass Männer sich so viel öfter umbringen als Frauen und dann gibt es nur Feminismus? Ja, warum? Wenn fucking Feminismus ja genau gegen die Ursachen für diese hohe Suizidrate wer findet das eigentlich heraus? Dagegen ankämpfen möchte. Ne? Ja, übrigens diese Gender Studies, die machen das. Und gleichzeitig setzen sie die gleichen Leute hin und sagen, als Mann musst du richtig hasseln und gewinnen und musst ein Gewinner sein. Du siehst dir niemals Hilfe, geh nicht zur Therapie. Übrigens, du als Mann, wenn du eingestehst, dass du weinst, dann bist du auch, ne? Ja. Übrigens, 75% aller Selbstmorde werden von Männern begangen. Ja, no shit, wenn die halt immer so hart bleiben wollen und nicht zur Therapie gehen. Ja, und keine Ahnung, also das ist ja wegen patriarchalen Denken und wegen Antifeminismus sind ja Männer so drauf. Der Name Feminismus hat irreführend. Nein, der ist nicht irreführend, sondern es geht halt wirklich darum, Frauenrechte zu erkämpfen und dadurch, dass Frauenrechte und Frauen gleich berechtigt werden oder gleichgestellt werden, wie mit Männern, haben Männer automatisch, dann verlieren sie diese ganzen toxischen Rollenerwartungen. Ja. Ne? Außer man geht hin und versteht Feminismus falsch und sagt, die toxischen Rollenerwartungen sollten wir jetzt auch an Frauen stellen. Ja, übrigens, auch beim Dating, ne, so, weil so dieses Boss-Girl-Ding, so von wegen, so, du bist jetzt als Frau, musst du jetzt einfach die Chefin sein und deine Mitarbeiter knechten und dann bist du eine richtig krasse Feministin. Das ist ja wirklich sehr weit verbreitet im Feminismus. Ja, ne, wo das dann so gefeiert wird, so, ich denke, ey, das bringt doch auch niemanden weiter, ne, also das kann ja kein vernünftiges Verständnis von Feminismus sein, wenn auf einmal die Frauen die Ausbeuterinnen sind und nö, es ist halt so wie im Mittelalter irgendwie mehr Fürstinnen fordern oder so, ne? So mehr Sklavenhalterinnen, das würde helfen.
So, nee, natürlich. Du musst halt, also wir, so, jetzt gerade, wenn es um Kapitalismus geht, brauche ich nicht unbedingt mehr Kapitalistinnen, sondern ich will Repräsentation. Und Repräsentation erhalte ich durch demokratische Verhältnisse. Also wenn Unternehmen demokratisch sind, dann können wir sehr gerne auch Quotenregelungen oder sowas haben. Also in Island, da haben sie es ja so, dass 40% des Vorstandes eines großen Unternehmens muss ja aus Männern oder aus Frauen bestehen. Also die haben das dann gar nicht sozusagen gegendert. Also entweder du hast halt dann höchstens 60% Männer da drin oder höchstens 60% Frauen. Mhm. Was dann eben viel akzeptierter ist, sage ich mal, in der politischen Forderung gewesen. Ach so. Weil eben das nicht sozusagen auf Frauen, also ne, so als Frauenquote dann promoted wurde. Finde ich halt auch am Ende eine gute Idee, wenn das dann halt eben schneller, wenn man da eher schneller dann da ankommt. Mhm. Aber ja, also wenn es um zum Beispiel Dating geht, was halt so ein wichtiges, weswegen diese ganzen Pickup-Artists auch so durchgestartet sind, so die letzten Jahre, ja, weil ganz viele Männer halt eben Angst haben, ihnen wird da irgendwas weggenommen, sie kriegen halt keine Frau mehr ab. Aber ja, dieses Pickup-Artists ist auch einfach die Kommerzialisierung von Dating, dass Leute, ja, also man sagt, Dating ist ein Produkt. Mhm. So, und du musst halt einfach nur, du musst halt einfach nur das richtige Produkt kaufen. Und ich sag dir jetzt, wie das funktioniert. Ne, so wie du, nee, nicht das richtige, das ist falsch ausgedrückt, sondern du musst selber zum richtigen Produkt werden. Und wenn du zum richtigen Produkt wirst, und ich sag dir genau, wie deine Features sein müssen, dann wirst du am Markt dann auch erfolgreich sein. Ne, so, das ist so komplett neoliberal auf Dating angewendet. Neoliberalismus auf Dating angewendet. Genau, und das ist ja, dass gerade dieses Incel-Antifeminismus-Ding, dass das genau Dating für Männer noch viel schwieriger macht. Weil wenn dann Frauen diskriminiert werden, wenn die Angst haben müssen vor Männern, weil sie ja, nicht geschützt werden vor Übergriffen. Ne? Ja, genau, wenn sie nicht, ja, aber das ist ja, je freier Frauen sich fühlen können, je wohler sich Frauen fühlen können, je wohler, je sicherer sie sich fühlen können, desto eher haben sie, wollen sie dann zum Beispiel auch daten, haben dann nicht so viel Angst davor, sind dann auch offener, weil, ne, weil das, es heißt ja immer, oh, die Frauen, die kriegen halt die ganzen Likes in den Dating-Apps. Ja, aber die Frauen, die müssen da stehen und dann so, okay, wird der mich umbringen, wenn ich mich mit dem treffe? Das sind die Fragen, die sie sich dann stellen. Und dann so, okay, pass auf, beste Freundin, ich bin heute auf einem Date. Alle 5 Minuten schicke ich dir ein kurzes Emoji auf WhatsApp. Sollte ich das nicht tun, ruft die Polizei. So läuft das dann für viele Frauen nun mal ab, was halt echt traurig ist. Und das ist ja, deswegen sind ja die ganzen Dating-Apps auch überrannt von Männern, weil halt Frauen sich denken, okay, ist halt auch nicht so geil, wenn nach jedem Mal, wenn ich halt sage, boah, sorry, nach ein bisschen Chatten habe ich gemerkt, das wird nichts mit uns beiden, dass man dann halt niederbeleidigt wird. Ne? Auch nicht so geil. Ja. Das ist, Männer kommen nicht drauf klar, so, und das ist halt auch mit den Rollenerwartungen zu tun, wenn sie zurückgewiesen werden. Ja. Ja. Deswegen ist ja auch, deswegen gewöhnen sich Frauen ja auch an zu sagen, nicht zu sagen, ey, ich finde dich einfach irgendwie langweilig und uninteressant, sondern zu sagen, ich habe schon einen Freund. Weil dann ist ja ein anderer Mann der Grund der für Eigentümer. Die sind schon Eigentum von jemandem. Das Eigentum von jemand anderem. Dann sagen Männer, ja gut, okay, du hast schon einen Freund. Ja, ne? Ja, genau. Dann, aber so, wenn sagst, also du bist halt einfach pottenhässlich, ne? So, ich mit dir, dann kommen die gar nicht drauf klar, ne? So. Ja, genau. Das ist halt, aber wirklich, das ist halt so faszinierend, wie das funktioniert, auch bei der Kölner Silvesternacht, der berühmt-berüchtigten von damals. Da hatten sie dann erstmal sich alle beschwert darüber, dass die, dass da Frauen belästigt wurden. Und dass da natürlich Übergriffe passiert sind, die nicht schön waren. Aber es gab halt nun mal keine Gesetze, die man hätte anwenden können, um dann die meisten dort zu belangen. Weil Antifeministen bzw. rechte Parteien jahrzehntelang immer dagegen gekämpft haben, dass diese Gesetze verschärft werden, damit eben mehr als beispielsweise sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung klassifiziert wird. Und dann gab es die MeToo-Bewegung. Und feministische Gruppen haben härtere Strafen gefordert, um das Strafrecht und so weiter zu verschärfen. Und wer war dagegen? Ne? Und Frauke Petri, die damals noch in der AfD war, dass diese MeToo-Bewegung verstößt gegen deutsche Tradition, hat sie gesagt. Das ist halt auch einfach ein brillantes Zitat. Aber das ist halt, wie es, und dann merkst du halt, wie es läuft. So, auf der einen Seite nicht sexuelle Übergriffe härter bestrafen, aber auf der anderen Seite, boah, wenn die Syrer sich an den Frauen, deutschen Frauen vergehen, wieso lässt man die alle gehen? Was ist denn da los? Und dann merkst du auch so,
okay, es geht nicht darum, Frauen zu schützen. Frauen sind deutsches Eigentum. Die dürfen den Deutschen gehören. Die haben da gar keine Rechte. Mhm. Aber wenn die Ausländer sich ja, an den vergangen, dann sollen die am besten die Todesstrafe erhalten. Ja, und ja. Naja, so, das ist dann auch mal so, wenn dann jemand mit Migrationsgeschichte eine Vergewaltigung begeht, sofort abschieben direkt. So, und, ja, oder dass diese Geschichten überhaupt so viel weiter oder so großen Umlauf immer bekommen in sozialen Medien, als eben, weil es gibt natürlich auch zig Gruppenvergewaltigungen, wo nur Hans und Jenses dabei sind. Ja, ich habe das doch hier im Moment, ich habe die... Aber die interessieren sich halt. Also wir gehen kurz in die Rohdaten und, rein. Ne, und das ist ja immer das Ding, dass halt Linke werden eben bei einer Gruppenvergewaltigung, wo nur Deutsche dabei sind, werden nicht dann halt irgendwie so, das jetzt verbreiten. Hier siehst du das, das ist die, Moment, ich muss mal kurz, so, dann seht ihr das auch. Das sind die, ist direkt aus der BKA-Statistik, die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, und das sind Tatverdächtige mit Zuwanderungsgeschichte hier, diese, dann sieht man, okay, warte mal, das steigt ständig an, aber bei den Tatverdächtigen mit Zuwanderungsgeschichte, das geht ja tatsächlich zurück. Ja, kann halt sein, dass auf die vielleicht also ein sehr großer Druck lastet. Natürlich auch zu, so, aber im Vergleich zum Gesamt, zu den Gesamtstraftaten geht das tatsächlich zurück. Ja. Das ist ja komisch. Ja. Hat eine sehr simple Begründung. Auf der einen Seite ist es nun mal so, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise wenn sie nicht deutsch sind, dort wird viel eher angezeigt und viel eher wird dort, gehen auch die Frauen zur Polizei, und das wird auch viel stärker geahndet, also die Verfahren, die laufen da besser, sage ich mal, weil natürlich die Täter da durch eben ihre diskriminierte Stellung, dass sie eben dass sie dann halt auch härter, dass sie dann auch mehr zu befürchten haben, dass da einfach stärker gegen sie vorgegangen wird, dass dann natürlich auch mehr darüber berichtet wird und so weiter, dass dann auch ein größerer Druck lastet auf Nichtdeutschen in der Gesellschaft, keine Vergewaltigung zu begehen, was natürlich in dem Fall weiß ich nicht. Ne, so gut ist, während eben natürlich jemand, der zur Mehrheitsgesellschaft gehört, der als deutsch gilt bei uns, wird ja nicht so häufig in den Medien thematisiert, der wird sogar geschützt, der kriegt immer wieder mit, dass Täter geschützt werden, und dementsprechend kann ich da natürlich auch dann liberaler handeln, sage ich mal, aber gleichzeitig trotzdem sind Frauen in den letzten Jahren mutiger geworden, das auch zur Anzeige zu bringen. Mhm. Und deshalb sind hier die Fallzahlen höher gegangen. Und Experten sagen, früher gab es noch viel mehr Vergewaltigungen, die wurden nur nicht zur Anzeige gebracht. Aber guck mal, das ist 2018 bis 2022. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, mit diesem ganzen Anti-Diskriminierungsgeschisse. Ne? Dass halt, dass einfach so viel mehr Frauenhass und Queerhass gibt in der Gesellschaft, was sich dann auch sich in dieser Statistik auch mit abgebildet sein wird. Dass dann auch Menschen einfach schneller übergriffig, oder Männer, muss man ja sagen, schneller übergriffig werden. Ja, ja, aber ja gut. Also das ist am Ende des Tages, ja, ich meine, da wurde auch das Strafrecht angepasst inzwischen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich meine Stalking haben sie... Da haben sie halt eben auch die Gesetzeslage geändert. Ich glaube, das galt auch für andere Sachen, dass halt wirklich schneller das als Stalking gilt. Die Hürde ist immer noch sehr, sehr hoch. Ne? Und dann eben gerade bei Verbrechen gegen sexuelle Selbstbestimmung und so weiter, dass dort dann auch, glaube ich, die Klassifikation erweitert wurde. Dieses, und dadurch steigt natürlich die Fallzahl an. Nur Ja heißt Ja oder so, ne? Haben die geändert. Weil vorher war es ja so, man musste Nein, also die Frau musste Nein sagen. Ja. Und jetzt ist es so, dass nur Ja auch Ja bedeutet. Und wenn jetzt eine Vergewaltigung stattfindet und die Frau nicht Nein gesagt hat, dann ist es egal. Also für die, dann ist es immer noch eine Straftat. Mhm. Und das war vorher irgendwie anders, das hat man irgendwie geändert. Ich bin mir erst auch nicht so 100% sicher, aber weiß es gerade auch so war es. Also es kann natürlich sein, dass der Chat das besser war. Ja. Genau, aber... ja, aber das ist halt natürlich auch am Ende ist es... Aber Imp würde jetzt sagen, also es gibt auch Männer, die übrigens vergewaltigt werden.
gibt übrigens das auch. Die muss man ja auch ansprechen. Weil der immer diese absurd. Ja, das ist halt, ja, also da muss man halt, ja, aber es ist ja nicht so, ja, aber natürlich, es gibt für alles Ausnahmen, es gibt bei allem Probleme. Ja. Es gibt auch bei allem, was er da fordert an sozialen Gesetzgebungen und so weiter, ne, wird es auch immer irgendwelche Probleme geben. Mhm. Und man kann leider Gesetze niemals perfekt machen. Nee. Das geht nicht. Du musst halt immer damit rechnen, dass es halt irgendwo Verschleiß gibt und dass irgendwo... Dass 83 Millionen Individuen, die alle individuelle Bedürfnisse haben. Genau. Und genau, wenn du irgendein Gesetz machst, wirst du immer für irgendwen das nicht so hundertprozentig gerecht. Aber das ist auch so eine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Also, ja, wenn ich ja für das Selbstbestimmungsgesetz jetzt wäre und dann als Imp und dann plötzlich doch mal so ein Fall auftreten könnte, wo dann aus irgendeinem Grund irgendwer in eine Umkleide gegangen ist, als Mann. Und, was er ja sonst nicht könnte. Genau, ne, weil er ist ja ein magischer Schutz, magisches Schutzsiegel davor, was mich davon abhält, gegen das ich halt einfach pralle und dann wird das aufgelöst und dann gehe ich da einfach rein und kann machen, was ich will. Dann muss ich ja Verantwortung dafür übernehmen. Dann war ich ja für dieses Gesetz. Dann klebt ja Blut an meinen Händen, weil ich war ja dafür, dass das passieren kann. Ja. Und genauso ist das natürlich auch bei so Waffenlieferungen an die Ukraine oder sowas, dass in dem Moment, wo ich dafür bin, dann könnten ja auch Unschuldige dadurch umgebracht werden. Dann muss ich das ja auch irgendwie verantworten. Also, einfache Lösung. Ich übernehme gar keine Verantwortung für irgendwas. Ich sage halt einfach, nö, ich bin dagegen. Mhm. Oder so, ich bin für Frieden. So in dem Fall. Und das kann man natürlich dann immer erweitern auf ganz viele andere Geschichten und kann sich dann immer schön irgendwo die Welt so sich zurechtbiegen, dass man am Ende sich nicht gegen die Stärksten stellen muss, man muss sich nicht irgendwie gegen die Masse stellen, man muss sich nicht gegen die Reichsten oder sowas stellen. Man kann auf der Seite sein von der Mehrheit, auf der Seite von Casino-Streamern und man kann auf die Schwächsten boxen und am Ende trotzdem das irgendwie sich so drehen, dass man das ja eigentlich gegen Unterdrückung macht. Ja, das macht, also das hat ja weder Erwin noch Imp gesagt, dass er das eigentlich gegen Unterdrückung macht, aber da gibt's, also da konnten wir auch beide gar keine Begründung für liefern tatsächlich, außer, ja, die hat auch schlimme Sachen gesagt. Wie man sagt, so, what the fuck, ey. Ich finde es auch so gut mit. Irgendwie, ist die Anstalt nicht linker als Jan Böhmermann? Also, okay, wenn die Anstalt nicht, also, solange die Anstalt linker ist als Jan Böhmermann, ist es richtig, gegen Jan Böhmermann zu gehen? Da kann ich ja froh sein, dass es die Anstalt und Jan Böhmermann gibt. Also da muss ich doch eigentlich sagen, boah, gut, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass ihr da so gute Programme habt. Ja, da ist einfach kein Argument, weil ich gesagt habe, ja, Jan Böhmermann, also nee, das ist ja so die linkeste Sendung im Öffentlich-Rechtlichen und da ist die du raussuchst, wo du gegen vorgehst und dann wusste er nicht, was er gegen sagen soll. Aber die Anstalt ist ja wohl noch linker, oder? Okay, so, und jetzt? So, okay, gut. Und dann so, oh, ach so, stimmt. Oh, Imp, krasses Gegenargument. Die Anstalt ist linke. Ah, oh, hab ich vergessen. Ja, gut, dann never mind. Dann geh ruhig gegen Jan Böhmermann, weil das wird bestimmt helfen und uns näher an den Sozialismus bringen. Das ist ja ein Podcast. Das ist, ich komme jetzt jeden Tag vorbei. Ja. Lara konnte seine Miete nicht mehr bezahlen. Ja, meine Eltern wollen nicht mehr bezahlen. Ja. Und dann hab ich gesagt, wohnt jetzt hier. Ja, oh, selber arbeiten gehen oder bei Neidhardt unterkommen. Genau, einfach viel zu viele Anwaltkosten. Ja. Ne? Richtig, richtig. Inzwischen türmt sich das, ja. Ne, so, boah, bei den ganzen Leuten, die ich da, denen ich ans Bein gebe. Willst du noch irgendwen Nazi nennen? Gronkh. Ja, keine Ahnung. Ja, es kommt ja nichts. Also das ist so, ganz viele Menschen haben da irgendwie ganz tolle Sachen angekündigt. Und es kommt halt einfach nichts. Also ich habe keine Anklagen oder so. Ne? Nur so zu, ich habe halt eine Abmahnung gehabt, gegen die habe ich mich verteidigt. Es gab noch eine andere Abmahnungsgeschichte, da habe ich auch nachgegeben aus Gründen. Aber sonst war es halt. Ne? Aber ja, das war teuer. Das werde ich aber ein anderes Mal erzählen. Muss ich auch zugeben, habe ich vielleicht ein bisschen geflunkert, wenn es um die Kosten ging. Ne? Also war am Ende hat es Vor- und Nachteile gehabt. Das muss ich. Aber erzähle ich ein andermal. war ordentlich teuer. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen was zu spenden. Und meine Eltern bezahlen das nicht. Nein, meine Eltern haben da nichts mehr von bezahlt. Ja, das sagt die, ne? Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber ach so, und die Höcker-Anwälte habe ich nicht mehr. Ja, ich hatte zwischendurch tatsächlich, ich hatte die Höcker-Anwälte. So, ich erzähle kurz, ich erzähle kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe bei Google Medienanwalt eingegeben. Ja.
Und dann kam die Kanzlei Höcker und dann dachte ich so, oh gut, dann frage ich die halt mal, weil ich mich überhaupt nicht damit befasst habe, wen ich da bekomme. Und das sah halt alles. Die heißt Kanzlei Höcke oder was? Höcker heißt die. Höcker. Das ist die, das ist halt so, also wirklich, ne, so die vertreten halt alles, was böse ist und mich, ja? Also, so, und nur Nazis sonst außer dir oder was? Ja, ja, also so Marie-Louise Vollbrecht ist da, die diverse AfD-Politiker, Tobias Huch, KuchenTV und ne, so wirklich zig Leute, also und auch der dem die gehört, ne, haut ständig die wildesten Sachen raus an politischen Takes und ist auch bei der Werteunion und so, ne? Geh doch zum Scherzanwalt Christian, ja, Witz. Und ich sag mal, und das Ding ist halt, dass ich hatte die dann erstmal engagiert und dann habe ich halt irgendwann erfahren, so als sie auch Grabenkampf und so gemacht haben, damals noch so, okay, die sind scheiße. Und dann dachte ich mir, okay, da muss ich mich mal irgendwann darum kümmern, dass ich eine neue Anwaltskanzlei bekomme. Und dann war, und dann habe ich das aber verpennt. Und dann irgendwann kam halt die ganze Sache mit Skurrus. Und dann habe ich, und dann war ich so, ja, fuck, jetzt kann ich mir schlecht irgendwie neuen, das, ne, da gibt es eine Frist, irgendwie nächste Woche muss ich das irgendwie darauf geantwortet haben. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier zu den Höcker-Anwälten. Fuck it. Ne? Und die sollten dann erstmal sozusagen aufzeigen, dass man... aber die vertreten auch Björn Höcke oder was? Nee, Björn Höcke wüsste ich jetzt nicht, aber eben diverse AfD-Politiker. Ne? So, und am Ende des Tages sind da halt in der Regel haufenweise eher unschöne Leute, die... die vertreten, ne, so, ja. Sehr viel, also natürlich will ich da jetzt nicht jeden in direkt ziehen, da werden auch ein paar Leute irgendwie, ne, so, ja, aber in der Regel Linke meiden. Ist auch mal eine gute Idee, Medienanwaltskanzleien öffentlich zu diffamieren. Richtig, ne, deswegen, dafür sind die bekannt und ich möchte trotzdem sagen, so, die haben tolle Arbeit geleistet, ja, also wirklich, ne, ich habe sehr gut, ich habe von Skurrus eine Abmahnung bekommen. Die sind nur mutmaßlich. Richtig, ich habe von Skurrus eine Abmahnung bekommen, weil ich mutmaßlich eine Schimmel-Anwaltskanzlei, weil ich ihn als Fascho bezeichnet habe, ja, so, was ich heute nicht machen würde, weil ich weiß nicht, wie er gerade politisch tickt. Ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gehört. Damit ist das jetzt erstmal rechtlich abgesichert, ja. Das war in der Vergangenheit. So. Und das Ding ist halt, dass die natürlich da eine Verteidigungsschrift aufsetzen, warum man Skurrus als Fascho bezeichnet. Und das Ding ist halt, dass diese Höcker-Anwälte, muss man den schon lassen, die kennen sich aus irgendeinem Grund mit Faschismus sehr gut aus. Ja, ja? Weiß gar nicht, warum. Und wissen ganz genau, wann etwas faschistisch ist und wann was nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass deswegen auch nichts mehr kam und ich bin natürlich ein Laie, ich erkenne mich juristisch nicht so gut aus, aber wahrscheinlich ist die Frist, um mich jetzt noch anzuklagen, auch schon lange abgelaufen. Ja, kann natürlich sein, dass man jetzt noch irgendwie versucht, man könnte mir jetzt noch eine Unterlassungsklage irgendwie schicken, aber das wäre halt am Ende kein Sieg, da kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, also ne, das traue ich halt so einem Skurrus oder so zu, dass der sich dann natürlich hinstellt und sagt, das, ich habe eine Unterlassungs... Das ist so das, was du einfach jedem schicken kannst. Das, also, du kannst halt jedem eine Unterlassungsschrift schicken und die kann er unterschreiben oder eben nicht. Und wenn die Person sich weigert, dann kannst du natürlich noch die einklagen. Das heißt, du kannst den zwingen über den Rechtsstaat, dass er die unterschreibt. Ne, beziehungsweise, dass er das unterlässt. Wenn er das verliert, aber das ist ja am Ende, ja genau, wenn er es verliert, dann hat er es halt verloren. Wenn er es gewonnen hat, dann darfst du halt eben dieses Wort nicht sagen, aber der kriegt ja keinen Schadensersatz oder so. Ne? Ja, also beide müssen zahlen, oder was? Ja, am Ende des Tages, klar, ich könnte mich dann natürlich dagegen verteidigen. Eventuell würde das dann eine Rechtsschutzversicherung übernehmen. Bei einer Abmahnung in der Regel übernimmt eine Rechtsschutzversicherung das nicht übrigens, wenn ihr euch dagegen verteidigen müsst. Das ist aber am Ende des Tages, kannst du dich natürlich hinstellen, wenn deine Fans größtenteils nicht so kluge Menschen sind und sagen, guck mal, ich habe hier irgendwas vor Gericht gewonnen, aber am Ende ist das halt nichts, weil es keine richtige Gerichtsverhandlung oder sowas ist. Es ist halt nicht, ich habe ihn auf Diffamierung verklagt und dann gewonnen, sondern ich habe einfach nur eine Unterlassungsklage erwirkt, was halt nichts ist. Also du kriegst keinen Schadensersatz. Der andere ist jetzt auch nicht vorbestraft oder irgendwas, oder irgendwas gibt es eingetragen, gibt es sowieso nicht bei Zivilklagen und so, aber wurscht. Punkt ist, theoretisch gesehen könnte man das noch machen, was aber am Ende des Tages den Aufwand wahrscheinlich gar nicht wert ist. Das kostet halt nur ihn dann. So, und das ist halt, das ist so ein Ding, ich warte halt immer noch auf Klagen. Und ich habe vor 2 Wochen gehört, vor 3 Wochen oder so, dass das dann in den nächsten Tagen reingeflattert kommen würde. Wollte aber, KuchenTV dich nicht auch verklagen? Nö, habe ich noch nicht gehört. Nee. Wüsste ich nicht.
Ja, aber das ist halt eben das Ding, wie das halt funktioniert bei denen. Also die erzählen halt solche Sachen, da sind die ganzen Fans, yeah, der verklagt den, passiert halt nichts. Also die machen halt nichts. Ne, auch, also keine Ahnung, die erfinden halt auch, also beispielsweise das mit Shoyokas Anwälte haben aufgegeben oder so, ja. War halt einfach frei erfunden und wahrscheinlich flatterte deshalb noch eine Abmahnung oder sowas rein bei denen, ja. Dass sie sowas nicht behaupten dürfen. Oder das, das haben die also auch nie wieder behauptet, ne? Genau, haben sie auch nie wieder behauptet. Kann natürlich sein, aber das sind natürlich so Sachen, da wird jetzt ein Shoyoka nicht sich hinstellen und sagen, haha, ich habe ihn jetzt dafür abgemahnt, sondern die ist ja schlau genug, dann erstmal abzuwarten. Ne? Oder war lange Zeit sozusagen schlau genug. Ich finde es aber auch, also man hat ja gesehen, also ich war sehr beeindruckt davon, was sie da auf Twitter angestellt hat, weil das war ziemlich gut. Also jetzt etablierte Medien, ich gucke immer mal nach, Google Shoyoka und da sieht man hier Redaktionsnetzwerk Deutschland, Deutschlandfunk und was weiß ich was, wer alles. Also wirklich seriöse Presse berichtet inzwischen darüber. Mhm. Und das ist halt genau das, was passieren muss, weil dieser ganze Influencer-Bereich. Seit den Bann gemacht, also in dem TV gebannt haben, sind die ja auch alle ziemlich ruhig geworden. Ne? Ja. Hast du denn inzwischen eine neue Kanzlei? Ja, ich habe inzwischen mir eine neue Kanzlei gesucht. Also die haben ja alle die Hose voll jetzt. Das finde ich schon ziemlich, hat Shoyoka schon ganz gut hingekriegt. Ja, also das ist ja das, also ich hätte, da gab es dann die Solidaritätsbekundung und so. Sie ist taktische Fehler waren von ihr immer, dass sie Hilfe abgelehnt hat, weil sie hat sich ja auch gewünscht, dass es dann Content Creator gibt, die dann halt das Ganze, dass die Videos produzieren. Nee, und aber so weiter. Das war ja die Situation. Also sie hat ja, ihre Herangehensweise, und das funktioniert ja meistens auch, war, ich ignoriere die einfach. Mhm. Ne? Und das meistens funktioniert das. Nur die waren so hartnäckig und haben so viel Kohle damit gemacht, dass die einfach immer weitergemacht haben. Und, ne, und dann hat sie halt einfach gesagt, so bitte ignoriert das auch. So, das ist gerade meine Strategie. Und das fand ich ja auch legitim. Ne? Das ist auch legitim. Ich wusste halt von Anfang an, dass es nicht funktionieren würde, weil es halt eben kein normaler Beef ist, sondern eben was Politisches auch. Dass das diese politische, dass da die Politik noch mit reinspielt. Und es halt eben dann, weil der Grund, warum das ja so gut läuft gegen die Woke-Bubble, weil es halt eben rechtsextreme Online-Netzwerke gibt, die versuchen, die Klickzahlen noch zu verstärken für solchen Content. Das heißt, der Content-Creator selber, der Meinungsblogger, der normalerweise nicht politisch ist, oder komischerweise bei den ganzen Rechtsextremisten ist das gar nicht so richtig als Thema aufgegriffen worden. Nee, also das die ist haben selten. Ich habe nachgeschaut, also viele von denen haben wirklich sich damit kaum befasst. Kaum und auch so, wenn man sich jetzt so AfD, diese ganzen AfD-Fan-Kanäle, die es auf YouTube gibt, ja reihenweise mit zigtausenden Followern, haben das Thema null behandelt. Gar nicht. Ja. Das hat mich schon gewundert. Ja, also da, ich habe ein paar Kanäle gefunden, die das eben aufgegriffen haben, aber ich würde sagen, die großen Kanäle aus eben diesen Zirkeln haben das irgendwie liegen gelassen. Mhm. Das waren alles so dumme Trottel, die sich darauf gesetzt haben. Genau, und das Ding ist, dass also trotzdem verstärken die sowas. Also diese Klicks, also du siehst einfach als Meinungsblogger, oh ja, cool, wenn ich diesen Content mache, dann kriege ich ja mehr Klicks, als wenn ich irgendwie einen anderen Content mache. Das hat irgendwie auch gesagt, ne? Ich gesagt, du weißt doch, wenn du einen Titel schreibst, dann hast du doppelte Viewer. Und hat er auch gesagt, so, ja klar. Ja, genau. Und das ist halt einfach, wie es dann funktioniert. Und dann, und das ist halt das Feedback, was die bekommen. Und dann machen die das halt weiter. Ja. Weil für sie ist es, ah ja, cool, anscheinend habe ich hier irgendwie eine Goldader gefunden. Das ist das, was die Leute gerade bewegt. Aber das ist eben genau das, was dazu führt, dass die dann nicht aufhören, dass den Leuten das nicht langweilig wird. Weil am Ende geht es nicht einfach nur darum, Beef mit dem einen da zu sehen oder der einen, sondern es geht darum, irgendwie politisch was zu erreichen, nämlich, dass beispielsweise eine Shoyoka aufhört oder dass sie weniger Follower und Zuschauer hat, dass natürlich dann auch andere Aktivistis auf den Plattformen davon abgehalten werden, sich zu engagieren, weil die dann auch diesen Hass abbekommen und so weiter, weil alles, was auf Shoyoka geht, das strahlt ja direkt weiter auf weitere Feministinnen und queere Menschen und vor allem eben auf die, was natürlich dann auch, da, also wir haben das ja gesehen, also gibt es ja einige, die streamen viel weniger oder gar nicht mehr, weil die da gesagt haben, boah, diesen Hass, das kann ich nicht mehr ab. Auch mein Kanal hat dadurch jetzt nicht irgendwie ich habe seit 4 Monaten oder sowas, habe ich halt, in den letzten 4 Monaten habe ich plus 100 Follower oder so gemacht. Mhm. Das ist halt, das ist jetzt. Folgt mal alle da, also sehr gerne, aber wenn ihr das noch nicht tut, aber regelmäßig gibt es da Stream bevor Nighttime Stream, aber so 3-mal die Woche oder so. Deswegen, das ist schon etwas, wo
wo du natürlich aber auch dann durch das System davon abgehalten wirst, dich zum Beispiel mit Shuyoka zu solidarisieren. Und das war sozusagen ihr taktischer Fehler aus meiner Sicht. Natürlich kann sie das machen, wie sie, ne, so, das, also da würde ich jetzt niemals sagen, boah, was ist die dumm oder sowas, sondern sie hat halt eben die Entscheidung getroffen, ich möchte versuchen, das einfach mich da rauszuhalten, dann ist gut, deswegen redet bitte nicht drüber. Mhm. Aus meiner Sicht hat das. Also, ist, ne, ich dachte mir von Anfang an, es funktioniert nicht. Ich wusste, das wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie da diesen krassen Rundumschlag machen muss. Und dann hat das auch was bewirkt. Und das Ding ist halt, dass sie dann, so habe ich das zumindest verstanden, hat sie sich gewünscht, dass zum Beispiel Content-Creator auch mal Videos darüber machen, um mal eben dann den Leuten zu zeigen, guck mal, so fing das an. Guck mal, was KuchenTV alles für Quatsch verbreitet oder was der und der für Quatsch verbreitet. Und aber das Problem ist halt, dass jeder Content-Creator immer die Angst haben muss, dass sie gegen den gehen wird, weil sie das immer wieder signalisiert hat, wodurch man sich dann denkt, ja okay, natürlich, also da gibt es garantiert viele Leute, die eigentlich auf ihrer Seite sind, aber weil sie eben Angst haben, selber Zuschauer zu verlieren oder Klickzahlen einzubüßen, werden sie halt sagen, ich werde ihr nicht helfen, weil da verliere ich einfach zu viel. Und da braucht es immer sozusagen dieses, ich belohne, also das, es muss, also sie gewinnt am Ende, ganz simpel, dann, wenn es sich mehr klickt und besser monetarisieren lässt, ihr zu helfen und sich für sie einzusetzen, als sich als gegen sie. Na, ich glaube, sie hat vor allen Dingen gewonnen, weil sie diesen Bann erwirkt hat. Ja, genau, genau. Das ist natürlich. Das ist der Big Win ja, gewesen. Also das, es läuft ja trotzdem aber, noch. Ne? So, aber natürlich ist das eben auch etwas, was ich auch eben vermutet hatte, dass wenn man das richtig zur Eskalation treibt, dass dann die natürlich als erstes gebannt werden. Mhm. So, und ja, also deshalb einfach die treiben und irgendwann passiert nun mal sowas. Ne? Das, da muss man auch sagen, dass da halt natürlich so ein Tim Held anscheinend irgendwo so eine. Also ich habe das halt, ja schon fast ich hab eine andere Herangehensweise gehabt. So, ich habe das halt wirklich, wenn die gesagt hat, wo die gesagt hat, nö, bitte haltet euch raus, habe ich das auch gemacht. Ne? Ja. So. Na, und ich habe. Also, ich habe auch. Wie soll ich sagen? Obwohl, nee, ist auch egal. Aber ja. So. Ich glaube, das ist jetzt auf einem relativ einigermaßen guten Weg und daher, ja, sehr gut, aber es zeigt halt einfach auch über gewisse Leute bestimmte Dinge, nämlich dass so Imp halt schon sehr opportunistisch denkt. Also, er ist halt ein Schisser am Ende. Ja, er ist ein Schisser, aber halt, er denkt auch sehr opportunistisch. Der guckt sich schon ziemlich genau an, wo kann ich welche Klicks abgreifen, wie kann ich wie viel Geld mit was verdienen. Und gleichzeitig stellt er sich dann aber auch hin und wenn er dann so einen Shuyoka-Stream guckt und dann sagt er dann, wow, die hat gerade 130 Euro bekommen und sich nicht mal bedankt. Und die hat 5000 Subs in dem Sabaton gemacht. Dem muss ich ihre Tränen mit Geld abwischen. Während er selber sein, also sehr, sehr viel von dem, was er tut, nicht alles, aber sehr, sehr viel danach ausrichtet, meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach, was gerade am meisten Geld und am meisten Klicks bringt. Ja, und wenn sie halt kein Geld bekommen würde, dann würde man sich halt hinstellen und sagen, guck mal, die Leute unterstützen sie nicht, offensichtlich liegen wir richtig. Also da kann man, kannst das ist gewinnen. Halt eben, das sind diese Mobbing-Dynamiken. Ja, du kannst nicht gewinnen. Genau, egal was du tust. Wenn du, ne, das sieht man auch in der Schule, wenn es ein Mobbing-Opfer gibt, der kann machen, was er will. Genau, alles, was die Person tut, ist falsch. Alles schlecht ausgelegt, genau. Egal was passiert. Genau, und das seht ihr, also das erkennt ihr auch sehr stark daran, weißt du, wenn ich mir einen Stream anschaue von Menschen, mit denen ich da die Kontroverse habe, dann werde ich versuchen, inhaltlich auf das einzugehen, was sie machen. Vielleicht werde ich mal irgendwie mich über die Aussagen lustig machen oder mal den keckigen Gag bringen oder sonst was, wenn es um, keine Ahnung, der haut halt irgendwelche komischen politischen Theorien raus und dann mache ich mich darüber lustig. Mhm. Aber ne, so auf so das, wovon ich mich zumindest versuche, größtenteils fernzuhalten, ist halt irgendwie, guck mal, der atmet aber sehr schnell. Oh, guck mal, der guckt aber sehr komisch oder sowas, weil es halt Quatsch ist. Aber das ist halt eben genau das, was diese Mobbing-Dynamik ausmacht, dass man versucht, alles, was irgendeine Person ist, am Ende als falsch darzustellen. Ja. Und da kann die Person gar nicht gewinnen. Und das ist dann, keine Ahnung, oh, die trägt grün. Oh, grün ist ja so lächerlich. Ne? Und dann kommt irgendwie der beste Freund vorbei, trägt auch grün. Ja, wenn du das trägst, natürlich was anderes. Du machst das richtig. Ne? So läuft das halt eben dann in so Schulen mit so Mobbinggruppen und so weiter ab. Und am Ende des Tages geht es darum, natürlich das Opfer zu brechen, Kontrolle auszuüben. Und das Wichtigste ist eben, dass man cool bleibt. Also aus meiner Sicht, das heißt nicht, jeder, der das macht, ist schlecht. Manche können es nicht. Ne? Aber wenn ihr könnt, wenn ihr es schafft und wenn ihr mit sowas zu kämpfen habt, bleibt
cool, wenn ihr es schafft, schafft es zurückzuschlagen mit eben natürlich auch keckigen Witzen, indem ihr eben auch zeigt, ihr habt keine Angst, ihr lasst euch nicht brechen, macht weiter Mobber, mit dem, was Mobber ihr tut. Mobber sind meist auch sehr fragil. Also ja, wenn die merken, die kriegen Gegenwind, dann kriegen die oft schon ziemlich genau. Muffe. Ja, ne? Genau. Und wenn die ihre Kontrolle auch nicht ausüben können, also wenn die sich über eure Frisur lustig machen, ihr behaltet die Frisur immer bei. Ja, weil ihr sagt, nö, gut, wenn du dich drüber lustig machst, mir doch egal. Das ist das, was die dann am meisten ärgert und auch bricht in der Zeit. Ja, als Opfer kannst du eigentlich gar nichts machen gegen Mobber. Ja, doch, du kannst also, ne, du kannst halt versuchen, dem Ganzen natürlich die Stirn zu bieten und auch deine Würde zu bewahren. Ja, aber das und wird natürlich ist nee, du bist immer auf Leute angewiesen, die dir helfen. Klar, Seite das musst du natürlich schaffen, aber du musst halt auch diese Hilfe dir auch suchen. Also das ist halt auch wichtig. Du musst halt alles daran setzen, irgendwo die... Das, was Karl sagt, Mobbing-Opfer sind einfach am Arsch. Du kannst nichts tun. Du bist, genau, drauf, genau. Du bist fucking drauf angewiesen, dass sich andere Leute für dich einsetzen. Ja, also ich habe halt auch damals in der Schule Mobbing erlebt. Ne, so, das war halt in der Oberstufe. Ich hatte halt das, sage ich mal, Glück für mich, dass ich dann als Sieger vom Platz gegangen bin tatsächlich. Aber das ist etwas, das habe ich bisher auch nur bei mir mitbekommen. Das war so, dass ne, ich wurde halt rassistisch gemobbt. Oh ja, dein Papa ist ja Kurde und er hat kein Land. Und ich war halt auch sehr, sehr schmächtig. Ich war, ne, hatte eine komische, nerdige Körperhaltung. Ich trage heute Kontaktlinsen, ich trug eine Brille und ich habe halt mir nicht die tollsten Klamotten gekauft und na, alles Mögliche hat man mir dann angekreidet und ich litt wirklich sehr darunter. Es ging von der 7. bis zur 13. Klasse und irgendwann in der Oberstufe, als das dann immer noch so war, da habe ich dann irgendwann so auf die Kacke gehauen und so bei den Lehrkräften eingefordert, dass die mir helfen. Und wirklich richtig für Krawall gesorgt, dass die dann halt irgendwann nachgegeben haben, weil die mir auch immer gesagt haben, ja, einer ist es ja immer und so weiter und da musst du mit irgendwie klarkommen. Ja, Lehrkräfte wollen sich immer nicht mit genau. Und irgendwann haben die dann gesagt, okay, fuck, ne, so, dann helfen wir dir jetzt, wenn du so einen Terror machst. Und dann gab es halt wirklich so das Gespräch mit der ganzen Klasse und das war so peinlich für die das dann, für die Täter, ne, die paar und für auch alle anderen Anwesen, dass die da sich jetzt damit befassen und dass sie auch bloßgestellt wurden. Und ich habe halt die ganze Zeit dann auch für mich Wege gefunden, sozusagen stark zu bleiben, dass auch wenn das halt nur so irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Anime... Soll ich mal sagen, wie meine Anti-Mobbing-Intervention... Ich bring's kurz zu Ende, ja. so auch wenn es die ganze Zeit daraus bestand, Anime-Intros oder sowas zu hören, ja. So irgendwie versuchen stark zu bleiben und mich dem auch zu stellen und am Ende, und dann irgendwann, ich habe dann angefangen hier mit Parkour, ich wurde sportlicher, meine Körperhaltung wurde gerade, ich habe die Brille eingetauscht gegen Kontaktlinsen, ich habe meine erste Freundin kennengelernt, die zum Abschlussball mitgebracht und da war ich dann am Ende des Tages, da konnte man mir auch nichts mehr, da wollte man mir auch nichts mehr. Und dann bin ich da für mich als Sieger vom Platz gegangen, habe mein Abitur gemacht. Da bist du aber ein krasser Ausnahmefall. Weil ja, natürlich. Karl sagt, so traurig ist aber der einzige Weg aus Mobbing, Schule in Neuenkirchen rauszukommen, ist ein Umzug. Meistens ist das so. Meistens ist das so, das weiß ich. Aber bei mir war das so. Ja. Da ist dann meine Mutter damals hingegangen und hat gesagt, so, die ärgern den immer, ihr müsst ja mal was dagegen machen. Und dann hat mein Klassenlehrer damals auf der Realschule hat so einen Stuhlkreis gemacht und haben sich alle in den Stuhlkreis gesetzt und ich saß auch da. Und dann durfte jeder mir sagen, warum er mich scheiße findet. Ja. Also jeder durfte mir sagen, warum denn jetzt gerade den? Ne? Ja. Warum? So, und dann war das durch und dann hat der Klassenlehrer gesagt, so, gut, dass wir das jetzt geklärt haben, dann wird das ja hoffentlich in Zukunft besser werden. Ja, richtig. natürlich. Aber auch selbst wenn du keine solche Vollidioten als Lehrer hast und die halt wirklich versuchen, da was gegen zu machen und auf eine vernünftige Art und Weise, sobald diese Mobbing-Gruppe halt mitbekommt, dass du zur Schulleitung gehst oder zu Lehrern gehst und so weiter, wird es ja im Regelfall fast immer schlimmer. Richtig. Und deswegen richtig. Meine Herangehensweise als Lehrkraft war immer, wenn ich hatte einen relativ scharfen Blick für Mobbing-Dynamiken. Ja. Und ich habe das einfach von mir aus gemacht. So, ich bin dann wirklich so auf toxischer Mann dazwischen gegangen. So, und bin auf toxischer Mann dazwischen gegangen. Und in der Grundschule, in der ich gearbeitet habe, habe ich das genauso gemacht. Und habe mich auch gar nicht dafür interessiert, so, ne, ich bin nur auf die Täter gegangen, so, und hab mir auch gar nicht mich irgendwie mit dem, aber das hat auch letzten Endes wahrscheinlich für einen Tag dem Mobbing-Opfer irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, aber es hat an der Situation auch effektiv nicht viel geändert. Du musst dich auch auf das Opfer konzentrieren und das Opfer unterstützen
Und so in der Grundschule, da habe ich wenig schönerweise an Mobbing erlebt, was aber auch so eine demokratische Schule war, wo sehr viel mein gemacht Bruder wurde. Mein Bruder war auch mit dem Wut dann gemobbt und dann habe ich den vermöbelt und dann war es gut. Das geht auch. hat er nicht mehr die Fresse aufgemacht das und sich über Mobbing auch beschwert. Voll gut. Einfach den härter mobben, dann nimmt er das in der Schule nicht so krass wahr. Ich habe, ne, um auch die meine Mobbing-Geschichte nochmal abzuschließen, weil die hat dann damit für mich komplett geendet, weil nach 3 Jahren, nachdem ich aus der Schule raus war, habe ich dann erfahren, dass mein Hauptmobber von damals, dass der an Leukämie gestorben ist. Und das war dann sozusagen für mich, so blöd es klingt, irgendwo ultimative Gerechtigkeit, aber natürlich nichts, wo ich gesagt habe, yes. Aber ich habe jetzt auch nicht ehrlicherweise krass getrauert oder so. Mhm. Aber das war wirklich dann hart, ne? Also da, du hörst das und da musste ich das auch erstmal verarbeiten. Aber es war trotzdem für mich, weil natürlich gehst du aus der Schule raus, du erinnerst dich an die ganzen Sachen, die passiert sind. Du hast das Gefühl, niemals wirklich Gerechtigkeit erlebt zu haben, sondern du bist halt einfach nur irgendwie als Sieger vom Platz gegangen, aber die anderen haben jetzt auch nicht verloren unbedingt. Mhm. Und dann passiert sowas und das war wirklich für mich so aber der Abschluss von dem Ganzen, wodurch ich dann nie wieder darüber nachdenken musste, großartig. Mhm. Und das, ja, das war, da habe ich sozusagen das so für mich bewältigt. Ich habe da eine ganze Zeit lang, bin ich durchs Leben gelaufen, habe mir gedacht, boah, ne, so jedem Opfer würde ich sagen, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, du musst krass. Da habe ich dann aber nach Jahren auch gemerkt, das ist scheiße. Ja. So, das ist richtiger Quatsch. Ne, aber erstmal war das erstmal für mich sozusagen, ja. So, und wenn du nicht stark genug, ich war damals stark genug, du musst auch stark sein. Du musst so eine Gigaswitch werden wie genau. Ich und alles zu der Nähe. Hör mal dieses Anime-Intro. Ne, so. Ja, und dann dann irgendwann selber im pädagogischen Kontext, da habe ich dann auch sehr schnell immer sehen können, wer ist hier Täter, wer ist hier Opfer. Mhm. und dann callst du das auch aus. Ne? Also du gehst ja auch hin und sagst... Du kriegst ja auch, wenn du irgendwo in so einer Klasse bist oder in so einem... Du kriegst ja relativ schnell mit, wie da die Machtgefälle sind. Wer da an der Spitze steht, wer da so... Das kriegt man ja relativ schnell mit. Ja. Und dann weißt du auch relativ schnell genau, also wenn man dann so eine Schlägerei mitbekommt oder es jemand geschubst wird oder angeschrien wird oder so, dann weißt du immer relativ schnell, wer da gerade am längeren Hebel sitzt. Genau, ne, so, und da ist es dann wichtig, sozusagen zu einfach auch zu intervenieren, auch dem Opfer einfach, also wenn es einfach mal erzählen kann oder die Gelegenheit bekommt, dann ist das schon empowering. Und manchmal eben, wenn es auch mal Gerechtigkeit bekommt, indem man sagt, hey, das da, was du tust, ist falsch. Das kann erstmal zumindest das Opfer stärken und dann musst du natürlich weiter gucken, was man da machen kann, um die Dynamik zu brechen. Kriegst du nicht gebrochen. Nee, das ist ja das. In meisten Fällen kriegst du ihn einfach nicht gebrochen. Nö, das ist, das... So, du bist ja eh so, wenn man dann auch noch mit dem Mobbing-Opfer halt so als Lehrkörper dann zusammen das macht und so weiter und dann Interventionen macht und Gespräche macht und dann sind die Mobber auch immer voll nett in den Gesprächen und sagen, ja, natürlich sehe ich auch ein, klar. Ja, meine ich mir. Und dann sind die wieder unter sich und dann wird es noch viel schlimmer für die Betroffenen. Das ist ja leider die so Realität. Meiner Erfahrung nach, ne, indem du halt eben nicht die netten Gespräche mit denen führst. Ne? Ja, deswegen habe ich es ja auch. Ne? Ja. Aber das bringt ja auch nicht so. Nein, das unterbindet es kurz. Das ist wenig gegen machen. Aber das zumindest stärkt es irgendwo das Opfer. Da sind Menschen, die setzen sich für mich ein. Ich bin nicht alleine. Ja, und es was ist natürlich ein Kampf, auch immer den ich kämpfen bringt, muss, aber der Kampf ist für mich angenehm. Was immer was bringt, ist an die anderen zu appellieren auch. Ne? Ja. So, die an den. Ne? So, aber jetzt nicht, indem ich sage so, ey, guckt euch den mal an, so, der ist so arm dran, wollt ihr dem nicht helfen oder so, sondern einfach zu sagen, wenn hier jemand verprügelt wird, was seid ihr eigentlich für Weicheier, dass ich mein Find nicht mal für den einsetzt oder so, ne? So, oder dass ihr, ne, so einfach so ein bisschen so auf toxisch. Ja, so, weil es halt einfach insgesamt alles toxisch ist und da kannst du nicht mit Flauschi-Mauschi da reingehen, das funktioniert nicht. Ja, in der 10. Klasse, da habe ich halt nochmal so ein Projekt erlebt gegen Mobbing und ich selber und die Lehrkräfte wussten eben, dass ich in der Klasse das Mobbing-Opfer bin, aber ich war halt auch sehr eingeschüchtert und gleichzeitig habe ich mir nicht so viel Hilfe gesucht, aber die wussten das. Und dann haben die da ihr Projekt gegen Mobbing gemacht und natürlich mir jetzt nicht gesagt, das machen wir übrigens für dich oder so, aber dann gab es halt irgendeine Theatergruppe, die vorbeikam und dann eben so ein total cringiges Theater-Schauspiel da vorgeführt haben. Dann gab es irgendwie... Kennst du den Anti-Mobbing-Tanz? Nee.
Halt, stopp. So. Ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau. Hallo, Abstand. Halt, stopp. Ja, so. Abstand. Abstand. Ja, so, sowas. Einfach keine Ahnung, wie man sich irgendwie... wenn du richtig verprügelt werden willst, dann musst du einfach auf den Schulhof stellen. Ja. Und den Anti-Mobbing-Tanz machen. Das ist einfach die beste... Ja, keine Ahnung, bring den Leuten so ein HK bei oder sowas so von Neuseeland. So. So, keine Ahnung. Das ist auch nicht sehr furchtbar. Nö, wenn das ein 30 Kilo schwerer Sitzlässer ist. Ja, nicht so cringe. Nee, aber... ich habe dann, und dann gab es halt noch so, da gab es zum Beispiel eine Aktion, die die gemacht haben, das war halt auch super merkwürdig. Da haben die dann, jeder sollte auf einen Zettel schreiben, mit wem er gerne, neben wem er gerne sitzen möchte. Um dann halt, und so, die sagen dir halt nicht warum, und dann schreibt das da jeder auf, und dann bleibt halt eventuell irgendwer übrig, oder es bleiben halt ein paar Personen übrig, weil die halt niemand auf den Zettel geschrieben hat. Ja. Und dadurch sieht man halt, okay, wer ist denn jetzt wirklich, wer sind denn hier, wie sind denn die Verhältnisse hier? Wer das kriegst du direkt mit, das ja. Ist, und das ist aber halt auch irgendwie, weiß nicht was, die erzählen sich das dann alle gegenseitig später. Die erzählen sich dann halt alle das gegenseitig später und dann ist es halt dann auch so irgendwie ziemlich runtermachend, sag ich mal. Da gibt es halt so viel und dann halt auch so Gespräche, die dann da geführt werden, wo alle total einen auf nett machen. Und dann was so. Immer gut ist, sind ja. Gespräche mit dem Opfer alleine. Ja. Ja. Das ist immer gut. Aber so, ansonsten ist immer schwierig, muss man aufpassen. Ja, wenn es schlimmer macht. Ja, also das Ding, es gilt halt immer sowieso, wenn es einen Täter gibt und ein Opfer, das Schlimmste für das Opfer ist immer, wenn von außen die Leute sagen, ey, ich bin neutral, ihr müsst das so unter euch ausmachen, ne? So, ich bin für beide ja, Seiten. Nee, es gibt ja auch einen riesen Unterschied zwischen der Peer Group und dem Lehrkörper. Ne? Ja, klar, ja. Klar. So, und das ist aber, wie sich Lehrkräfte verhalten können, das ist aber auch, wie alle anderen sich verhalten können, dass die halt sagen, ey, ich bin für beide Seiten. So, ja. So, nein, das ist halt jemand, der leidet gerade und das ist halt bei Diskriminierung das Gleiche. Wie kommt das eigentlich, dass im Internet fast jeder von sich behauptet, der hätte Mobbing-Erfahrungen gemacht? Weil bei mir in der Stufe war es so, wir hatten 120 SchülerInnen ja. Und ich war der Einzige, der gemobbt worden ist und die anderen 119 nicht. So, wie kommt das, dass im Internet einfach jeder von sich behauptet, ich bin gemobbt worden? Liegt das daran, dass... Ist auch Karl, der hat halt gemobbt. Ne? Ja, Karl war Mobb. Aber ja. so gefühlt sagt immer jeder... So, also erstmal, das ist halt bei unseren linken Communities ist das in der Regel so. Ja. Ne, weil das ist halt eben etwas, was auch uns häufig zu Linken macht oder gemacht hat. Also auch in der Linksjugend, in der ich aktiv war, der da nahezu jeder hat halt irgendwas erzählt. Aber das lag auch daran, eine war schwul, andere war, weiß nicht was, asexuell. Nächste hat sich für Feminismus eingesetzt oder, ne, und dann irgendwer hat nicht die richtige Hautfarbe, nicht die richtige Körperform und so weiter. Und die in der Regel, wenn du halt irgendwie nicht zum Idealtypus der Gesellschaft gehörst, dann wirst du in irgendeiner Form gemobbt. Ja, aber ich glaube, es ist auch einfach, dass für viele Leute, die suchen sich dann so einen Fluchtpunkt, das auch häufig das Internet ist dann. Ja klar, das ist halt eben etwas, wo ich dann natürlich auch Gleichgesinnte finde und ja, also viele, nur die insgesamt. Sich links engagieren, die haben nun mal eben auch Diskriminierung erlebt und häufig ist Mobbing auch nichts anderes, beziehungsweise ähnlich. Mhm. Funktioniert ähnlich. Und das ist eben etwas, was dann natürlich, wo ich dann ins Internet gehe, gucke, welche Communities kann ich dann finden? Und dann findet man da eben schönerweise, ne, das ist ja ein Vorteil vom Internet, finde ich, da eben Menschen, die ich normalerweise nicht finden würde. Und so ganz viele Mobbing Anlässe spielen im Internet gar keine Rolle. Also wenn du irgendwie weird bist, keine Ahnung, du hast eine weirde Körpersprache oder du hast siehst irgendwie auf irgendeine Art nicht normschön aus oder so, dann ist das im Internet häufig, dann spielt das kaum eine Rolle so, und dann, weil das ja einfach, ne, man chattet halt ja. Und so. Ja, ja, also es ist halt eben etwas, natürlich haben da schönerweise garantiert auch in unseren Communities viele nicht diese Probleme, aber trotzdem ist natürlich die Zahl der Menschen, die, also würde ich vermuten, die selber Mobbing-Erfahrungen gemacht haben. Was mich halt immer triggert, sind häufiger bei uns bei den Linken. Sind Leute, Linken die das Wort so leichtfertig benutzen. Ja. Ne? Also die irgendwie sagen, wenn du irgendwie, du sagst irgendwas gegen irgendeine Person und dann ist das direkt Mobbing. So, richtig. Wenn du irgendwie, das triggert mich richtig hart. Ne? Also werde ich auch richtig sauer, werde ich stinkig, wenn ich ja. Das, weil das einfach so
das, was tatsächlich dahinter steckt, so komplett, wie soll man sagen, zu so einem inhaltsleeren Begriff macht. Wenn man jeden Scheiß Mobbing nennt. Ja, also es muss schon eine gewisse Dynamik dann auch haben, bestimmte Kriterien erfüllen. Und in der Regel ist Mobbing eben nicht, ja, übrigens, du verbreitest rassistische Scheiße und das finden wir nicht gut und deswegen gehen wir gegen dich in verschiedenen Arten und Weisen. Imp hat ja sogar versucht zu sagen, ja, aber ist KuchenTV nicht auch gemobbt worden? Richtig, so, richtig. Was riesiger, also der hat bestimmt echt viele Hassnachrichten oder sein ganzer Instagram-Account plus seine ganzen Fotos, alles überall mit Hasskommentaren voll und garantiert seine ganzen YouTube-Videos haben auch 80% Dislike-Ratio und ist kaum noch zu finden auf YouTube. Ja, und sonst hat er ja auch gar keine irgendwie, weiß nicht, ne, da sind ja auch riesige andere Influencer da auf ihn draufgegangen, ne, wie zum Beispiel Lilly Schote oder so. Ne, so, da, das hat ihn bestimmt hart runtergemacht. Also, völliger Schwachsinn, so kaum mal ein Video wurde von ihm veröffentlicht oder über ihn veröffentlicht. Shoyoka ist ja nicht irgendwie jemand, die dann da auf ihrem YouTube-Kanal jede Woche ein Video veröffentlicht. Boah, KuchenTV hetzt gegen mich. Auch Zentralrat der Gefahr vom Drachenlord gemobbt worden. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Und keine Ahnung, und ja, diese ganzen Drachen-Hater, ne, die sind ja auch alle gegen ihn gegangen, weil die gesehen haben, ja, KuchenTV, der ist ein Opfer. Ne, gegen das den wusste ich gar nicht, das habe ich rausgeguckt, als ich rausgefunden habe, ich jetzt eben geguckt habe, so dieses eine Video und die zwei YouTube-Videos, dass der wirklich zum Drachenlord hingefahren ist und dem an die Wand gepinkelt hat. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Wild, ey. Ja, der war halt voll dabei und wenn du halt irgendwie was werden wolltest, dann hast du natürlich versucht, diese Klicks mitzunehmen. Ne? Und was ich übrigens auch rausgekriegt habe, ist, dass Tobias Huch noch viel wilder ist, als ich gedacht habe. Ach was, was? Der hat im Talk mit Imp und dem Agitator der Neuzeit, hat Tobias Huch Agitator gesagt, der sozialen Marktwirtschaft. Oder sozialen Marktwirtschaft oder so. Ja. Genau, das war der Ketzer. Entschuldigung, jetzt Ketzer der Neuzeit. Agitator der Neuzeit. Agitator die der wildeste Fusion Agitator, aus Dragon Ball, die man sich vorstellen kann. Tobias Huch hat gesagt, unironisch, obdachlose Menschen sind selber schuld und sind freiwillig obdachlos. Alle sind freiwillig. Die sind alle frei. Die könnten alle, wenn die wollten. Ja, wir haben nur nicht das richtige Mindset. Aber, nein, die wollen das so. Die wollen das so. Die haben das falsche Mindset. Die wollen auf der Straße leben. Die wollen das so. Die sind alle freiwillig. Ja. Und, das ist das Schöne an unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig hat er gesagt, Frank Schäffler, also der Anarchokapitalist, der im Bundestag sitzt für die FDP. Der auch so sagt, die Zentralbank enteignet uns. Zentralbank und Bitcoin ist voll die gute Idee. Und genau, Bitcoin, alle in Bitcoin, Zentralbank muss abgeschafft werden und Bürgergeld sowieso komplett auf Null. Richtig. Und so weiter und so fort. Und jegliche staatliche Regulierung muss weg. Und, das hält die Obdachlosen auf. Und Tobias Huch sagt so, ach, das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mann. Richtig. Ich denke so, ja, gut. Ja. Ja, der war mal bestimmt mit dem Kaffee trinken und dann war der ganz nett. Und kann gar kein böser Mensch. Richtig. Richtig. Ja, das ist halt, ja, aber das ist halt wie ein Tobias Huch dann am Ende schon drauf ist, dass halt einfach, also, wer nett zu ihm ist, zu dem ist er auch nett. Fertig. Ne? Deswegen bandelt er auch mit allen an. Also wirklich sehr aggressiv versucht er halt sein Netzwerk da aufzubauen. Ja. Und da muss man halt sagen, ich sag mal, wenn es jetzt einfach nur darum geht, Reichweite auf YouTube und so weiter aufzubauen, macht er es ja richtig. Also er konnte seinen Twitch-Kanal da immer größer und größer machen. Und ich glaube, YouTube-Abonnenten hat er auch schon bald mehr als Karl zum Beispiel. Der schon seit 10 Jahren oder so dabei ist. Der meinte, Jens Teutrine wäre ein vernünftiger Wirtschaftspolitiker. Jens Teutrine? Ja, von den jungen Liberalen. Ja, es gibt halt so ein geiles Gespräch mit Luisa Neubauer, wo Luisa Neubauer einfach so, Luisa Neubauer hat ja so das Resting-Bitch-Face einfach perfektioniert, ja, wo sie wirklich einfach komplett genervt guckt und Jens Teutrine labert sie halt zu und ich hab halt dann mir das Video damals angeschaut und gedacht, oh Gott, das ist langweilig und habe ich halt, als er gesprochen hat, habe ich halt dann einfach ihn weggeschalten und stattdessen Kermit aus der Sesamstraße einfach gemacht und Kermit redet halt so und du hörst halt jetzt Teutrina. Das ist wirklich eins, der redet wie Kermit, der Frosch. Und da habe ich dann aber auch wütende Nachrichten von irgendwelchen jungen Liberalen bekommen, dass das ja gar nicht geht, was ich da mache und dass das total miss ist. Das ist Entmenschlichung. Das ist total entmenschlich, wenn ich ihn halt als Kermit darstelle und das und von wegen Linker und so. Würde Imp jetzt auch wieder sagen, ist es dann okay zu entmenschlichen und dann auch. Der arme FDPler. Menschen in die Gosse schicken und nicht mehr irgendwie Sozialsystem auffangen wollen.
ne? Aber wenn du dann die als Kermit darstellst, das geht zu weit. Diejenigen, die gegen das, was ja eigentlich im Kernanliegen ist, Armut zu beenden, ja, angeblich, und die, ja, da einfach, ja, die größten. Aber auch die Woken kannst du sagen. Die sind die größten Feinde für dieses Ziel. Ja. Ne? Die sind einfach das größte. Die sind, also so ein Jens Teutrine, die FDP allgemein, ist, was Armutsbekämpfung angeht, nehmen wir die AfD mal außen vor, aber für die Parteien, die halt, ne, jetzt die sind ja zufälligerweise auch in der Regierung, und torpedieren alles, was irgendwie das Leben für arme Menschen besser machen könnte. Christian Lindner nennt den aktuellen Haushalt, den die jetzt für 2024 beschlossen haben, einen Entlastungshaushalt. Ja. Während einfach alles für arme Menschen teurer wird, während die einzigen, die entlastet werden, sind hohe Einkommen durch die Freibeträge, die er gesenkt hat. Und die werden entlastet und deswegen nennt er es einen Entlastungshaushalt. Während fucking so gut wie jeder, der irgendwie im Niedriglohnsektor, oder man kann wirklich sagen, jeder, der im Niedrig- und im Bürgergeld ist, deutlich mehr Geld bezahlen muss, deutlich weniger im Portemonnaie haben wird nächstes, ja, Jahr, geht der hin und nennt das einen Entlastungshaushalt. Und wenn du dann dich über so jemanden lustig machst, ist das doch nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit, wenn ich mich über Menschen lustig mache, die tatsächlich irgendwie es eh schwer, ja, haben im Leben. Ja gut, wir legen dem Imp jetzt hier auch irgendwo Worte in den Mund, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob nee, der, aber es ist ja so, mal dieses, es ist ja, so, nee, weiß ich ja auch nicht, ja, aber es ist halt immer so die Herangehensweise. Ja, da merkt man halt, wie viel Esoterik noch halt da in der FDP natürlich steckt, weil die Idee von dem Christian Lindner ist ja, ich nehme Steuern weg und das ist ja ein Eingriff in den Markt und wenn ich den Markt machen lasse, dann wird da das Beste rauskommen. Ja, und deswegen sucht er immer sozusagen nach den Eingriffen in diese natürliche, göttliche Ordnung. Und wenn die raus sind, dann wird das halt alles super werden. Und deswegen ist das für ihn immer total logisch. Also für den FDPler ist das total logisch, dass Steuern reduzieren, Regulierungen reduzieren. Und wenn das alles weg ist, dann wird der Wohlstand davon selber so einfach. Ja. Ne? Weil das ist das, was sozusagen dafür sorgt, dass Armut entsteht und sowas. Ne? Richtig, das ist halt, richtig. Ja, so. Muss FDPler einfach mal fragen, wie kann das sein, dass sich in den 80er Jahren die Reallohnentwicklung von der Produktivität entkoppelt hat? Ja, und alles immer produktiver geworden ist, also der einzelne Arbeiter. Weil der Goldstandard aufgelöst wurde. Das war ja schon früher. Ja, 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 klar, aber das ist halt die Antwort, die sie dann da, also meiner Erfahrung nach geben, so, ja, wenn wir wieder Gold hätten, dann, weil das war der Eingriff. Ja, komisch, vielleicht regelt der freie Markt ja gar nicht, ja, und das, genau, Trickle-Down, ja, gibt es gar nicht. Ja, aber das sein. Ist halt, so, wenn du denen auch sagst, ja, warum läuft das in Norwegen und Schweden und sonst was, ja, weil die da viel freiere Märkte haben. Wegen den Woken, richtig. Ja, wegen den Woken, die kamen ja dann in den 80er Jahren. Die Woken, alias die Grünen. Ja, ne, so die Grünen. Die Kulturbolschewisten, Kulturmarxisten, Gutmenschen, Woken, wollte ich sagen. Ja, ja, aber so, das ist halt eben bei denen, also am Ende des Tages, das ganze rechte Denken ja immer, irgendwie gibt es da das, was immer da war, was immer perfekt war und früher war alles besser und seitdem es halt das Neue gibt, was irgendwie das verändert hat, ja, seitdem gibt es die Probleme. Und deswegen glaubt ihr halt, also ne, wenn du dann halt dem Rechten sagst, ja übrigens gab es früher 10-mal so viele Morde wie heute, dann ist das halt für den, also der Kopf explodiert. Mhm. Ne, und das kann gar nicht sein. Und die Statistiken müssen falsch sein, weil die Ausländer sind doch dann später gekommen. Es kann doch nicht sein, dass wir mehr Ausländer haben und weniger Morde. Geht doch nicht. Das ist ja, weil dadurch, dass die ja gekommen sind, sind ja mehr Morde gekommen. Ne, so, ja. So, und das habe ich ja auch in meinen Rohdaten drin. Ne? Ja. Wo sind das? Straftaten gegen das Leben, wo ist das? Hier. Hä? Moment. Ja, kannst du mal den Zuschauern noch zeigen? Hier, und dann, komisch. Ja. Und, genau, und das war halt. Das sind jetzt nicht alles Morde, ne? Nee, das sind jetzt. Sind auch versuchte Morde. Genau, die Morde sind ja unten. Nee, das sind die Täter, so, mit Zuwanderungsgeschichte. Ah, okay, Entschuldigung. Genau, weil die eigentlichen Morde, die sind halt ungefähr auch in diesem Rahmen, also 400 bis, also ja, jetzt ja, so 200. 200. Das sind halt wahrscheinlich Totschläge, also auch, die sind damit. Und versuchte Morde auch, ne? Auch versuchte und, Morde, achso, okay, gut, ja. Straftaten, okay, gegen das Leben ist auch ein versuchter Mord. Ja, okay. Straftaten gegen das Leben, achso, okay, dann wird das auch so berechnet. Ja, es gibt halt manchmal, manche Statistiken, die haben dann Totschlag noch mit drin und manche andere, die haben nur Morde. Ja, und Totschlag ist jetzt zum Beispiel, du hast eine Kneipenschlägerei, der eine kriegt halt eine Flasche auf den Kopf und ist tot. Mhm. Sondern wolltest du ihn gar nicht umbringen und ne, so, aber ja, das aus passiert. Dem Affekt halt, ne? Genau, und dann Mord ist halt, heißt halt auch, du wolltest auch, dass die andere Person du brauchst stirbt. Niedere Motive beim, genau, Mord. Das habe ich gelernt in meinem Crashkurs für Jura. Du brauchst niedere Motive, also irgendwie, du musst dich irgendwie bereichern wollen oder dir irgendeinen Vorteil davon versprechen, die Person umzubringen, dann ist Mord. Genau. Und das, was so früher gab es halt, so noch vor der Wiedervereinigung, gab es so in Deutschland so 3000 Morde im Jahr. Und nein!
Ich liebe das, wenn man Leute einfach nur Nein in den Chat schreibt. Ich liebe das auch. Oder so irgendwie 2000 bis 3000 Morde oder so im Jahr und dann gab es halt, und dann heute sind es halt nur 200 bis 300 ungefähr. Mhm. Und du hast, und dann früher gab es auch zum Beispiel auch die Selbstmordrate ist gesunken. Also weniger Menschen begehen heute Selbstmord als noch vor 20, 30 Jahren. Ja, bei mir ist dann halt immer der Gag Dara, das ist falsch. Das kommt von dir. Ja, das kommt. Das nervt mich so, dass bei mir irgendwie auch machen das immer dieses, es ist dieses, krieg ich die Krise so. Dara, das ist falsch. Genau. Und das ist. aber das ist natürlich dann, keine Ahnung, also die meisten Menschen fühlen ja nur Kriminalität. Also die ist halt weil ich sehe halt mehr Artikel im Internet oder ich sehe mehr Videos, wo Menschen verdächtige Sachen machen. Mhm. Und dagegen muss man halt, also aktuell ist für mich Migration und eben gegen die Vorurteile und gegen den Rassismus zu kämpfen und auch gegen diese Verschwörungstheorien, so dass das Allerwichtigste, finde ich, müssen wir viel stärker irgendwo dagegen gehen und auch mit den Fakten kommen. Erstmal das natürlich inhaltlich, aber eben auch gegen diejenigen gehen, die das Ganze verbreiten, im Sinne von, dass man sich natürlich über die lustig machen, die Dummen dastehen lässt. Und ich glaube da tatsächlich, wenn es um Migration geht oder so, dann ist das gut, auch in Debatten zu gehen, also wie du zum Beispiel das mit Prolotopia da gemacht hast, und dann über dieses Thema zu sprechen, weil man die halt eben auflaufen lassen kann. Ne? So, weil ich glaube, da kann sich sehr schnell, und das ist auch so ein Thema, kann man so hart mit Fakten kommen, während bei vielen gesellschaftspolitischen Sachen, wenn es um Transrechte geht, da ist zwar, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir Recht haben, trotzdem gibt es da sehr viel so Wiggle Room und so, das ist ja auch eine Ansichtssache und so weiter, wo zumindest für den Außendastehenden das nicht immer so eindeutig ist, wer jetzt hier Recht hat, aber bei Migration und so weiter geht es halt meistens um harte Zahlen, wie zum Beispiel Kriminalitätsrate oder wie viele Menschen. Nee, bei Transrechten geht es auch um harte Zahlen. Ne, da kann man sich auch. Ja, da geht es ja viel um so Szenarien wie, also zumindest wenn es die Diskussion kommt, ja, wer geht wo auf Klo oder wer. Ja, aber da kann man sich ja auch angucken, dass das einfach eine Operation, dass das einfach mit 10 gemacht werden, soll die mit 20 gemacht werden und so. Natürlich kannst du dir das anschauen, kannst du die harten Zahlen kommen. Aber das passiert nicht, das gibt es nicht. Genau, aber erstmal, genau, das ist ja das Ding so, aber trotzdem selbst so für den, für jemanden, der gegen Transrechte ist. Ach, da hat jemand noch eine Nachricht hier, dir Geld gespendet. Ach so, Marc, ja. Danke dir für Bits. Was steht denn da für eine Nachricht? Die haben wir jetzt gar nicht gehört. Ach, du kennst es. Die beiden für mich ziehen hier Naltern und Dara argumentativ klar den Kürzeren. Man merkt, dass sie gut strukturierten Argumenten konfrontiert werden, die sie noch nie in ihrem Leben zuvor gehört haben. Ja, richtig, das heißt aber Herr Dara. Das ist Copy-Pasta-Zeug halt. Ja, ich liebe das. Also er hat ja wirklich so ein unendliches Archiv aus irgendwelchen anderen Chats und so weiter, die er dann für immer abfeuert. Das ist sehr gut. Deswegen. Marc hat bei mir mittlerweile über 70.000 Bits gespendet. Ja, bei mir bestimmt auch. Gegen 70.000. Keine Ahnung, wofür man sich überhaupt noch für irgendwie Sozialismus oder gegen Kapitalismus einsetzt. Anscheinend habt ihr ja genug Geld. Also, so weiß ich nicht. Richtig, ich schwimme richtig im Geld. Ja. Ich muss sagen, Dezember lief wirklich richtig Bombe bei mir, ne? Also. Dezember ist schon, wenn jeder Monat Dezember wäre, dann wäre easy full. Also wenn ich allein deine Top 3 Spender haben halt mehr gespendet, als ich jetzt Subs habe. Oder so, sogar weit mehr als ich. Ich glaube, ich habe im Moment 1400 Subs. Ja. Aber bei mir ist sowieso so eine. Absurd. 1400 Subs. 1400 habe ich im Moment. Nice, ja. Ja, hast du dir verdient. Aber das ist halt. Aber das ist komplett. Also alle anderen Monate halt so 400, 500. Mal 300 und ist einfach 1400. Ja. Und das ist klar, das ist halt eben, du hast ja die geilen Gespräche geführt und hast natürlich auch dadurch hoffentlich einen Zuwachs gehabt an Zuschauern. Und klar. Und ich sag mal so, du hast da was für die Community geleistet, du hast da super performt. Und das ist auch komisch. Also ich glaube, ich bin einfach ein kompletter Sozialkrüppel, ne? Weil Leute mir immer schreiben nach so Talks so, oh, Respekt, dass du das durchgehalten hast. Und so. Wenn ich einfach da sitze und mich einfach enjoye, während ich mit Erwin rede, für mich ist das gar nicht anstrengend oder so. Sondern mir macht das Spaß. Genau. Ich bin aber auch vielleicht einfach komplett merkwürdig.
Nö, das ist ja das, also es gibt, das ist ja, wir haben ja lange Zeit leider die Communities, das merken wir auch bei so Reactions von so Julian Reichelt oder sowas, wie dann erstmal 50 Leute schreiben gefühlt, oh nee, den halte ich nicht aus und so, ja, aber sorry, das ist die Realität, das sind die Leute da draußen, mit denen wir uns, die leider, jemand, und die müssen wir halt nun mal auseinandernehmen. Mir würde das wahrscheinlich auch Spaß machen, mit einem Nazi zu reden, ich mach's aber nicht. Ja, also, ja. Aber aus pragmatischen Gründen. Genau, genau. Das ist ja auch, wie heißt es, eine Grenze, so, wenn da so unsere Einigung ist, dann ja klar. Ja, so, da muss ich jetzt auch nicht groß. Also es gibt genug Leute, mit denen man sich da draußen auseinandersetzen kann, die keine Nazis sind. Die hat das Spaß gemacht, ja. Holy moly. Ja, ich bin halt irgendwie kompletter Sozialfreak, so, keine Ahnung. Das ist irgendwie. So, bei mir ist manchmal so, wenn ich irgendwo auf einer Gartenparty sitze und Leute reden irgendwie über Wetter, das strengt mich an. Das strengt mich an. Das kenne ich halt auch. Ich bin überhaupt gar kein Typ für Smalltalk. Und die reden alle über Nichtigkeiten und alle haben riesen Spaß und ich sitze da und das strengt mich halt voll an. Ne? Und wenn ich mit so einem Imp rede, dann habe ich den Spaß meines Lebens. Ich bin halt einfach bekloppt in der Birne. Ja. So, das ist halt einfach, ich funktioniere da anders als andere Leute. Das müsste ich auch irgendwann mal verstehen. Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe ja auch meinen ganzen Kanal da voll mit so Diskussionen das ist halt, also ich habe da halt auch eigentlich immer viel Spaß dran gehabt und natürlich ist es schön, dass wir da sozusagen inzwischen uns hinter unsere Leute stellen und sagen, so, hier, weil das ist super wichtig, ne? Weil wenn man diese, aus meiner Sicht haben halt diese ganzen Diskussionen, Debatten, natürlich hat das Nachteile, natürlich schenkt das den anderen irgendwo was, aber ich glaube, dass das am Ende auch für viele Außenstehende etwas ist, was natürlich auch uns promotet, was auch wo wir halt eben auch gewinnen können, wenn wir eben da zeigen, okay, wir sind so eine geeinte Community und wir haben halt auch, wir können in diesen ganzen Diskussionen und Debatten halt auch bestehen. Und das ist nun mal etwas, wo was halt am Ende gut ist für uns. Und natürlich müssen wir da nicht mit irgendwie Nazis reden und so weiter, die am ehesten noch sich verstecken, ihr Gesicht nicht zeigen, strafrechtlich verfolgt werden oder sonst was. Aber mit den Leuten, die da hier auf der Plattform sind, mit denen kannst du ja auch so gut dann argumentativ den Boden aufwischen, weil am Ende des Tages befassen die sich ja kaum irgendwie großartig mit den politischen Themen und haben da. Ey, was mein absoluter Traum wäre mit Tobias Huch über Wirtschaft reden. Ja. Ja. Hallo ja. Amaya, danke für den Raid. Ich moderiere natürlich, weil ich bin ja gut mit Tobias Huch befreundet. Ja. Und stehe dann da so. Hey, Tobias Huch, falls du das irgendwie mitbekommst, ne? Wenn du mit Dara oder mit mir oder mit uns beiden über Wirtschaft reden willst, du kannst ja auch den Agitator der Dingsbums, den dazu holen oder so. Ja. Und dann reden wir mal über Wirtschaft. Das wäre so. Genau. Aber wie so den Agitator? Pass auf, ich mache dann hier Advocatus Diaboli. Ich werde mit Tobias Huch gegen dich und den Agitator werde ich argumentieren und werde irgendwie argumentieren, dass das voll gut ist. Wie kommst du denn drauf, dass der Agitator auch nur ansatzweise meiner Meinung ist? Ich weiß ja gar nicht. Nein, aber der ist ja auch am Ende des Tages ist der ja für Besseres, also wird er ja gegen den Tobias Huch sein, wenn der da irgendwie sagt, Leute können da in der ich weiß nicht was, die haben ja immer die Möglichkeit irgendwie aufzusteigen. Ich würde mit Tobias Huch so gerne mal über Schulden reden, ne? Ja, aber das sind so Sachen, ich glaube, ich habe ja ihn mal gefragt, ob er mal Bock hat über, das war ist schon länger her, über Bock hat im Stream über Wirtschaft zu reden, er sagt, nein, die macht er nicht. Wahrscheinlich aus guten Gründen, weil die FDP halt, was Wirtschaft angeht, wirklich so unfassbar dumm aufgestellt ist. Aber ich dachte halt immer eigentlich, er ist halt irgendwo noch halbwegs sozialliberal. Wenn du in Umfragen guckst, welcher Partei die höchste Wirtschaftskompetenz zugetraut wird, dann ist es die fucking FDP und die CDU. Ja. Aber wenn die Medien die immer so vermarkten, die unsinnigsten Positionierungen zum Thema Wirtschaft haben. Ja. Aber ja, das ist ja das Ding, in dem Moment, wo ja linke Parteien plötzlich die Wirtschaftskompetenz zugesprochen wird, allein dafür würde ja schon fast das System zusammenbrechen, weil es muss immer sozusagen so sein, ja, wir können halt entweder nett zu Menschen sein oder wir können halt wirtschaftlich sein. So, das ist halt immer etwas, geht nicht im Einklang. Es geht auf gar keinen Fall. Ja, und das ist eben etwas, das ist ein Narrativ, das wird seit Jahrzehnten vor den Medien gesponnen und dann ist halt immer, die Grünen sind halt gut für Umweltschutz und die CDU ist halt gut für die Wirtschaft. Außerdem hat das geht halt nie zusammen. Planwirtschaft kann auch gar nicht funktionieren, weil das hat man ja in der DDR gesehen, während fucking jedes Unternehmen Planwirtschaft macht. Aber gut. Ja gut, also meistens sogar nicht nur 5-Jahres-Plan, sondern schon 30 Jahre in die Zukunft geplant und so inzwischen. Und super ineffizient. Aber wenn es einmal einen Staat verkackt hat mit Planwirtschaft, dann ist das natürlich für immer verkackt.
Ja, so, aber dass halt die westlichen Staaten oder die USA oder so, so halt auch immer machen mit Planwirtschaft, aber das dann nicht Planwirtschaft nennen, ist ja auch so. Und so ja. Keine Ahnung, wenn eine Katastrophe ist, dann gehe ich ja auch erstmal hin und verkaufe den Leuten Wasser und Medikamente. Und so, nein, so, irgendwie mache ich das nicht. Nee. Irgendwie ist das eine ineffiziente Lösung. Nicht, ja. Sondern ich verteile denen das dann einfach. Aber ja, das ist halt, wie es dann... Ja, deswegen die Wirtschaftsdebatten hätte ich halt auch gerne häufig. Ich habe da auch so ein paar Leute, so YouTuber, die ich da gerne auch zu Debatten einladen würde, die auch so in diese Anti-Woke, aber eigentlich bin ich ja Sozialszene sind, die da demnächst mal eine E-Mail von mir bekommen werden. Aber sonst ist es natürlich auch so ein Ding, dass man die da gerne, ich sag mal, das, ne, die fragen ja. Schön, also bisher, ne, die Leute, der die fragen. Zentralrat also, der Schattengebannten möchte wissen, ob einer von uns aus der DDR kommt. Dann habe ich in der DDR gelebt. Ach so, ist das jetzt so ein, okay, ich verstehe das. Wir dürfen da nicht drüber reden, weil wir nicht... Genau, also das ist halt dann so. Halt jetzt dann die Idee, halt jetzt Wessi-Maul! Ja, aber die Idee ist jetzt von der Person, dass wir ja die DDR jetzt gut finden. Also wir haben ja dann gesagt, dass die DDR, da war alles super, weil wir haben ja gesagt, Planwirtschaft kann auch funktioniert, also Planwirtschaft kann, also das Argument hat er nicht verstanden, weil der Reflex war dann direkt, der konditioniert ist, der hat nichts Schlechtes über Planwirtschaft gesagt, also findet die DDR gut, was natürlich keinen Sinn ergibt. Aber das ist Vermutung. Ja, deswegen sagt er ja, fragt er ja, aber das habt ihr in der DDR erlebt? Ja, natürlich, aber ich kenne das, ich habe das ja schon tausendmal. Die DDR ist übrigens der Grund, warum wir ausschließlich Neoklassik-Professoren in VWL haben. Ja. Bis auf einen einzigen in Jena. Ja, das ist auch der Grund, warum wir mit der Digitalisierung nicht vorankommen. Weil normal ein vernünftiger Staat würde einfach zentral sagen, so wie das früher in Deutschland war mit Wohnungsbau und so, dann hat einfach die Bundesregierung gesagt, so, jetzt bauen wir 5 Millionen Wohnungen. Und dann hatten die dann 50er, 60er Jahre, haben die 5 Millionen Wohnungen gebaut. Der Staat hat das gemacht. Und jetzt aber gab es die DDR und dann kannst du halt nichts mehr zentral machen, weil das ist ja immer Planwirtschaft. Also sagen wir, okay, pass auf, jede Kommune kriegt halt ein Digitalisierungsbudget, viel Spaß damit. Und dann hat halt die Kommune keine Ahnung, was sie damit machen soll. Ja. Zumal ja, also, es gab die Wiedervereinigung und da hat man gesagt, oh, Planwirtschaft, das funktioniert nicht. Und dann hat man alle Professoren rausgeworfen, die nicht Neoklassiker waren, und hat Neoklassiker eingestellt und hat alle Lehrstühle mit Neoklassikern besetzt, die natürlich dann wieder neue Neoklassiker nachgeholt. Und das zieht sich durch bis heute. Genau. Und das ist ja für einen wissenschaftlichen Diskurs, ist das ja komplett absurd. Also, wenn du nur eine einzige Denkschule hast in einer Forschungsgemeinschaft, das gibt es sonst nirgendwo, in keiner anderen Fakultät. Genau. Man kann sich das, jegliche geisteswissenschaftlichen Fakultäten, naturwissenschaftliche Fakultäten, da gibt es immer unterschiedliche Denkschulen. Außer bei VWL gibt es nur eine einzige. Ja. Das ist so verschwurbelt. Das ist unfassbar. Ja, das ist dann auch mit, wie heißt es, das ist ja etwa, also zum Beispiel sehr viele Ökonomen, die arbeiten für private Stiftungen. Ne, so, die natürlich dann halt eben von Konzernen und so weiter finanziert werden, was natürlich nochmal so eine Motivation ist, dann auch das zu sagen, was die Konzerne halt wollen. Und das ist halt wieder was ganz anderes als in anderen wissenschaftlichen Bereichen, weil viele wissenschaftliche Bereiche sind recht unabhängig, weswegen die dann eben auch faire Ergebnisse und so weiter liefern. Nur eben bei Wirtschaft, da hat halt schon die Wirtschaft vor Jahrzehnten, vor schon über einem Jahrhundert sichergestellt, dass dort auch immer schön die richtigen in den Institutionen sind. Nee, das ist wirklich mit der Wende gekommen. Ja, aber das kann man sehen. Das gab es schon. Davor gab es unterschiedliche Denkschulen der VWL. Ja, genau. Aber die haben schon da angefangen, weißt du? Die haben schon da angefangen, versucht sozusagen den Einfluss zu nehmen, um eben immer nur bestimmte Meinungen zu legitimieren. Ja. So. Und vor allen Dingen, also wenn man sich das mal anguckt, zum Beispiel Planwirtschaft in der UdSSR, als das losgegangen ist, also als man sozusagen da angefangen hat mit dem Sozialismus und mit der Planwirtschaft, war das ein Bauernstaat. Also da waren über 90% der Menschen waren Bauern und dann ein paar, 10, 15 Jahre später war das ein richtig krasses Industrieland mit Planwirtschaft. Aber das, so hat das jeder Staat übrigens gemacht. Ne? Also diese Idee, dass da irgendwie der freie Markt entfesselt wurde. Nathan will also Stalin zurück, ja, richtig. Ja, genau. Ja, habe ich auch so verstanden. Er will sogar Super Stalin. Er will 100 Millionen Menschen diesmal umbringen lassen. Hier, Hammer Ossi, du hast 10 Subs gespendet. Ich bedanke mich bei dir für Nathan. Oh, ja, vielen Dank, Hammer Ossi. Ja. Vielen Dank, dass du dich bedankt hast bei Hammer Ossi, dass genau, weil ich hatte schon Angst, du vergisst das sonst. Ja. Ich habe auch eben ganz viele Leute nicht bedankt. Das ja.
jetzt schuldest du mir die Zeit. Nee, aber das ist natürlich so ein Ding, dass, ja, also da gibt es halt, also Wirtschaft gibt es halt nun mal einfach viele Mythen und ich glaube, weil das ist halt eben auch etwas, was leider sich schlecht klickt einfach auf YouTube, weil das ist so, ne? Also das ist ja auch eben etwas, so ein Imp, der redet dann davon, ja, wir dürfen ja die armen Menschen da irgendwie nicht in der Gosse verrotten lassen, aber ne, so jemand, der es zum Beispiel konsequent macht, ist zum Beispiel so ein Maurice Höfgen oder ein Wolfgang M. Schmidt oder sowas, die sich dann auf Wirtschaft konzentrieren. Klar, Wolfgang M. Schmidt macht das sein Filmding, aber der hat auch seinen Wirtschaftspodcast. Und da versuchen die wirklich Wirtschaft an die Leute zu bringen. Das ist halt nicht einfach so, ja, die Woken, die reden irgendwie, die lenken von den Wirtschaftsthemen ab. Also mache ich mich lustig übers Gendern oder sowas. So, das ergibt ja keinen Sinn. Dann wird ja die Wirtschaft jetzt nicht plötzlich in den Vordergrund gerückt. Und ein Imp sagt ja auch nicht, hier sind meine Lösungen, hier, das brauchen wir. Sondern stattdessen sagt er dann, das kann man doch nicht zulassen, dass da arme Menschen der Gosse verhungern oder so. Ja, natürlich ist das scheiße, aber du... Ich habe ihn nicht gefragt, was er zum Mindestlohn denkt. Ja, aber deine Zuschauer werden ja jetzt dadurch nicht plötzlich... Du hättest mal aus dem Hintergrund sagen, hättest du mal rufen müssen, was denkt Imp eigentlich zum Mindestlohn? Ja. Das wäre gut gewesen. Richtig, dann hättest du ihn auch mal vernünftig politisch einordnen können und dann wäre auch gut gewesen. Dann hättest du ihm das Prädikat moderat links moderat geben können. Und damit hätten wir dann alle Freunde werden können. Aber nein, hast du die Chance, dass du verpasst. Ne? Aber diesen Power-Move können halt auch nur die Auserwählten ziehen. ja, aber vielleicht beim nächsten Mal. Wie Imp sich einfach wie so ein kleines Kind gefreut hat, wenn du mit dem Auto gespielt hast. Das fand ich auch süß. Eichhörnchen. So, ja, ich, keine Ahnung, ich sehe da halt irgendwie dieses Skate-Ge oder Skatepark-Ge E-Mode und ich dachte so, ja, okay. So, wenn bestimmte Sachen einfach kamen, die er da gesagt hat, dann sind wir so, okay, irgendwie das passiert gerade in seinem Kopf. und dann bester Moment, er noch so, oh, da wird gerade mit dem Auto und da im Hintergrund wird auf dem Auto gespielt. Sorry, aber das war gerade voll lustig. Wieder mit das, ich dachte mir so, ist nicht sein Ernst. So, ja. Richtig gut. Aber wie so ein kleines Kind, was irgendwie auf einmal so ein Schmetterling hinterherläuft. Ja. Aber gut, ne, so, so, wir tolerieren halt auch so eine Konzentrationsspanne. Das ist halt alles schon. Ich habe mich auch ziemlich zugebombt, ne, muss man sagen. Ja, wir waren die beiden Personen zum Thema Wirtschaft eben. Ja, Tobias Huch und Agitator der sozialen Neuzeit. Ja, also, ja, keine Ahnung. Also, das ist halt, also, wenn ich die schaue, wenn ich da mal bei denen reinklicke, reden die irgendwie nur über mich. Also, das, ne, da haben sie irgendwie, also das ist so mein Eindruck, deswegen, ne, so, deswegen, wenn ich halt irgendwie Validierung holen möchte oder ein bisschen Selbstbewusstsein, dann gehe ich halt immer zu denen und dann sehe ich halt, wie der ganze Chat halt nur irgendwas mit Dara schreibt und die halt die ganze Zeit über mich reden oder meine YouTube-Videos oder so schauen und dann weiß ich, ich bin was wert. Also, ne, das ist halt immer so, ja, ne, und dann gehe ich halt nach 5 Minuten wieder raus und bin dann halt gestärkt für den ganzen Tag. Mhm. Also, das ist halt das Schöne an denen. Also deswegen, das, ne, aber ich finde statt. Ja, genau, so. Ich wohne in deren Köpfen, so, wenn ich auch hier rausfliege, ne, nachdem ich jetzt meine Eltern so, meine Miete nicht mehr zahlen würde. Aber das fühle ich, ne, ich bin auch manchmal, wenn ich dann so lurke, bei Young Moral Apostel zum Beispiel habe ich viel gelurkt, wo der immer über mich geredet hat. Achso. Das war auch einfach. Also schön, dass die auch über andere. Das ist einfach das beste Nachtprogramm gewesen. Ja, den muss ich aber auch mal schimpfen. Das, ne? Einfach, das kann ja nicht sein, dass der über dich redet, ne, sondern über mich redet. Der redet auch über dich. Ja, ich habe mich ja schon so auf dem Titel gesehen und gedacht so, oh Junge. Ja, aber Young Moral, ich hoffe, es geht dir gut. Ne? So, du sollst mal die transfeindliche Scheiße sein lassen. Ja, das hat er ja eingesehen. Ja, das ist schön. Ne? Guck mal, also das ist ja das Tolle. Der war im Podcast mit Rito und Leon und Karl. Ja. Und Karl hat ihm einfach mal erklärt, warum bestimmte Dinge einfach transfeindlich sind und so. Ja. Und dann hat er sich in seinen Stream gesetzt und hat gesagt, so passt mal auf, Leute, so bestimmte Wörter sage ich jetzt nicht mehr, weil ich verstanden habe, dass das transfeindlich ist. Und so weiter und so sagt, ey, was ist jetzt mit dir los und so weiter und so fort. Und er so, ja, ich habe das verstanden, mache ich nicht mehr. So hat man mir erklärt und ich konnte es nachvollziehen und deswegen mache ich es nicht mehr so. Und genau. Wenn euch das nicht passt, hat er Pech gehabt. Und dann fand ich, ey, wow, cool. Ja, wunderbar. So. Also nur so, lieber, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, Nils oder so, ne? Lieber Young Moralfossil. Das war halt damals so, Ukraine-Krieg ging los oder so. Und ich habe halt, also der hat, wir haben uns da auch auf Telegram oder sowas, konnte der mir schreiben, weil er da, ich weiß gar nicht, ob der meine Nummer bekommen hat oder nur meinen Telegram-Account oder so zum Anschreiben. Und hatte ab und zu mit ihm geschrieben, weil er war ja auch mal einer der
klar, ja, ziemlich bekifft so in seinem Stream, aber sonst eigentlich eine coole Socke. Und dann, ja, oder was auch immer. Ne? Und dann ging der Ukraine-Krieg los und dann ist der halt auch irgendwie komplett abgeschwurbelt. Und ja, der vertritt halt so die ganzen CDU-Positionierungen. Ja. Genau, und ich habe den halt auch in Ruhe gelassen. Und dann hat, hat er mir irgendwann 30 Minuten lang, also so insgesamt 30 Minuten Audio-Material geschickt. Also er, also Audios hat er mir, Audionachrichten hat er mir geschickt, wo er mich dann niederbeleidigt hat, wie sonst was. Und dann mit den krudesten Verschwörungstheorien kam. Ja, hat er gepeppt halt. Und dann die Theorie, ne, so das übrigens, ne, wildeste Theorie aller Zeiten, die er aufgestellt hat, das Ganze mit links und rechts, ja, das ist alles konstruiert auf Twitch. Da werden nur die Leute gegeneinander aufgehetzt, um die Macht bei der Elite zu lassen. Und diejenige, und jetzt kommt's, diejenige, die das Ganze organisiert, ist die Streamerin Lizzo Cosmo. Hä? Und ja. Und das war jetzt die Kurzfassung. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter. So. Aber er hatte auch. Und ich habe ihnen dann halt nur geantwortet: interessant. Ich denke drüber nach. Und er hat mir dann ganz nette Nachrichten, also, oh ja, ich dachte, oh, das tut mir leid, dass ich dich da beleidigt habe und so weiter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so nett reagierst und so. Und ich habe ihm dann nicht mehr geantwortet oder so, weil ich aber auch andere Probleme damals hatte, auch im Privatleben und so. Ich wollte mich auch damals nicht mit Erwin oder und so weiter großartig beschäftigen. Ich habe da wenig dazu gesagt, dass er da so abdriftet. Ich habe nicht mit ihm geredet, aber ich habe auch gleichzeitig bei den, Leuten, die dann über ihn dann die Streams und Videos gemacht haben, habe ich auch wenig gesagt, weil ich hatte damals halt einfach andere Probleme im Privatleben. Und das tut mir auch ganz doll leid für den Young Moral Apostel. Tut mir auch leid für Prototopia, ne? Weil das tut mir in der Seele weh, wie der halt da irgendwo in komischen Gefilden gelandet ist, ne? Naja, gelandet ist, der ist schon ein bisschen aktiv auch da reingesprungen. Das ist Eigenverantwortung. Am Ende ist das Eigenverantwortung, ne? Das ist immer so, ja? So ist es nun mal. Und wenn es BSW nicht gegeben, wird der immer noch da drin sitzen. Ja. Aber das ist eben, genau, und das ist halt eben das, irgendwann kam halt, dann war der Young Moral Apostel da weg, da habe ich mich nicht mehr für den interessiert, weil, okay, ich habe den eine Zeit lang geguckt, so ein paar Monate, wo der war ja Mod bei Erwin. Ja. Und dann hat Erwin ihn irgendwie entmoddet und gebannt und dann hat er einfach jeden Stream, hat er da gesessen und was Erwin eigentlich für ein Schlimmer, wie der seine Macht ausübt und so. Und die ganze Zeit hat er versucht, mit Erwin sich zu beefen, aber es hat einfach nicht geklappt. So. Ja, genau. So. Und der hat ja auch da seine Streams da anscheinend über mich gemacht, den ganzen, weil er so einen riesen Groll auf mich hatte, so, weil ich damals irgendwie ihm in den Rücken gefallen bin. Ich weiß nicht wie, also ich habe mich nach seinen Nachrichten, einfach weil ich mich anscheinend nicht mehr gemeldet habe oder weißt so. Weißt du, was so seine heutige Positionierung zu links-rechts ist? Nee. Rechts ist für Freiheit und links ist für Gleichheit. Ja, das ist ja auch total widersprüchliche. Na, so klar, wenn du. Das wurde auch immer. In der ungleichen Gesellschaft, wo es Sklavenhalter und Sklaven hast du natürlich auch mehr Freiheit. Ja, wenn euch das interessiert, der Hassgeier-Podcast, da könnt ihr euch das anhören. Ja. Aber ihr habt am Ende auch eingesehen, dass es alles nicht so viel Sinn ergibt. Ja. ein bisschen, ja, also, ja, ne, weil wir wollen ja auch, dass alle das gleiche T-Shirt tragen. So, das ist das, was wir unter unserer perfekten Gesellschaft. Und da kommen halt die Rechten. Und ihr kennt ja die Rechten. Ne? Rechte Bewegungen haben ja immer viele Freiheiten erkämpft. Ja. Ne? Auf die wir heute noch schön zurückblicken. Ne? Wie zum Beispiel war auf der Autobahn. Ich will es nicht spoilern, aber warum hast du keinen Podcast dann so? Also dann war ja das Dritte Reich quasi so am freiesten von allen. So, ja, irgendwie ja nicht so. gibt irgendwie nicht so viel Sinn auch an der Stelle. Hätte ich vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken sollen. Ja, aber deswegen, lieber Young Moral Apostel, ne, so, ich hab dich lieb, ja, du kannst immer mit mir reden, ich glaube, über Telegram kannst du mich immer noch erreichen, ne, so, tut mir leid, für, dass ich mich damals nicht mehr gemeldet habe, aber ich habe jetzt auch, hatte da meine privaten Kämpfe, aber keine Ahnung, ne, wenn du da einigermaßen irgendwie, wenn du Licht am Ende des Tunnels siehst und nicht komplett und es so auf dem komischen Trip bist, dann umarme ich dich immer gern. Ja. Ja.
Kann man ja gut in Argentinien beobachten, dass Anarcho-Liberalismus immer im Faschismus ist. Ja, da gibt es dann den ersten anarcho-kapitalistischen Präsidenten irgendwo. Ja. Das Erste, was er macht, ist irgendwie Protest verbieten und erstmal irgendwie mit dem krassesten Polizeistaat gegen die Bevölkerung vorgehen. Ja, ja. Für die Freiheit. Für die Freiheit auch. Für die Knüppel für die Freiheit. Ja. Ja. Und du kannst da jetzt irgendwie als Kapitalist, kannst du deine Angestellten irgendwie mit... kannst du die jetzt irgendwie mit Natural, also du kannst die irgendwie mit Eiern oder so bezahlen. Ja. Einfach. Ja. Das war auch so eine der ersten Sachen, die er umgesetzt hat, dass man jetzt einfach als Kapitalist hingehen kann und sagen kann, ich gebe dir einfach ein Stück Brot als Lohn. So. Ja, das, ne, das beste Modell wird sich dann halt durchsetzen. Für die Freiheit, das ja. ist Freiheitsbrot. Ja, ja. Das war, ja, ja keine Ahnung, also ich glaube tatsächlich, dass das in Argentinien, ne, das, also natürlich ist das ganz schlimm für die Leute dort, aber ich glaube, das wird so phänomenal schief gehen. Das ist richtig. Da bin ich ja jetzt fest schon davon, ja, also der fest ist ja davon grade, überzeugt. Der ist ja gerade ja. losgelegt und das geht ja schon, das ja. Brandland ist schon im ja, Brennen. Ich glaube halt nach 3 bis 4 Jahren, wird das halt das Ding sein, wo wir für immer als Linke drauf zeigen können und sagen können, guck mal, wo die FDP einen hinbringen möchte oder die CDU oder ja. AfD. So, ich glaube, Christian Lindner fände es auch ganz geil, wenn man Leute irgendwie mit einem Stück ja. Brot bezahlen könnte. Ja, ja, genau, das ist ja das Ding. So, in deren Köpfen ist das so, ja, und dann ist diese Regulierung weg und dann setzt sich das beste Modell durch und natürlich ja. wirst du bezahlt, wenn du einfach hart arbeitest, natürlich wird keiner mit Eiern bezahlt werden. Das wird natürlich nicht passieren, sondern natürlich werden die Menschen ja Geld verlangen für ihre Arbeiten, dann werden natürlich auch alle mit Geld, aber ich brauche doch da nicht diese komische Regel, dass das so passieren muss. Die Menschen machen das von selbst. Das wird von und dann werden halt passieren. Irgendwie 20% der Menschen mit Eiern bezahlt oder mit was weiß ich, was für Naturalien, mit Dreck oder so. Und dann stehen die halt da und dann vielleicht so, ist halt vielleicht ein bisschen unangenehm, jetzt vielleicht mit dafür so, zu argumentieren. Mit so Superheldenfiguren von Captain Uncup oder so. Ja, einfach mit Autogrammen des Kapitalisten. Also für die, keiner so Elon Musk der, oder sowas bezahlt hat. Die der Leute ist halt so. Wirklich durch den Wahlkampf gelaufen ja. und hat sich so ein Superheldenkostüm ja. angezogen und hat sich und nennt sich Captain Uncup. Und es gibt dann auch so, es gibt so Talkshows, wo er sitzt in so ganz seriöse Talkshows, sieht halt einfach aus wie Anne Will oder so. Ja. Und er hat so seinen Sidekick. Das ist einfach so eine Superheldin, die so als Mistress Uncup angezogen ist und die sitzt einfach so hinter ihm. Und das ist einfach so eine ganz... Und die reden ja, total serious ja. über politische Themen und die sitzt halt einfach so in diesem Superheldendress so hinter ihm und denkt, ja, aber das ist ja das mit... Was passiert da gerade? Mit Bolsonaro war das ja in Brasilien genauso, dass halt dass er auf der einen Seite ein Faschist ist und auf der anderen Seite hat er aber Wahlkampf gemacht, wie ja, so Martin Sonneborn. Weißt du, und dadurch haben halt viele Leute den wirklich als so einen Satirekandidaten wahrgenommen und haben halt gedacht, so, okay, der ist doch einfach, das ist doch ein Scherz, was der da betreibt, ne? So, den wähle ich jetzt mal, um es der Regierung zu zeigen. Und, oder ne, dem Establishment. Und genauso hat der das dann halt gemacht. Ja. So, das war halt eine Taktik, die ist halt aufgegangen. Auf der einen Seite denken sich die Leute, ach komm, so schlimm aber wird er nicht sein, so lustiger Typ, der macht mal was anderes, der ist mal nicht wie das Establishment. Und auf der anderen Seite dann so, ja, also hier, Freiheit, Anarcho-Kapitalismus, das klingt interessant, das muss man. Aber ist ja auch kein Zufall, ne? So Superhelden ist ja der feuchte Traum von jedem Anarcho-Kapitalisten. Ja, natürlich. So du kannst Atlas Shrugged und so mit Ayn Rand, das ist ja auch nichts anderes, als dass es da irgendwie Supermenschen gibt, die einfach geiler sind als alle anderen. Ja. Und das sind halt die Führer der Gesellschaft. Und die sind die Stärksten und die haben die meiste Macht bei sich konzentriert und die können dann halt bestimmen, was passiert und was nicht passiert. Und ja, die werden dann schon die richtigen Entscheidungen treffen, weil sonst wären sie ja nicht so mächtig. Ja, die Idee von so einem, von natürlich halt so den Leuten, die halt diese Ideologie haben, ist ja, dass jetzt Elon Musk, der ist halt so mächtig, nicht wegen, weil der Staat ihm über Gesetze durch das Eigentumsrecht diese Macht verleiht, sondern weil er einfach so ein krasser Typ ist. Ne? Er ist halt einfach wirklich so viel schlauer und so viel kompetenter als alle anderen, dass er halt deshalb natürlich diesen Einfluss hat. Aber dass das alles auf Gesetzen basiert, auf alles. Ja, auf und vielleicht auch auf dem reichen Elternhaus, ne? Richtig, ne, aber das sehen sie ja nicht. So, die denken sich so, okay, jeder startet bei Null, jeder kann ja alles schaffen. Und guck mal, es gibt ja auch irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär. Irgendwer hat es ja geschafft. Also muss das ja für jeden halt machbar sein. Und habe ich gerade Verbindungsproblem? Ich glaube, die lügen. Nee, die wollen nur, ich habe Elon gesagt. Und deswegen gibt es da jetzt das Emote mit Elon. Ich kann das nicht mehr sehen hier, guck mal. Nach dem neuen OBS-Update sehe ich nur noch Die letzte Zahl. Ja, aber es ist immer grün. Also, ja, also grün ist gut. Grün, aber ich sehe nicht, wie viel KW. Ja, wenn es runtergehen würde, dann wäre es halt rot, deswegen. Ja, aber manchmal ist es immer noch grün und ist komplett am Ausdicken. Ja. Das ist toll. Ich liebe OBS-Updates. Danach wird immer alles schlechter. Ja. So, wir haben 3 Uhr.
Ich kann langsam mich mal auf den Weg machen. Ich habe jetzt keine Schlafenssachen dabei. Du kannst natürlich da gerne noch weiter streamen. Gibt es noch irgendwas? Machen jetzt Feierabend hier. Wir können demnächst nochmal irgendwie in meinem Stream natürlich talken. Du kannst natürlich sehr auch gerne. Demnächst ziehe ich nochmal um. Neue Wohnung, da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, macht mal Shoutout für Dara. Folgt mal alle Dara jetzt. Boah, das wäre nett. Da freue ich mich. Also ich werde morgen wieder streamen. Hoffentlich. Also ich habe jetzt die letzten Tage. Normalerweise 18 Uhr. 18 Uhr normalerweise. Ich mache noch morgen, wenn ich fit bin. Also ich habe jetzt die letzten Tage, habe ich echt Probleme. Ich habe auch Schmerztabletten und so eingeworfen, weil ich echt Probleme hatte, überhaupt auf Bildschirme zu starren, weil ich so Kopfschmerzen bekommen habe. Deswegen glaube ich. Wir müssen das selber machen. Da kommt kein. Ja, deine Mods, die haben halt immer noch so einen Reflex dagegen. Wie geht das hier im Moment? Shout out. Und dann der Dara. Glaube ich. So, oder muss ich dann Add davor machen? Ich glaube, das geht so. Da, Night Hunter. Folgt mal alle rein da jetzt. Boah, ist voll lieb von euch. voll lieb. Danke, liebe Mods. Ja, und morgen hier, wenn das, also ich wollte halt noch mit, nach meinem Stream mit Baba Bartudek quatschen. Sorry, ich kann keine Kanäle shoutouten, wo ich gebannt bin. Ups. Bist du, was? Seid ihr gebannt bei mir? Ja, das kann sein. Wir müssen da rein, jede Follow-List. Okay, also keine Ahnung, sagt doch Bescheid, dann entbanne ich euch. Du hast gelogen und uns nie entbannt. Was? Oh nein. Ja, ich entbanne euch alle. Solange ihr euch benehmt, ne? Also, ihr habt euch da Dinge erlaubt. Huiuiui, ne? Aber ich hab euch. Du hast ja dann auch gesagt, ich muss die erziehen und dann habe ich auch erzogen. Richtig, das hat auch gut geklappt und das hat auch, und ich glaube, das ist auch, ich sag mal, gut für unsere ganze Community, wenn wir da alle ein bisschen netter zueinander sind. Das ist gut für die Welt. Ja, keine Ahnung was, geht gegen die Rechten, nicht gegen die andere linke Streamer, die sich echt viel Mühe geben. Und sonst Kritik anders formulieren. Nee, aber sonst wollte ich morgen mit Baba einen Talk machen. Entweder morgen, wenn es nicht klappt, wegen Migräne oder was auch immer ich habe, Kopfschmerzen, dann ein anderes Mal, aber da wollen wir dann, da gibt es die große Abrechnung, haben wir uns vorgenommen. Wir rechnen ab mit Prolotopia, mit KuchenTV, mit, keine Ahnung. Er hat sich da irgendwas ausgedacht und wollte darüber quatschen. Ich gehe einfach rein. Mal gucken, was passiert. Der hat aber auch teilweise komische Positionierungen, ne? Ja, natürlich, das ist ja, aber er ist ja kaum politisch eigentlich. Also er geht halt einfach nur gegen Personen und macht sich über die lustig. Und am Ende des Tages ist es für mich trotzdem irgendwo jemand, der natürlich da irgendwo ins demokratische Spektrum gehört. Er geht gegen die richtigen Leute aus meiner Sicht. Und also größtenteils. Und, manchmal geht es auch daneben. Ist ja jetzt niemand, wo ich jetzt sagen würde, bei dem muss man sich jetzt irgendwie abgrenzen. Oder so. Nee, das auch nicht. Aber der hat schon auch und manchmal. Und man darf auch mit Leuten. Wenn der sagt so, Drachengame finde ich teilweise schon ganz witzig und das darf man auch lustig finden, dann denke ich mir so, okay. Ja, aber am Ende des Tages nimmt er nicht dran teil. Klar, also er wird jetzt nicht den großen Einfluss darauf haben, dass das jetzt stärker wird oder schwächer wird. Der sagt ja irgendwie auch so von sich so, ich bin linksliberal, ich will eigentlich gar nichts verändern am Gesellschaftssystem, ich will nur hier und da so kleine Verbesserungen haben. Status quo erhalten. Ja. Gegen Querdenker, gegen Verschwörungstheoretiker, gegen die Rechten. Das macht er hauptsächlich, kann man ihm löblich anerkennen. Andere Sachen kann man ihn natürlich kritisieren. Ja. Und so sollte man das handhaben. Also dann morgen um 18 Uhr direkt der Talk, oder? Nein, das ist nach meinem Stream, also nach 22 Uhr irgendwie kurz 10 rüber. Ah, okay. Für eine Stunde oder so. Nicht so wie hier, wo wir einfach uns dumm und wo du erstmal 3 Stunden mit Imp redest. 3 Stunden, da, ja. Ich hab halt ursprünglich halt, als das Ganze mit diesen Debatten losging und wir halt dann so gesagt haben, weißt du was, das wäre eigentlich voll die witzige Idee, wenn der eine in die Debatte geht, aber wir supporten den, anstatt den wegzucanceln, habe ich ihm gesagt, so mach 40, 50 Minuten mit Prolotopia, damit man das gut reacten kann. Ja, das klappt halt nicht, ne? Nee. Aber man kann, also ich vielleicht... Man könnte halt ein anderes Mal über... Vielleicht mache ich einfach 3 Teile draus. Ja. Ich könnte eine Potten, vielleicht kannst du irgendwie 3 Teile draus machen oder so. Ja. Keine Ahnung. Mach das. So, aber wie gesagt, wie lief das Gespräch? Ist Imp jetzt unser bestester Freund? Er hat seine Lektion gelernt. Er hat alles eingesehen, hat gesagt, genau, der hat sich entschuldigt. Ich ändere meine ganzen bescheuerten Positionierungen und bin jetzt... Ja. Am Ende hat er noch gesagt, ich gehe jetzt los und pisse an das Haus von Marie-Louise Vollbrecht. und damit war die Sache eigentlich für uns gut. Das hat er gemacht, dann war alles gut. Ja. Und
Nö, aber am Ende des Tages, aus meiner Sicht, hast du es gut gemacht. Das war ja die ganze, also es war ja nur ein Feuerwerk einfach. Bam, 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 warum machst du das? Ja, ich habe mir ein bisschen... Dann natürlich ihn auflaufen lassen. Also das war das Einzige, wo ich mich ein bisschen... Ja. Weil ich gedacht hatte, der kommt auch irgendwie ein bisschen gegen. Also der hat sich, dass der irgendwas hat. Also das war nur Verteidigung bei ihm. Ich hatte, der muss doch den Talk mit Erwin irgendwie mitbekommen haben, dass ich mich vielleicht vorbereite und dass er vielleicht sich auch irgendwie was rausholt, was er mir um die Ohren hauen kann. Nix. 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 Da ist keine Vorbereitung. Am Ende setzt er halt darauf, also ich weiß nicht, vielleicht bei ihm ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da, beim Prolotopia nicht, aber bei ihm, dass halt am Ende KuchenTV sich das gesamte Gespräch anschauen wird, und weil Shoyoka drin vorkam und er selber und dann und er da natürlich nichts stehen lassen möchte. Ja, und dann will er halt sein Video eventuell drauf machen, wie er das bei mir gemacht hat. Und darauf setzt er dann, und dann ist das halt und am Ende des Tages ist das natürlich wieder krasse Werbung für Imp. Und dann braucht er gar nicht großartig jetzt der Gewinner der Debatte zu sein. Ich habe irgendwann auch gedacht, weil ich wollte ja irgendwie schon nach 2 Stunden das Gespräch eigentlich beenden und der wollte aber immer noch weiterreden unbedingt, während wir uns ja eigentlich nur noch so ein bisschen im Kreis gedreht haben, dass ich gedacht habe, der will das jetzt einfach elendig in die Länge ziehen, damit man das irgendwie nicht viewable hochladen kann oder so. Ich hab keine, das Ding ist ja, dass so nach meiner, also ich schaue praktisch kaum KuchenTV-Videos, ne? Also gar keine, aber ich schaue immer mal wieder rein, was da gerade so hochgeladen wird. Und das, ich habe so das Gefühl, bei dem allen, was Shoyoka da raushaut, hat er einfach so viel Material jetzt, dass er manches einfach liegen lassen muss, weil er gar kein Video mehr darüber machen kann. Und das ist dann halt sozusagen der Vorteil am Ende. Ja, also weswegen er das vielleicht auch dann einfach nicht behandeln wird. Ja. Ne? So, und dann ist natürlich die Werbung nicht da jetzt für den Imp, aber ich weiß es nicht. Ne? Und sonst, selbst wenn, ist egal. Das Wichtige ist eben am Ende des Tages so bei diesen ganzen Diskussionen, Debatten, die sind halt immer so ein Content-Feuerwerk, dass am Ende eben, es zählt halt nicht nur das, was bei den Debatten passiert, sondern auch, was danach passiert, weil da eben auch Narrativen kontrolliert werden, da diskutieren die Leute auch nochmal weiter untereinander in Social Media und so weiter, und da ist halt auch immer wichtig für jeden Einzelnen, sich da irgendwo reinzubewegen und auch irgendwo natürlich immer zu schauen, dass das Narrativ nicht, dass die da nicht irgendwie das Framing oder sowas kontrollieren können und am Ende das Ganze irgendwie die und die Sachen, und weil die Strategie ist dann immer, guck mal, was hier in dem Satz hat Neitan was gesagt, was total irre ist, guck mal, wie bösartig der ist und so, das ist meistens das, was danach kommt, aber und das ist nur Erwin, mal so. Hast du mitbekommen, was Erwin gemacht hat nach dem Gespräch, wo er es dann auf YouTube irgendwann hochgeladen hat, nach 2 Wochen oder so? Nach 2 Wochen hat er das freigeschaltet. Oder, also er hat anderthalb Wochen, ich weiß, er hat ziemlich lange gedauert. Erstmal privat, seine Mitglieder hat er das. Und dann hat es nochmal länger gedauert und dann hat er es irgendwie hochgeladen. Ja. Und er hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, bevor er losgeht, also ne, dann hat er sich am Anfang reingeschnitten und hat gesagt, ich blende Nightans Chat mit ein, damit ihr seht, wie lost die sind. Okay, aber das ist halt, also Imp hat das ja auch gemacht bei dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, hat er meinen Chat noch eingeblendet während dem Gespräch. Also warum macht er das ja wohl? Also, ja, weil er sozusagen, ne, so, guck mal, die sind voll böse. Also, so richtig, richtig üble Menschen sind das. So weil, ne, okay, vertraut man da nicht darauf, dass das Argument für sich stehen kann oder dass die Menschen sich erstmal eine eigene Meinung bilden können? Nein, ich muss halt irgendwie sowas mit einbeziehen. Ja, aber das ist halt eben das Ding. So, die Idee von manchen ist ja, die gewinnen immer, wenn du diese Debatten führst, die gewinnen immer. Nein, das ist super unangenehm für die. Ja. Die schlafen nachts nicht mehr. Ich kenne die alle. Das ist halt, also da sind natürlich Leute, die geben sich dann mal ganz gerne cool. Aber ich habe die alle privat auch kennenlernen dürfen, diese ganzen Konsorten. Die leiden extrem darunter. Das glaubt ihr gar nicht, was für Fluffies das sind. Also die haben dann teilweise dann irgendwie 5.000 bis 10.000 Dann hat sich doch hingesetzt bei Erwin den Talk und hat gesagt, ich habe Angst vor Karl. Ich habe Angst vor Karl. So, ja, weil das stimmt. Also die haben halt wirklich teilweise echt viel, auch viel mehr Reichweite als jetzt wir bei YouTube oder so. Aber trotzdem sind die sich so am Einkacken, wenn dann halt ein paar Leute dann auf die losgingen. Und das ist halt eben etwas, da sind die natürlich dann auch vorsichtiger. Das ist etwas, wo die dann sagen, okay, gut, da bin ich jetzt auf Gegenwind gestoßen. Bin da jetzt in Zukunft ein bisschen vorsichtiger dabei. Mich hat es überhaupt gewundert, dass er überhaupt mit mir reden will.
Das war so, hä, wieso will denn der jetzt mit mir reden? So, was verspricht er sich? Ich habe letztens hier Proletopia die Nachricht überbringen lassen, so, hey, ne, hast du Bock auf einen Talk jetzt? Ne, so demnächst. Und da kam nichts mehr. Mhm. Da meinte er nur so, ja, ich überleg's mir. Und dann kam nichts mehr. So, kein Bock mehr, ne? Kurios, mit Linken redet man anscheinend nicht. Kein Bock mehr. Ja. Naja. Aber so läuft das. Ja. Schade. Ja. Sonst Feierabend. Feierabend. War geil. Du. Ja. So, ich mach euch den Präsidenten an. Ja. Naitan hat übrigens so einen riesigen Palast hier, das glaubt er gar nicht. Ja, hab ich wirklich. Ja. Liebe. Ist wie so eine Burg von so einem Ritter. James Bond-Bösewicht. Jedi-Ritter Burg. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bringe Dara noch zur Tür. Ich gebe ab an den. Oh, das ist ja lieb. Ja. Kann man noch ein Küsschen geben. Ich gebe ab an den Präsidenten. Danke, danke für den ganzen Support und danke mal an Karl und an Maya und für die Raids. Und Entschuldigung an alle, wo ich mich nicht bedankt habe, weil ich es nicht gesehen habe, weil es stumm war, weil ich am Reden war. Ich kann halt Multitasking nicht so gut. Ich gucke mir aber gleich alles an, nochmal, was reingekommen ist an Support. Ich sehe hier irgendwie 89 Subs einfach. Wild wieder. Macht's gut, haut rein, bleibt stabil, wünsche euch noch eine wunderschöne Restnacht. Gebe ab an den Presser.